Ganz herzlich willkommen zum 27. Symposium Infektionskrankheiten in der Praxis. Mein Name ist Annelies Zinkernagel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung, die wir hybrid noch durchführen können. Ich begrüße alle im Saal, wie auch die fast 300 zugeschalteten virtuellen Teilnehmer. Es freut mich besonders, dass wir es hybrid machen können. Das letzte Mal war ganz virtuell. Und vor 2 Jahren, wo das Leben noch normal war, haben wir uns alle hier eingefunden und hatten keine Vorstellung, was uns bevorsteht. Und wir haben das als Team gemeistert. Die letzten 2 Jahre waren sehr anstrengend für alle, ein Marathon. Und es hat sich gezeigt, wieder einmal mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich danken. Erstens meinem Team für die fantastische Arbeit während dieser Pandemie, aber auch Christoph Berger, unser ständiger Gast, der Leiter der Infektiologie des KISPIS und Präsident der Eidgenössischen Impfkommission. Sie haben ihn in letzter Zeit sehr viel in den Medien gesehen. Danken möchte ich auch dem Kantonsärztlichen Dienst für die fantastische Zusammenarbeit und ganz besonders Ihnen, den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, wie auch den Kollegen in den peripheren Spitälern, wo viele auch hier sind, ganz herzlich willkommen. Ohne diese Zusammenarbeit ginge es nicht. Neu in unserem Team ist PD Dr. Walter Zink. Er hat am 1. Februar die Leitung der Spitalhygiene übernommen. Er hat seine Ausbildung hier in Zürich gemacht, im Kinderspital, hat ein FMH Pädiatrie wie auch Infektiologie, war dann lange auch in Genf tätig und hat eben, wie gesagt, am 1. Februar mitten in der Pandemie mit einem sehr steilen Start angefangen und hat unser Team fantastisch ergänzt. Auch Miriam Vasquez, Oberärztin in der Spitalhygiene, ist seit einem Jahr sehr tatkräftig dabei. Ohne diese zwei wäre es nicht möglich. Und wir möchten sie zwei zusätzlich Ihnen allen vorstellen. Das Thema des heutigen Symposiums. Wir müssen und dürfen weiterhin über Covid-19 sprechen. Darum haben wir einen Block Covid-19 für Hausärzte und versuchen da wichtige Fragen für im ambulanten Setting zu besprechen. Es geht sogar ein Blick in die Zukunft von Nicola Müller, ein Blick in die Kristallkugel, wir werden sehen. Und dann der zweite Block ist unser Alltag, das ist die stille Pandemie, die Antibiotikaresistenzen, Alltagsprobleme, die wir auch trotz Pandemie noch bewältigen dürfen und die ein Teil der Alltagsinfektiologie sind. Leider können wir Covid-bedingt den versprochenen Kaffee und Apéro nicht anbieten, aber wir können uns zumindest treffen. Und ebenfalls Covid-konform machen wir die Abstimmung dieses Mal elektronisch, damit wir eben die Kombination von virtuell und live kombinieren können. Bitte loggen Sie sich hier ein, damit Sie dann auch tatkräftig mit abstimmen können. Ganz kurz, die Feedbacks, sonst haben wir die immer im Papierformat verteilt, ebenfalls Covid-konform, bitte machen Sie es dieses Mal elektronisch. Wir schätzen Ihre Feedbacks extrem, wir schätzen auch die Wünsche, die Sie angeben und auch weitere Feedbacks zum Symposium selber, damit wir das weiter optimieren können. Die Folien können Sie Mitte nächster Woche auf unserer Homepage runterladen und weil wir es jetzt eben virtuell machen, können Sie sogar die Vorlesung auch nochmals abhören. Die Credits für die, die virtuell zugeschaltet sind, werden wir verschicken. Diejenigen, die im Saal sind, nehmen Sie bitte die 4 Credits, die außen vorliegen, damit Sie diese haben. Mit dem möchte ich die ersten 2 Referenten begrüßen. Es ist einerseits Irene Abela, die eine Doppelaffiliation hat. Sie ist bei uns Oberärztin in der Klinik und arbeitet im Institut für Virologie hier an der Universität und wird ihre neuesten Daten vorstellen. Gepaart ist sie mit Christoph Berger, den ich schon kurz erwähnt habe, dem Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Und sie werden dies im Dialog bestreiten. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Annelies. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich fühle mich sehr geehrt, heute mit Christoph Berger den ersten Teil über Covid-19-Impfung und Schutz
Ihnen vorzustellen zu dürfen. Es ist ein sehr dichtes Programm, es sind sehr viele Fragen natürlich und ich wurde angehalten, mich an die 10 Minuten zu halten. Ich darf die Maske abziehen, damit Sie mich auch besser verstehen. Ich hoffe, es klappt technisch und die Kollegen im virtuellen Raum sehen unsere Folien aus. Ich habe wenige Themen ausgesucht und ich bin froh, wenn wir nachher eine längere Diskussion darüber haben können. Es gibt neue Entwicklungen, die Antikörperzertifikate, da will ich darauf eingehen. Sinn oder Unsinn, Sie sind da. Wie reagieren wir darauf? Und was heißt auch ein positives serologisches Resultat? Ist das Schutz? Ist das kein Schutz? Da will ich im zweiten Punkt eingehen. Antikörper-Titer, einfach bindende Titer, sagt das überhaupt etwas aus, ob ich gegen SARS-CoV-2, gegen die Varianten geschützt bin? Und das will ich im dritten Punkt dann erwähnen. Wie sieht es aus? Wie gut neutralisieren die Antikörper, die wir nach einer Infektion gemacht haben oder die wir nach der Impfung entwickeln, wie gut schützen sie gegen die SARS-CoV-2-Varianten? Die weiteren Ausführungen wird dann Christoph Berger natürlich kompetent weiter beantworten. Nun, das wurde im November schnell entschieden. Bundesamt für Gesundheit hat gemeint, ja, wenn wir PCRs haben und die Genesenen dann so mit einem Zertifikat beglücken, dann sollten wir eigentlich auch Genesene aufgrund einer Antikörpertests so ein Zertifikat ausstellen können. Sie können sich vorstellen, das hat uns zu einem Punkt, einem Moment erreicht, als wir die Pandemie wieder den Anlauf genommen hat und die Zahlen steigen. Und die Folge ist meines Erachtens, und das haben wir in der Infektiologie so beobachtet, dass viele Ungeimpfte und Genesene jetzt sich einer falschen Sicherheit wägen und das Gefühl haben, ja, ich schiebe jetzt mal die Impfung ein bisschen raus und mache das irgendwann später und ich will den Daten zeigen, wieso auch Genesene geimpft sein sollten und wieso auch serologische Resultate nicht gleich Schutz sind und wir uns wirklich als Ärzte und Infektiologen bewusst sein müssen, dass nicht einfach ein Laborresultat die ganze Wahrheit aussagt. Nun, es ist nun so, wir können die Zertifikate ausstellen. Die Laboratorien sind natürlich super froh und sie sind bestimmt auch mit ganz viel Werbung überhäuft worden, wie das super ist, um die Zertifikate zu machen, wie wichtig das ist. Das Bundesamt für Gesundheit hat am 5. November gesagt, ja, das können wir machen, also 2 Wochen später, wir führen das ein, hat dann schon gemeint, wir machen noch eine wissenschaftliche Beurteilung. Es ist ganz klein geschrieben, aber ich will einfach nur zeigen, Sie meinten, die Schweizerische Gesellschaft für Mikrobiologie wird dann schon noch genaue Empfehlungen machen. Die Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie kamen in der Nacht vom Sonntag auf den Montag zu den Laboren und am Montag durften sie Zertifikate ausstellen. Sie können sich vorstellen, ein riesiges Chaos. So, dass einfach kein Labor diese Empfehlungen umsetzen kann. Und die zweite Empfehlung ist, es dürfen eigentlich alle Immunassays eingesetzt werden, die zertifiziert sind, schweizweit. Ein zertifiziertes Labor, zertifizierter Assay, egal was, es muss nicht mal quantitativ sein, es muss quantifizierbar sein. Also man muss nicht einen qualitativen Test haben, sondern einen quantifizierbaren und dann kann man das Zertifikat ausstellen, egal was für ein Assay. Nun, was ist das Problem und wieso hat das so viele Probleme mit sich? Nun, es gibt natürlich tausende Tests. Und auch wenn man ein Zertifikat hat und ein CE-Zertifikat auf diesen Test, und das ist eine schöne Analyse der FDA, die alle Tests mal angeschaut hat, weltweit. Und hier sehen Sie die Sensitivität und hier die Spezifität. Ich muss ganz kurz für die Kollegen im virtuellen Raum, jetzt sehen Sie mich. Genau. Hier die Spezifität und hier die Sensitivität des Tests. Sie sehen schon mal die riesen Bandbreite. Alles Antikörpertests. Hier oben sogar in Orange, die zertifiziert sind. Und auch hier, und das ist erschreckend, die Hälfte erreicht eigentlich das Niveau, das wir brauchen, um einen sensitiven und spezifischen Test zu haben. Das heißt, über die Hälfte sagt eigentlich nicht aus, was sie sollten und sind trotzdem zertifiziert und können trotzdem Antikörper aussagen. Also das zweite Problem. Das erste Problem, Genesene lassen sich nicht impfen, weil sie das Gefühl haben, ich bin ja geschützt, will ich mich gar nicht impfen lassen, in einem Moment, wo wir wirklich einfach die Fälle wieder steigen, sie sind sich dessen bewusst. Das zweite Problem, wir dürfen einfach irgendwie 1000 verschiedene Tests benutzen und sagen, ja, Antikörper da, egal wie hoch, sie sind geschützt und sind quasi, müssen sich nicht impfen lassen. Schon zwei Probleme. Das dritte ist, wir wissen das, wir haben Breakthrough-Infections, Sie sehen das von den Medien, Sie sehen es von wissenschaftlichen Dokumentationen. Die Dynamik der SARS-CoV-2-Antikörperantwort ist inzwischen schon oft gezeigt worden, leider eine Talfahrt. Wir haben nach einer Infektion eine sehr rigorose Antikörperantwort, sehr schnell IgM und IgG. Und wir wissen zum Glück, dass die B-Zellen weiter reifen, dass zwar wir bindende Antikörper verlieren, also die wir im serologischen Assay sehen, die nur binden, die verlieren wir mit der Zeit. Aber wir haben eine relativ gute Neutralisationsantwort. Und leider ist das schon nicht so. Hier suggeriert diese vereinfachte Darstellung so ein Plateau, dass wir irgendwie
plötzlich plateau sind und immer diese Antikörper behalten. Aber hier sehen wir auch, und das wurde schon von Cohen gezeigt und vielen anderen, nein, es nimmt ab. Die Halbwertszeit, sehr wahrscheinlich, wenn wir ganz genau sind, Sie haben jetzt 200 Tage modelliert, 6 Monate so, es fällt einfach ab. Die Antikörperantwort nimmt mit der Zeit ab. Und das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Sie wissen auch das. Die Immunologie besteht natürlich nicht nur aus Antikörpern. Wir brauchen die CD4-Zellen, CD4-8-Zellen. Wir brauchen eine Gedächtniszellen. Und das wissen wir bei SARS-CoV. Wir haben eine gute Antikörper und eine gute zelluläre Antwort. Leider sind die schlechten Nachrichten, und das wissen wir auch durch die Breakthrough-Infections, auch die zelluläre Immunität nimmt ab und man braucht eine Reexposition, um diese wieder zu aktivieren. Sie wird aktiviert, das sind gute Neuigkeiten, man sieht es auch gegen die Varianten, aber insgesamt ist alles, die Immunität nimmt ab. Wiederum auch nach Infektion und nach Impfung. Nach Infektion wurde es jetzt schon mehrmals publiziert, dass es abnimmt. Nach Impfung kommen jetzt die longitudinalen Daten natürlich erst, weil wir erst später geimpft haben. Also jetzt haben wir das dritte Problem. Wir haben einerseits Essays, die nicht alle gleich viel aussagen. Eine Pandemie, die eigentlich gute Titer bräuchte, eine gut immunisierte Population bräuchte und eine immunologische Dynamik, die eigentlich hinweist, dass wir mit der Zeit einfach die Immunologie verlieren und die Antikörper verlieren. Was heißen die Antikörper überhaupt? Können wir überhaupt von Antikörpern auf einen Schutz modellieren oder voraussagen? Und wie gesagt, Antikörper nicht gleich Antikörper. Die Sie in den serologischen Essays nachweisen, sind die, die binden. Wichtiger sind die, die den Eintritt in die Wirtszelle verhindern, das heißt, die neutralisieren. Zwei Gruppen haben sich das eigentlich sehr schön angeschaut und haben sich gedacht, ja, ich schaue mal hier in der X-Achse die Neutralisation an und dann in der Y-Achse die Effizienz, den Impfschutz. Und das sind die großen Impfstudien von Moderna, Pfizer, Johnson etc., die haben alle einerseits geschaut, wie gut ist der Schutz in der Population und andererseits, das korreliert mit der wirklich dem Titer, den sie messen können. Und das zeigt sehr schön diese Publikation von Curie, aber auch andere haben das mit den anderen Daten modelliert und man sieht ja, es gibt einen Bezug. Also es ist nicht ganz falsch, von der Neutralisation von den Antikörpern auf einen Impfschutz korrelieren, auch wenn das nur ein Teil der Wahrheit ist und dass diese Daten nur kurz nach Impfung gemacht wurden. Also in der ersten Phase, wenn wir einen Peak der Antikörper haben, in diesem Moment wissen wir ja, wenn wir hohe Neutralisation haben, haben wir einen guten Schutz gegen das Virus in dieser geimpften Population. Sie sehen auch, Sie haben natürlich auch Genesene genommen. Und das ist immer das Argument, das genommen wird, ja, die sind ja besser geschützt als Geimpften. Ich weiß nicht, woher die Daten kommen und woher diese Verschwörungsstudien manchmal gekommen sind. Ich habe wirklich Daten gesucht, um zu sehen, ob die Genesenen besser geschützt sind. Und klare Publikationen gibt es dazu nicht. Ich werde euch nachher noch ein paar Publikationen zeigen. Aber insgesamt kann man sagen, ja, früh nach einer Impfung kann man das korrelieren. Das heißt, wenn jemand früh nach Impfung einen hohen Titer hat, dann ist er gut geschützt gegen den Wildtyp. Diese Daten hier alle sind auf den Wildtyp bezogen. Nun, auch das wissen Sie. Wildtyp ist Geschichte. Wir haben Alpha, Beta, Gamma, Delta. Inzwischen sind wir beim Alphabet dann Omikron. Und ohne große Biochemiker oder irgendwie Immunologen zu sein, wenn wir Omikron anschauen, dann wird uns ein bisschen mulmig. Und wieso wird uns mulmig? Weil da, wo der Antikörper neutralisieren würde, das heißt, dort, wo eigentlich der Eintritt in die Wirtszelle verhindert werden würde, da hat es ziemlich Mutationen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, das wird unsere Antikörper bei der Bindung wohl etwas beeinträchtigen. Das heißt, wie wir schon bei Delta gesehen haben, die Immunität gegen den Wildtyp wird nicht äquivalent sein gegen die Varianten. Das haben wir untersucht bei rekonvaleszenten Patienten am USZ. Blau sehen Sie den Wildtyp, gelb Delta, das was jetzt zirkuliert. Und wir sehen ja, es gibt wirklich einen Abfall. Aber die guten Neuigkeiten und die guten Nachrichten, man verliert zwar eine Aktivität gegen die Variante, aber man hat immer noch eine Kreuzaktivität. Das heißt, man verliert nicht komplett den Schutz gegen eine Variante. Und auch hier sehen Sie wieder, was ich immer perseveriere, das sind alles Patienten, die positive Antikörpertests hatten. Aber wenn ich sie dann in der Neutralisation wirklich schaue, wie viele verhindern dann die Infektion einer Zelle, sehe ich, dass es ganz viele gibt, die zwar positiv waren, aber gar nichts machen und nicht neutralisieren können. Deshalb wieder die Schwierigkeit mit den Antikörpertests, die auf Schutz korrelieren sollten. Wie sieht es bei Geimpften aus? Die guten Nachrichten, und das ist nicht neu, und das wissen wir, aber es ist immer wieder schön, sich vor Augen zu führen. Wenn ich gesunde Impfe, 2 Dosen geimpft habe, habe ich schon, wenn ich vergleiche mit Rekonvaleszenten, einfach viel die höheren Titer. Und wenn ich zurückgehe auf die Folie, die ich vorher gezeigt habe, dann wissen wir, okay, die Geimpften sind wirklich besser, haben eine stärkere Potenz gegen alle Neutralisation.
Natürlich, Sie auch. Sie haben die gleiche Tendenz. Das heißt, wenn wir jetzt dunkelblau den Wildtyp mit Delta vergleichen, dann sehen wir einen Abfall in Aktivität, in Naturalisation. Und dann komme ich wieder zurück und sehe überall das Statement, aber Genesene sind besser geschützt als die Geimpften. Und ich habe wirklich bei diesen Referenzen immer zurück in die Originalliteratur bin ich gegangen und ich sehe einfach das Statement nicht. Und ich bin froh, wenn du, wir haben das auch schon oft diskutiert. Eine große Science-Publikation, die immer gebracht wird, sagt ja eben, previously infected, also Genesene, haben die besseren Titer mit Geimpften. Hier sind die Genesenen und hier sind die Geimpften. Und wir sehen eigentlich, wie oben hier, die Geimpften haben einfach die besseren Titer. Können wir gar nicht diskutieren, wurden leider nicht statistisch verglichen, weil wir eigentlich schon von Auge sehen, hier Wildtyp. Es ist ganz klar, dass die Geimpften die besseren Titer haben. Was wir aber sagen können, ist, wenn wir Genesene impfen, und deshalb präferiere ich, wenn ich die Genesene impfe, dann habe ich noch die besseren Antworten, als wenn ich zweimal geimpft bin. Was Sie hier nicht zeigen, ist natürlich Impfung plus Booster. Und darauf wirst du da eingehen. Aber aus diesen Daten kann ich nicht sagen, dass die Genesenen besser geschützt sind als die Geimpften. Und eine weitere Publikation gebracht wird, und hier eine kleine Parenthese, hier sind 160 Patienten, in dieser Science-Publikation sind es 15 Patienten und in dieser sind es 24. So viel zu den Zahlen und Relevanz dieser Zahlen. Sind sehr wichtig, aber hier zeigen sie auch, Genesene mit Impfung haben sehr gute Titer. Hier sind die Geimpften und hier sind die Genesenen. Statistisch nicht mal gut ausgerechnet, weil es gar keinen Unterschied gibt zwischen den Genesenen und den Geimpften. Also das heißt wirklich, man hat keine Hinweise, dass die Genesenen irgendwie besser geschützt werden. Eine israelische Publikation, die immer wieder zitiert wird, ist immer noch im Preprint und im Review. Und ich, bei SARS-CoV habe ich etwas gelernt. Die vorschnell publizierten Daten werden dann, wenn man die Wissenschaftler dann reviewen lässt, nicht manchmal nicht bestätigt. Und deshalb bitte ich Sie, wenn Sie auf Daten gehen, dann wirklich die publizierten und nicht Preprints oder Kommentatoren. Nun ganz kurz, Christoph, ich habe noch eine Minute und dann bist du dran. Wie sind denn die Impfstoffe gegen die Varianten wirksam? Untersucht hier im Lancet sehr schön. Ich fokussiere mal auf BioNTech Pfizer. Das haben wir hier nach einer Dosis verglichen Alpha-Variante mit Delta-Variante. Wir wissen, wir brauchen zwei Dosis mRNA-Impfstoff. Wenn wir zwei Dosen haben, haben wir natürlich einen leichten Abfall. Und hier wurde die Vaccine-Efficacy angeschaut, also den Impfschutz wurde hier angeschaut. Wir haben zwar einen Abfall, aber wir haben immer noch einen sehr guten Impfschutz gegen die Variante. Und auch wenn Omikron jetzt mehr Mutationen hatte auf dem RBD, wird das sicher einen guten Schutz geben. Und die weiteren Daten auch aus Nature Medicine, die wirklich nochmal BioNTech und Moderna verglichen haben und dort gesehen haben, wie schützt uns diese Impfung gegen wirklich schlimme Verläufe und gegen Tod. Und wir sehen, wenn wir diese zwei Impfungen in einer Population anschauen, die Delta-Prävalenz hat, dann haben wir immer noch über 94% Impfschutz. Das heißt, auch die verfügbaren Impfstoffe sind gegen Varianten wirksam und sollten drum deshalb auch weiter mit Omikron weiter eingesetzt und propagiert werden. Nun, kurze Zusammenfassung zu diesen 10 Minuten Einführung. Nicht alle serologischen Tests sind gleich gut. Nicht alle serologischen Tests sagen auch, dass wir wirklich neutralisieren. Das heißt, positive Antikörper sagt nicht, dass ich wirklich einen effizienten Schutz habe. Es gibt eine schöne Korrelation zwischen Antikörpertitel und Schutz. Es ist immer noch die halbe Wahrheit. Wir haben zelluläre Immunität gegen SARS-CoV-2, aber auch die nimmt mit der Zeit ab. Und die Impfung schützt gegen vor den Varianten. Bei der Omikron-Variante fehlen noch die Daten. Wie gesagt, ich will nicht vorschnell präpublizierte Sachen sehen. Aber sehr wahrscheinlich werden wir einen leichten Einbuße der Immunität sehen und hoffen trotzdem, dass es aber genug Impfschutz gibt. Ich bedanke mich ganz herzlich und die Fragen nehmen wir am Ende. Ganz herzlichen Dank. Wir machen gleich weiter mit Christoph Bergers Vortrag und nehmen nachher gerne Fragen virtuell bitte in die Chatfunktion stellen. Und hier im Hörsaal werden wir mit einem Mikrofon vorbeikommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, dass ich da kurz sprechen kann. Und ich möchte sehr gerne anknüpfen an das, was Irena Bela jetzt gesagt hat. So ist es schön. So sind wissenschaftliche Daten. Und dann kommt die Politik. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden zwischen wissenschaftlichen Daten und Politik. Und das ist, was ich versuche zu machen. Wie kann man das den Fachpersonen und der Bevölkerung erklären, dass sie noch einigermaßen rauskommen. Ich mache ganz kurz und es geht ganz schnell.
Wir haben mRNA-Impfstoffe und das haben Sie gehört, die sind extrem gut wirksam. Und zwar für gesunde Junge und für kranke Alte und für Komorbide, außer die Immundefizienten. Und was Ihnen gezeigt hat, das gibt ganz gute Antworten. Und wichtig ist, wie lange bleibt diese Antwort? Und wie ist sie für die Varianten? Und wenn wir das hier ansehen, das ist die Strategie und das ist mein Mantra. Und wir kommen nicht weiter, wenn wir die vergessen. Es geht darum, die schweren Infektionen, die Hospitalisationen und die Todesfälle zu vermeiden. Und damit verbunden ist die Kapazität der Gesundheitsversorgung. Das ist hochaktuell im Moment und das ist seit einem Jahr, was wir sagen und was wir folgen. Und dann kommt die Reduktion der negativen Auswirkungen auf die Pandemie. Das gehört auch dazu, aber das ist das dritte Ziel. Und weniger eng, solange die Bevölkerung einigermaßen mitmacht. Sie sehen hier die erste, zweite, dritte, vierte Welle, die Hospitalisationen und der Pfeil ist dort, wo die Impfungen gekommen sind. Und jetzt geht es da hinten wieder ein bisschen nach oben, aber das hat schon wie ein kleines Häkchen, wenn man optimistisch sein will dort. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Oder ob das so bleibt. Aber das ist das essentielle Ziel. Und ich komme darauf zurück, wenn das nicht, wir haben die Strategie geändert. Bis jetzt haben wir strikte gesagt, wir wollen schwere Krankheitsfälle vermindern. Jetzt, seit etwa einem Monat, sagen wir kommen nicht durch diese Welle hindurch, wenn wir nicht auch die Zirkulation beeinflussen. Das ist ein Strategiewechsel zur Bekämpfung der Pandemie und nicht zum Schutz des Einzelnen vor schwerer Erkrankung. Und jetzt hat das eigentlich gut funktioniert. Irene hat das auch schon gesagt. Und dann haben wir einen Switch gehabt von Alpha zu Delta. Das ist zwar auch ein SARS-Coronavirus 2, aber das ist extrem viel ansteckender. Etwa so wie Windpocken, um das ganz einfach zu sagen. Und das hat die ganzen Berechnungen über den Haufen geworfen. Und vielleicht werden sie jetzt mit dem Omikron noch einmal über den Haufen geworfen. Das wissen wir noch nicht so genau. Ich mache das ein bisschen anders dargestellt. Das ist ein altes Bild, aber ich finde das einfach zum Erklären. Sie sehen hier drei Populationen, England, Schottland, Kanada und Israel. Und Sie sehen hier schwarz Schutz, also Durchbruchsinfektionen und Schutz bei Alpha schwarz und bei Delta rote Dreiecke. Und was wesentlich ist, ist der Schutz vor schweren Infektionen, das ist August in Israel, bleibt erhalten, aber nicht der Schutz vor jeglicher Infektion und vor milden Infektionen. Und da kommt die Zirkulation her. Und das ist wesentlich und das ist immer noch nicht falsch, auch heute nicht. Es gibt einfach eine weitere zeitliche Dynamik. Dann kommt diese Publikation von Goldberg, die ganz lange Preprint war und schlussendlich dann erschienen ist. Und was Sie hier sehen, sind oben alle Infektionen und unten die schweren Infektionen. Und was Sie auch sehen, ist, dass es eben zu Durchbruchsinfektionen kommt und dann die dunklen Balken, das ist lange seit der zweiten Impfung und je heller, umso kürzer seit der zweiten Impfung. So ist diese Grafik aufgebaut und was man hier sieht, es kommt früher zu Durchbruchsinfektionen, die nicht so schwer sind und es kommt später und ausschließlich bei den über 60-Jährigen zu schweren Infektionen eben etwa 6 Monate nach der zweiten Impfung. Das ist vorwiegend, das ist Alpha und Delta gemischt in Israel zu dieser Zeit, schon ziemlich viel Delta. Und wenn man das dann anschaut, sehen wir auch bei Severe Disease immer noch bei über 60-Jährigen einen Schutz von 85% statt 95%. Der ist nicht weg, er ist nicht mehr voll da. Und jetzt sehen wir das da, das kennen Sie alle, das ist von gestern, ich habe kein neueres noch gefunden. Und was Sie hier sehen, sind einfach in der Schweiz sind immer noch die meisten Personen, die hospitalisiert werden, sind ungeimpft. Das ist die blaue Linie und die grüne Linie sind die Geimpften. Und einfach um das in ein richtiges Licht zu setzen, das wird sich ändern in der nächsten Zeit. Aber die 15% Ungeimpften machen 85% der Hospitalisationen aus, wenn man diese Grafik anschaut. Und ich möchte einfach, das ist das Problem, das wir haben. Und darum wird auch diese Welle so hoch. Und bevor ich jetzt auf den Booster komme, müssen wir immer das nicht vergessen. Wir können das kaum beeinflussen, aber das ist das Problem.
Und da sehen Sie die neuesten Impfzahlen der letzten Tage gemäß BAG-Dashboard. Und Sie sehen hier, dass es einfach immer noch zu viele Ungeimpfte gibt. Und Sie sehen oben rechts, dass die älteren Gruppen sind, die eigentlich gut geimpft, und die punktierten grünen Felder sind die verabreichten Boosterimpfungen in dieser Altersgruppe. Das geht jetzt da vorwärts, aber es muss auch da rasch vorwärts gehen. Das da ist wissenschaftliche Taskforce des Bundes, ein kompliziertes Dia, und was das zeigen soll, ist, nimmt der Schutz der Impfung ab bei den Hospitalisierten, aufgegliedert nach Altersgruppen. Grün sind die Jüngeren und blau sind die Älteren, und dann sehen Sie das jeweils nach Monat, und Sie sehen, dass da bis jetzt gibt es vielleicht vorübergehend im Oktober bei den Älteren einmal eine Altersgruppe unter 90% und sonst nichts. Und das ist wissenschaftliche Taskforce, Auswertung der national gemeldeten Daten. Ich komme trotzdem zum Booster. Wir haben den empfohlen, und dieser Booster wird zuerst den über 65-Jährigen empfohlen. Das ist die Evidenz. Bei den hier genannten ist es ganz speziell, gilt unterdessen für alle. Man macht das mit dem gleichen Impfstoff wie die Primo-Vaccination, die Grundimmunisierung. Bei Moderna ist es eine kleinere Dosis. Man kann auch Mix-Match machen, man kann auch hier wechseln, wenn das unbedingt gewollt ist oder organisatorisch nicht anders geht. Das ist noch einmal, BAG, sind die Fallzahlen und das ist die erste, zweite, dritte, vierte Welle. Und was man sieht, die verschiedenen Farben sind die verschiedenen Altersgruppen, und mit jeder Welle wird der Peak eine jüngere Altersgruppe. Jede Welle verschiebt sich zu jüngerem Alter. Das ist auch ein Effekt der Impfung, und wir sehen, dass jetzt die Jungen unter 30-Jährigen hier die wichtigste Rolle spielen, und es gibt einen extremen Anstieg der Fallzahlen und einen weniger ausgeprägten Anstieg der Hospitalisationszahlen. Das ist wegen der Impfung. Unter 65 und Impfen, das ist jetzt ja allen bekannt. Ich möchte noch einmal sagen, der kritische Wechsel und die essentielle Message ist, mit dem Booster für die unter 65-Jährigen verlassen wir die Strategie, nur den Schutz vor schwerer Erkrankung zu verfolgen, sondern zur Bewältigung der Pandemie impfen wir auch die unter 65, boostern wir auch die unter 65-Jährigen gegen milde Infektionen, wenn sie im Spital oder im Gesundheitswesen arbeiten, damit sie nicht ausfallen. Man kann das ruhig so offen so sagen, das ist essentiell im Moment. Und wenn wir denen eine Impfpflicht auferlegen, dann gehen sie sowieso. Das nützt gar nichts. Aber wir können sie versuchen, dass sie eine Boosterimpfung akzeptieren, wenn sie das wollen. Auch da gibt es keine Pflicht. Und wir wollen mit der Reduktion der milden Infektionen die Viruszirkulation vermindern, damit weniger Ungeimpfte und sehr Vulnerable ins Spital gehen müssen. Ich möchte etwas noch sagen, das ist, denke ich, wichtig für die, hat jetzt nichts mit dem Booster per se zu tun, sondern generell. Wir haben vor einer guten Woche mehr mit einer Medienmitteilung als anders kommuniziert, dass wir präferenziell in der Schweiz für unter 30-jährige Personen den Impfstoff von Pfizer-BioNTech, also Comirnaty, empfehlen und nicht moderner Impfstoff. Man kann den verwenden, es ist überhaupt keine Kontraindikation. Warum? Wir haben gesehen, dass es bei Covid und nach anderen Virusinfektionen Myokarditiden gibt. Das ist lange bekannt. Covid macht relativ viele Myokarditiden, die sind am häufigsten bei den jungen Menschen. Und eigentlich häufiger bei Männern als bei Frauen. Und das ist auch so nach Impfung. Die sind seltener nach Impfung als nach Infektion. Aber es gibt sie, und die werden genau ausgewertet. Und auch da sieht man einfach einen 2- bis 3-fachen Unterschied in dieser seltenen Häufigkeit im Vergleich zwischen Moderna und Pfizer-Impfstoff. Und darum kommt, um transparent zu sein, um Vertrauen zu erhalten, kommt diese ein bisschen schwierige Message. Aber wenn jemand unbedingt will, kann er gerne Moderna haben. Das Risiko für eine Myokarditis ist ganz klein. Man kann auch wechseln. Moderna Geimpfte mit Pfizer-Boostern oder nach der ersten Dosis Moderna die zweite Pfizer geben. Das ist Off-Label, aber das wirkt. Letzter Punkt, ganz kurz, die Kinder. Wir haben bei den Kindern, es kommt die Impfung der Kinder. Das wird diskutiert, das wird schneller kommen, als man denkt. Und was ich hier zeigen will damit ist,
Die Kinder haben ganz hohe Fallzahlen, bestätigte Fälle und sie haben die absolut tiefste Hospitalisationsrate. Und das sind die aktuellen BAG-Zahlen und das zeigt das hier. Das Kind mit Covid geht nicht ins Spital. Und das stimmt auch bei diesen Fallzahlen. Wir haben wahnsinnig viele positive Tests im CRISPI ambulant jeden Tag und wir hospitalisieren etwa ein Kind. Und meistens mit und nicht wegen Covid. Und die PIMS-Fälle steigen nicht so an, das ist eine Komplikation beim Kind. Deshalb, Krankheitslast ist klein beim Kind, fast nie hospitalisiert. Wichtig sind möglichst keine Einschränkungen für Kinder. Impfung Kinder 5 bis 11 Jahre. Risiko wahrscheinlich extrem klein, extrem emotional. Und wir haben nur ganz kleine Studien, die das zeigen. Jeder Tag, in dem die USA wieder weiter impfen, ist für uns sehr wertvoll, weil wir da Beobachtungsdaten bekommen. Die sind unterdessen bei etwa 4 Millionen. Ziel der Impfung ist vielleicht Verhinderung von ganz seltenen Komplikationen, vielleicht Schützen von ganz Vulnerablen und allenfalls der indirekte Schutz, wobei die Transmission hier nicht so eine große Rolle spielt, aber nicht keine. Schlussfolgerung braucht gutes Safety-Profil, weil die Krankheitslast sehr klein ist. Danke vielmals. Vielen Dank an beide Referenten für die fantastischen Präsentationen. Fragen aus dem Publikum oder aus der Chatfunktion? Ich fange mal an aus dem Chat. Hier fragt ein Herr, Durchpuchsinfektionen nehmen bereits 4 Monate nach der zweiten Impfung bei Pfizer mehr als bei Moderna zu. Warum nun also nicht nach 4 Monaten boosten, um die Pandemie positiv zu beeinflussen, nicht erst nach 6 Monaten? Ja, danke für diese Frage. Wir müssen zuerst die boosten und die schwer erkranken, das sind die über 65-Jährigen, und dann, wenn wir, die können einfach nicht alle am gleichen Tag impfen. Und wir müssen die Kapazität hochfahren, aber trotzdem können nicht alle an einem Tag impfen. Also zuerst die über 65-Jährigen und dann die, die mehr als 6 Monate seit der zweiten Impfung haben, haben ein höheres Risiko für Durchbruchsinfektionen als die, die erst 4 Monate haben. Wenn wir dann alle, die 6 Monate haben, geimpft haben, können wir das Intervall verkürzen, aber vorher ist es falsch. Also stimmt die Aussage, dass es mehr Durchbrüche bei Pfizer gibt als Moderna? Ja, das kommt darauf an, auf die Studien, die man anschaut. Aber tendenziell ist es so, dass die zweimal Moderna Geimpften weniger früh und etwas weniger Durchbruchsinfektionen haben. Es macht keinen großen Unterschied bei den schweren Infektionen, aber bei den milden sieht man das ja. Irene, eine Frage für dich. Weiß man etwas von einer Korrelation des Titus bei zweifach Geimpften und Impfdurchbruch? Nein. Die schnelle Frage ist, also die Antwort ist nein. Man hat keine wissenschaftlichen Daten dazu, wie an welchem Titel ein Durchbruch entsteht. Vielleicht eine Anschlussfrage, Irene, von mir. Danke für die sehr schönen Präsentationen. Du hast gezeigt, dass bei Leuten, die genesen sind, die neutralisierenden Antikörper tiefer sind. Du hast aber nicht erwähnt, ob diese Blutentnahmen zu welcher Zeit die erfolgt sind. Sind die beide 6 Monate nach Genesung respektive nach Impfung erfolgt, dass man sie vergleichen kann? Die Daten von uns, die Konvaleszenten, sind noch früher sogar, sind 1 Monat nach PCR. Also eher die frühe Daten im Vergleich zu 1 Monat nach der zweiten Dosis, also eigentlich vergleichbar, oder Peak versus. Und das Problem ist zusätzlich noch, das wissen wir auch, die Antikörperantworten korrelieren stark mit bei Infektionen mit der Symptomatik. Das heißt, wir haben viele milde Verläufe dabei, auch eine so eine heterogene Population gesehen, und bei diesen milden Verläufen, die machen schlechte Antikörper und schlechte Immunität. Dann noch eine Frage für dich, Christoph, führt, oder auch Irene, vielleicht beide zusammen, führt die hohe Zirkulation unter Kindern und Jugendlichen zu Mutationen, Argument für Impfung von Kindern. Und dann noch eine Frage, wie jetzt Non-Covid assoziiert ist mit Infektionen und dass hier die Boosterimpfung vielleicht im besten Fall auch Non-Covid verhindern könnte, um die Boosterimpfung noch früher einzusetzen. Also die Antwort, warum der Booster nicht noch früher, die habe ich schon gegeben. Und das bleibt da gleich zu Long-Covid. Es ist so, dass es auch bei Durchbruchsinfektionen wahrscheinlich auch Long-Covid gibt. Long-Covid gibt es bei
Ungeimpften extrem viel häufiger bei Erwachsenen als bei Kindern. Das ist irgendwo bei 20% versus bei 2%. Und die Abheilung von Long-Covid bei Kindern geht viel schneller. Die Impfung für Personen mit Long-Covid, das ist eine Hypothese. Da kann man sagen, das kann man machen oder das kann man nicht machen. Es gibt keine schlüssigen Daten dazu. Irene, noch die Mutationen. Führt die Zirkulation bei den Kindern und Jugendlichen im dümmsten Fall zu Mutationen und sollten wir deshalb auch die Kinder jetzt beschleunigt impfen? Nein, also die drei Hypothesen von Omikron, wie das entstanden ist. Die erste Hypothese ist halt, in Südafrika hat man es sequenzieren können, aber sehr wahrscheinlich eine Hypothese ist, dass es in Immunsupprimierten irgendwo im afrikanischen Raum mutiert hat, weil die langen Schäden, das sehen wir bei unseren Immunsupprimierten auch, die einfach keine Immunität haben. Die haben eine wirklich lange Zirkulation und machen Mutationen im Patienten. Die zweite Hypothese ist wild. Man hat ja Hirsche sequenziert in den USA und sieht bei den Hirschen, also bei der Wildtierpopulation, auch SARS-CoV-2. Und das sehr wahrscheinlich, dass die eine Hypothese wäre, dass es in der Wildtiermutation der Population mutiert. Aber es ist nicht so, also es hat keine Daten dafür, dass bei den Kindern es mutiert, sondern eher wenn, dann ist es bei Immunsupprimierten oder Halbgeimpften. Und Südafrika hat 24% Impfrate mit schwächeren Impfstoffen. Das könnte auch das sein, was dazu geführt hat. Darf die Impfung ventrogluteal verabreicht werden? Psychologische Gründe? Das darf man schon. Es ist einfach so, ich meine, was man ja sieht, insbesondere bei gesunden jungen Erwachsenen, ist eine ausgeprägte Lokalreaktion. Und ich denke, die Lokalreaktion ist am wenigsten störend am Oberarm. Aber wenn man das, ich würde das deshalb niemals im Oberschenkel machen, sonst müssen die dann 2 Tage liegen. Machen kann man das schon. Es ist nur die Frage, wo ist es am unangenehmsten? Oder am angenehmsten? Ich sehe, es hat noch einige Fragen. Bitte stellen Sie die in der Pause, damit wir weitermachen können. Obwohl es keinen Kaffee gibt, machen wir die Pause etwas kürzer. Aber bitte stellen Sie dort die Fragen. Und mit dem begrüße ich ganz herzlich Professor Nicola Müller, der uns einen Blick in die Kristallkugel zu respiratorischen Viren und SARS-CoV-2 geben wird. Vielen Dank. Danke, Annelies. Ja, danke. Jawohl, die Kristallkugel, genau. Meine Aufgabe war es, sozusagen in die Zukunft zu schauen. Das ist ja ein Hobby von vielen geworden in dieser Pandemie. Und es geht vor allem um die respiratorischen Viren. Und ich habe mich dann ein bisschen gefragt, was weiß man eigentlich über die Zeit vorher? Das haben Sie schon eingestellt, weil ich möchte Sie nämlich jetzt einmal schon fragen, wie lange dann nach Ihrer Ansicht die Pandemie dauert. Ein Jahr ist bereits falsch, das kann ich Ihnen verraten. 2 Jahre für die Schweiz so knapp, 3 Jahre, 4 Jahre, das ist nach oben offen. Ich habe die Umfrage gestartet, Sie können einfach abstimmen. Und dann werde ich ganz kurz warten und werde dann die Umfrage irgendwann stoppen. Das nimmt mich dann Wunder. Ich habe immer behauptet, es ginge 2 Jahre. Ich hoffe immer noch, dass ich vielleicht recht habe. Kommt ein bisschen darauf an, wenn man den Beginn der Pandemie setzt. In der Schweiz, der erste Corona-Fall war im Februar 2020. Vielleicht haben wir. Ich stoppe jetzt und zeige Ihnen das Ergebnis. Ah, nach oben offen, 4 Jahre. Also doch ein gewisser Pessimismus, dass es noch länger dauern könnte. Es wird sicher mit uns bleiben, das ist keine Frage. Nun, ich habe ja so eine Kristallkugel nicht zu Hause. Was macht man heute? Man geht ins Internet natürlich und da gibt es ganz viele Angebote. Das ist eine Wahrheitskugel. Sie sehen hier, man kann auch ohne Anmeldung hier hineingehen. Da habe ich das gemacht, man kann da draufdrücken und dann gibt es so 2, 3 Bilder und dann taucht da irgendwo am Schluss solche Personen auf. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheitssagenden ist. Und dann kommt die Message. Und die Message für mich war, das Universum kann sich günstig auf dein Schicksal auswirken. Das fand ich super. Dann habe ich natürlich noch versucht, so Stichworte zu geben, SARS-CoV-2, Covid und so, respiratorische Infekte. Das ging irgendwie dann nicht so gut. Also ich habe das dann gelassen, aber es gibt extrem spannende Daten. Ich gehe mit Ihnen ganz kurz da durch. Das ist ein Lehrspital in Großbritannien und das sind Kinder.
0 bis 3, 4 bis 11, 12 bis 15 Jahre, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Und diese grauen Balken zeigen eigentlich die Phase der Pandemie und zeigen ein bisschen da, wo es ein bisschen dunkler ist, man sieht es nicht so gut, wo die Maßnahmen strenger waren und wo sie etwas weniger streng waren. Und Sie sehen natürlich vor der Pandemie die üblichen saisonalen Verhaltensweisen der Viren. RSV kennen Sie bestens. In der Pandemie war das völlig null, ist dann explodiert. Am Schluss, das komme ich noch kurz auf die Schweizer Daten zurück. Rhinoviren sind spannend, die waren immer ein bisschen da und auch während der Pandemie eigentlich immer so. Die gingen nie wirklich weg. Influenza gab es praktisch nicht in dieser Zeit. Adenoviren ist wahrscheinlich etwas schwieriger vom Übertragungsweg zu sehen, aber da gab es eigentlich auch nach der initialen strengeren Maßnahmen doch einen gewissen Peak. Metapneumovirus war null, eine Nulllinie, Parainfluenza auch praktisch nicht und dann einen großen Peak nachher. Coronavirus, die zirkulierenden, da hat man nicht so einen großen Unterschied gesehen, natürlich SARS-CoV. Also man sieht, dass gewisse Epidemiologien sich komplett verändern und das hat natürlich mehrere Gründe. Ein Grund sind natürlich die Maßnahmen, das ist ja relativ klar, aber es gibt auch extrem spannende Untersuchungen, das ist in vitro jetzt, die gezeigt haben, wenn Sie ein respiratorisches Epithel mit Rhinoviren infizieren, dann gibt es eine Reaktion in diesen Zellen. Insbesondere werden interferonstimulierende Gene natürlich angestellt und exprimiert. Und wenn Sie nachher das gleiche Epithel mit SARS-CoV quasi challengen, dann haben Sie praktisch hier überhaupt keine Replikation. Also ein vorgängiger Infekt mit Rhinoviren könnte theoretisch, das gibt keine Zahlen, Daten beim Menschen natürlich in vivo, aber könnte einen gewissen Schutz sicher nur für eine kurze Zeit bedeuten. Man hat das dann nachher auch nochmals indirekt gezeigt, indem man diese Gene inhibiert hat und hat natürlich auch zeigen können, dass wirklich dieser Zusammenhang auch mit dieser Gengruppe hier besteht. Also es gibt schon gewisse, sage ich mal, Wechselspiele zwischen respiratorischen Infektionen, sodass gewisse, sage ich mal, vielleicht Infektionen uns vor einem unmittelbar folgenden Infekt doch vielleicht etwas schützen. Das ist natürlich kein dauernder Schutz. Die Influenza in der Schweiz, Sie kennen die Daten bestens, das war noch quasi präpandemisch. 1920 gab es diesen Peak und dann hier irgendwo in dieser Woche wurde SARS-CoV bei uns zum ersten Mal diagnostiziert. Deshalb auch die gestrichelte Linie hier. Wir wussten dann gar nicht mehr, das sind ja nicht nachgewiesene Influenza-Fälle, sondern das sind klinische Verdachtsfälle. Da wusste man dann nicht mehr, was es genau ist. Das nächste Jahr, 2021, hatte man ja hier doch so eine Art, so einen gewissen Druck, würde ich mal sagen. Dann sind die Maßnahmen relativ ja streng gekommen. Sie mögen sich erinnern, vor einem Jahr, und dann war es praktisch eine Nulllinie für Influenza, wie wir in vielen Orten gesehen haben. Und jetzt wird es spannend sein, dieses Jahr hier, 2021, wir sind immer noch unter der sogenannten endemischen Grenze. Und ja, wir kommen dann darauf zurück. Nimmt mich dann Wunder, was Sie denken, weil wenn wir hier einen Blick in die Kristallkugel werfen, dann spielt das doch eine gewisse Rolle, wie stark die Grippeepidemie auch sich abspielt. Natürlich gibt das einen zusätzlichen Druck für Sie in der Praxis, für uns im Spital und so weiter. Aber wird das stattfinden, ist ja oder nicht, ich weiß es nicht. RSV habe ich Ihnen gezeigt, diese englischen Daten, das ist mega interessant und das sind jetzt wirklich sehr zuverlässige Daten auch in der Schweiz. Man sieht in der Saison 2016 bis 2020 die Saisonalität, das war immer ganz perfekt, man konnte das wirklich voraussagen. Gewisse Saison etwas mehr, andere Saison etwas weniger, aber der Zeitpunkt war immer klar. Nulllinie 2021 und dann dieser Peak, den wir hatten, der Christoph kann das bestätigen, das war eindrücklich, so richtig kurz und heftig sozusagen und dann wieder weg. Also die Maßnahmen, die wir machen, die verschieben schon diese ganze normale Epidemiologie relativ stark. Und das ist vielleicht auch teilweise etwas, was Sie vielleicht bei sich in der Praxis beobachten. Ja, vielleicht noch die Frage so einfach zwischendurch kurz. Ich starte die Umfrage gerade. Werden wir im Winter in Gesundheitseinrichtungen in Zukunft immer Masken tragen? Wenn man das jetzt sieht, oder die Grippe ist wahrscheinlich ja nicht nur durch die Masken. Es gibt natürlich alle anderen Maßnahmen. Die Leute kommen nicht so zusammen und so. Das ist natürlich alles wichtig. Aber nämlich Wunder, denken Sie, dass das sich so etablieren wird? Das ist jetzt mehr so eine Gewunderumfrage sozusagen. Weil wir hatten ja früher auch schon zum Teil so kurzfristige RSV-Ausbrüche, zum Beispiel auf unser Stammzellambulatorium. Ich zeige Ihnen mal das Ergebnis. Ja, doch
mehrheitlich ja, muss ich sagen. Also nein, ja, das ist noch kompliziert dargestellt, muss ich sagen. Ja. Das ist noch schwierig, was das genau bedeutet. Also ich würde jetzt sagen, das da ist ein Fünftel. Ja. Ja, nein, ja, also eher ja. Ja, ich denke, wahrscheinlich wird sich das bis an einen gewissen Grad durchsetzen müssen. Und nun, wie sieht das in der Schweiz aus? Wie hat das in der Schweiz ausgesehen? Und da möchte ich, und da gibt es sicher unter Ihnen solche, die haben an unserer General Practitioner Studie mitgemacht. Das ist ja wirklich, ich finde das immer noch faszinierend. Und zwar war das eine Studie, die wir vor Covid schon konzipiert hatten. Da kommt jemand zu Ihnen, immungesund, mit einem respiratorischen Infekt. Und sie machen das, was sie immer machen. Sie machen eine kurze Anamnese. Sie beurteilen den Patienten klinisch und entlassen ihn nach Hause. Mit oder ohne Antibiotika, je nachdem, wie Sie das beurteilen. Und zusätzlich haben Sie bei diesen Patienten noch einen Abstrich gemacht. Und in diesem Abstrich haben wir heute die Möglichkeit, mit neuen diagnostischen Verfahren alle viralen Sequenzen zu messen. Und das ist natürlich nicht ein Point-of-Care-Test. Den haben Sie nicht innerhalb von 5 Minuten, leider, sondern der kommt erst etwas später. Wir haben dann diese Analyse gemacht. Wir haben das dann den Patienten zurückgemeldet, auch Ihnen zurückgemeldet, mit dem Patienten telefoniert und geschaut. Und das hat uns natürlich eine gewisse Übersicht gegeben über die Epidemie. Wir konnten dann am Schluss 267 Patienten auswerten. Es waren etwas weniger waren Männer, 39 Jahre alt. Die meisten hatten in der Praxis dann kein Fieber mehr. Etwa 12% waren Grippe geimpft. Und das waren alle Viren, die wir gefunden haben. Man hat bei etwa einem Viertel der Patienten gar nichts gefunden. Respiratorischer Infekt war das bei ihnen. Man hat bei etwa 50% ein Virus, aber auch mehrere virale Sequenzen gefunden. Das ist ein wirkliches Sammelsurium. Und wenn ich jetzt nur die Viren Ihnen zeige, die für uns respiratorische Infektionen machen, dann sehen Sie etwa die Verteilung. Also etwa in der Hälfte hat man respiratorische Viren gefunden. Epstein-Barr, da kann man, ja natürlich, ja, das kann man auch als respiratorisches Virus. Dann die üblichen Coronaviren. Wir konnten aber auch sehr früh die ersten SARS-CoV-2-Patienten damit dann sozusagen herausfischen. Dann Parainfluenza, Rhinoviren, Influenzaviren. Und ich glaube, das Spannendste ist die Verteilung, oder? Sie sehen, das ist jetzt 2019 und 2020, also hier irgendwann kommt dann SARS-CoV-2, da hatten wir noch, und das entspricht ja auch dem, was Sie gesehen haben vorher, hatten wir noch einige Patienten, die hatten dann effektiv Influenza. Und das ist dann verschwunden. Influenza haben wir dann gar nicht mehr natürlich diagnostiziert. Natürlich gab es hier auch etwas weniger Patienten. Und wir bedanken uns noch speziell dafür, dass Sie auch in dieser schwierigen Zeit dort, wo ja zum Teil dann die Leute nicht gekommen sind, trotzdem an der Studie mitgemacht haben. Aber wir konnten relativ früh auch die ersten SARS-CoV-Fälle. Und das gab es natürlich auch bei Ihnen in der Praxis einige. Das sind jetzt wirklich Praxen im Kanton Zürich im Wesentlichen. Spannend, die Rhinoviren, auch wie wir das gesehen haben, auch bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen, trotz der Maßnahmen, das waren relativ stringente Maßnahmen, haben immer etwas zirkuliert. Und Rhinoviren, das ist einfach die Erfahrung, die Sie machen, die wir machen können, eben trotzdem zum Teil relativ deutliche und erhebliche respiratorische Infektionen machen. Also das zeigt uns einfach, dass sich nicht alle Viren die Epidemiologie verändert, aber bei gewissen ist das der Fall. Was kann man daraus lernen? Es ist ein komplexes Wechselspiel zwischen den Maßnahmen, dem epidemiologischen Auftreten, das wir schon kennen, von Viren mit gegenseitiger Beeinflussung unter Umständen. Was sind Sachen, die, wenn ich jetzt das sozusagen auf Concern nennen kann, wie wir die Varianten auf Concern haben, wie wird sich die fehlende Exposition der Bevölkerung mit respiratorischen Viren auswirken? Gibt es eine Art Schutzproblem mit der Zeit? Gibt es diese Gefahr von Ausbrüchen, wenn nicht geschützte Populationen plötzlich wieder exponiert sind? Wir haben den Eindruck, dass es mit RSV vielleicht etwas passiert ist. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass respiratorische Infekte möglicherweise vor Folgeinfektionen schützen können. Aber das ist jetzt im Menschen noch nie so gezeigt worden. Ich komme zur letzten Abstimmung. Wie wird die Grippesaison 2021-2022? Wird sie nicht stattfinden? Wird sie abgeschwächt stattfinden? Oder wird das eine normale Grippesaison mit einem schönen Peak in Woche 5 oder 6. Jetzt nach dem, was Sie gesehen haben und nach dem, was Sie jetzt auch in den letzten Tagen erfahren haben an Maßnahmen, nimmt mich das Wunder, wie Sie das sehen. Ich warte noch kurz. Gut, ich werde die Umfrage stoppen.
Die meisten denken, es ist eine abgeschwächte Grippesaison. Und ich muss Ihnen sagen, das ist auch meine Voraussage, da bin ich ziemlich überzeugt. Gerade jetzt, wo wegen Omikron auch die Maßnahmen wieder verschärft wurden. Ich denke, wir werden eine sehr abgeschwächte Grippesaison haben. Das wird uns etwas wahrscheinlich noch entgegenkommen. Die Frage wird natürlich dann sein, wenn dann wirklich die Öffnungen wieder auch stattfinden können, auch mehr in der Winterzeit und sich nicht mehr Leute impfen, wie dann die Grippesaison in dieser Saison sich abspielen wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Nicola. Wir werden dann im nächsten Symposium auf deine Vorhersage zurückkommen und schauen, wie gut deine Künste sind. Fragen zu diesem Thema? Vielleicht bis die erste Frage ist, also dein Blick in die Kristallkugel scheint erfolgreich gewesen zu sein, weil es gibt hier im Chat keine Fragen. Aber du hast ja erwähnt, dass eben diese Kreuzschutz allenfalls besteht bei respiratorischen Infekten gegen andere. Und das finde ich noch spannend. Und Irene, ich frage jetzt dich, wir haben das ja angeschaut in einer Studie mit den zirkulierenden Coronaviren. Magst du da kurz diese Daten kommentieren? Ja, was wir zeigen konnten, ist, dass wir haben Patienten verglichen, die eine gute Antikörperantwort haben auf die zirkulierenden SARS-Coronaviren, also nicht SARS-CoV, und haben angeschaut, wie das prognostisch sich auswirkt auf eine SARS-CoV-2-Infektion, auf eine Hospitalisation mit SARS-CoV-2 oder einen IPS-Aufenthalt. Und kurz gefasst haben wir gesehen, dass die, die eine gute Antikörperantwort auf die anderen endemischen Coronaviren haben, auch weniger häufig hospitalisiert werden und auf der IPS landen. Das heißt, dass die Kreuzreaktivität mit den endemisch zirkulierenden Schnupfenviren uns eventuell doch schützen könnten vor einem schweren Verlauf. Wobei, das sind natürlich ähnliche Viren, oder? Also das ist dann eine richtige Kreuzimmunität sozusagen. Was ich gezeigt habe, ist mehr so eine Art Priming. Das ist mehr die Innate Immunity, die angeborene Immunität, die etwas hochgefahren wird und dann einfach so ein bisschen hochgefahren ist, wenn die nächste Infektion kommt. Das ist natürlich kein anhaltender Effekt hier bei dieser Situation. Nur noch ein Kommentar zu, was Irene gesagt hat. Eine mega spannende Frage wird sein, ob wir die zirkulierenden Age-Covs boosten können mit unseren Impfungen. Das werden wir natürlich anschauen. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage an Nicola. Wie läuft es weiter? Ihr habt das ja fantastisch aufgesetzt. Auch hier eine schöne, wirklich fantastisch die Zusammenarbeit vom Zentrum mit Ihnen. Ohne Sie wäre diese Studie nicht möglich gewesen. Wie geht es weiter? Die Studie ist abgeschlossen jetzt. Wir werten sie aus, also wir haben sie ausgewertet. Wir haben natürlich auch ein bisschen geschaut, wie viel Antibiotika wurde gegeben. Sehr wenig natürlich. Oder es waren natürlich, Sie wissen ja, was Sie machen. Ja, natürlich. Und ich meine, wir haben auch in der Deutschschweiz ja einen Antibiotikaverbrauch in der Ambulanz, die ja sensationell ist. Auch im europäischen Vergleich, das muss man immer wieder sagen, das ist ihre Leistung. Das ist wahrscheinlich zu klein die Zahl, um das zu beurteilen. Aber es geht ein bisschen darum, auch als Feedback, oder? Und natürlich die Idee, der Traum wäre, einen raschen Test zu haben, um im Einzelfall wirklich früh sagen zu können, okay, das ist eine Influenza, das ist vielleicht ein anderes Virus, und dann wäre man noch sicherer, dass man dort auch, sage ich mal, zum Beispiel antibiotisch nichts machen muss, man kann den Patienten anders beraten, aber das ist doch ein bisschen Zukunftsmusik. Ganz herzlichen Dank, Nicola. Mit dem machen wir weiter und es geht in die spitalhygienischen Maßnahmen. Was haben wir gelernt? Lessons learned aus spitalhygienischer Sicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Annelies. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Walter Zink und ich werden erzählen, was wir im letzten Jahr gelernt haben. Wir haben einiges schon gewusst, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber auch vieles dazugelernt. Und uns von der Spitalhygiene, wir haben eigentlich ein großes Ziel während dieser ganzen Covid-Pandemie gehabt, nämlich, dass wir unsere Patienten, unsere Mitarbeitenden und unsere Besucher schützen davor, dass eine SARS-CoV-2-Infektion passiert im Spital. Sie haben das gleiche Ziel in der Praxis. In der Bevölkerung haben wir das Ziel natürlich auch. Und es gibt verschiedene Faktoren, die wichtig sind, wenn es um Übertragungswahrscheinlichkeiten geht. Es ist wichtig, wie wird die Erkrankung übertragen. Es geht um die Erregerlast, die ein infizierter Patient hat, um die infektiöse Dosis, auch um die allenfalls vorhandene Immunität beim exponierten Patienten oder bei der exponierten Person
und um Schutzmaßnahmen, die allenfalls angewendet werden. Das sind einige der Faktoren, die wichtig sind. Es gibt noch viele weitere, aber zu diesen fünf werden wir kurz einen Rückblick machen, was wir im letzten Jahr gelernt haben. Und ich übergebe Walter Zink, um etwas zu sagen über die Übertragungswege. Ja, vielen Dank. Vieles ist besprochen worden. Zu Beginn, mögen Sie sich erinnern, Pandemie. Der Traum meines ehemaligen Chefs in Genf wäre gewesen, wenn die ganze Pandemie allein mit Händehygiene beherrschbar gewesen wäre. Dem war leider nicht so und Masken waren eben doch trotzdem gefragt, was dann zu ein neues Kapitel aufgeschlagen hat, nämlich in der Diskussion der Aerosole versus Tröpfchen. Für uns, der Spitalhygieniker, war die Welt in Ordnung vor der Pandemie. Es gab Tröpfchenübertragung, es gab Aerosolübertragung und da konnten wir sagen, 1,5 Meter für die Tröpfchen und alles, was drüber ist, ist Aerosol. Und wir mussten also schon eine Lernkurve machen. Ich möchte Ihnen einige Dias zeigen, zum ersten Mal, wo man die Viren überhaupt findet. Das ist eine Studie aus Singapur und hier repräsentativ 3 Patienten. Da hat man gemessen, was man in der Luft findet und auch um die Patienten herum. Hier jetzt nur, werde ich jetzt im Moment jetzt nur über die Tröpfchen und Aerosole sprechen. Der erste Patient am 9. Tag der Erkrankung ist symptomatisch, hat einen CT-Wert von 33 und man hat nichts in der Luft gefunden. Dann der zweite Patient, am 5. Tag krank, ebenfalls symptomatisch, hat aber tiefe CT-Werte, also scheidet relativ viel Virus aus. Und da hat man gefunden, etwas mehr größere Tröpfchen, aber, also über 4 Mikrometer und etwas, und dann aber auch kleinere Tröpfchen, die ganz kleinen Aerosole eher nicht. Und dann der dritte Patient, asymptomatisch, etwa im gleichen Range ein CT-Wert wie der zweite Patient. Und da findet man auch Viren. Also man muss aufpassen, man kann es nicht sagen, dass ein CT-Wert über 33 quasi korreliert damit, dass man keine Viren mehr findet in der Luft, weil das hat zum Teil auch methodologische Aspekte bedingt durch die Sensitivität des Tests. Aber es zeigt doch etwas, dass eben das, was man ausscheidet, eben auch ein, oder die Menge, die man ausscheidet, eben auch einen Effekt hat, was man dann in der Luft findet oder in den Tröpfchen. Ich meine, das Virus, das wissen Sie alle, das ist nicht einfach nackt in der Luft, sondern die sind immer Teil eines Tröpfchens. Und die Tröpfchen, die evaporieren relativ schnell. Nun, aber zurück zu diesem Problem der Aerosole und der Tröpfchen. Ein Aerosol sind einfach auch kleine Tröpfchen, die sind einfach so klein, einige wenige Mikrometer, dass sie eben in der Luft schweben. Und die großen Tröpfchen, oder die halt fallen dann tendenziell eben zu Boden. Aber auch das, das ist nicht ein schwarz-weiß Phänomen, sondern das ist auch graduell. Nun, wie präsentiert sich das hier auf diesem Dia, das Reden? Und Sie sehen hier beim Reden, hier sehen Sie den Durchmesser der Tröpfchen und hier, wie viele Partikel ausgeschieden werden. Und Sie sehen, das ist ein Unterschied, ob man laut spricht, ob man leise spricht oder ob man praktisch nicht spricht. Aber was Sie eben auch sehen, ist, dass der Mittelwert oder das Gros, die Verteilung ist ungefähr um 1 Mikrometer. Und das sind ja doch relativ kleine Tröpfchen. Also das eher eigentlich schon im Aerosolbereich, dass eben diese Tröpfchen dann in der Luft schweben. Und dann hängt das natürlich auch zusammen, wie wir sprechen. Die Konsonanten, die scheiden natürlich mehr Tröpfchen aus als die Vokale. Und das Englische ist wahrscheinlich der König der Konsonanten und scheidet dementsprechend eben sehr viel aus, wie Sie das hier sehen, oder? Oder? Und dann hier haben Sie das gemessen. Das ist natürlich schon ein Problem, wenn man sich eben vor Covid dann schützen möchte. Wie sieht das aus beim Husten? Beim Husten ist es so, dass es auch eine Verteilung ist. Da shiftet das eher dann ein bisschen zu den größeren Tröpfchen und da sind wir dann langsam im Bereich von effektiven Tröpfchen, dass eben auch die Tröpfchen dann irgendwann mal zu Boden fallen und nicht nur Aerosole haben. Da ist nicht 10-mal mehr, also so in der Größenordnung von 10 Mikrometern. Und jetzt meine Frage, wie sieht das denn aus in der Oper? Die meisten, wenn Sie jetzt einen Bariton, Tenor, Alt, Sopranistin vor sich haben, was denken Sie, wie viel scheiden die aus? Je nachdem, ob Sie Piano, Mezzoforte oder Forte singen. Scharten, Entschuldigung, excuse me. Ah, einfach so.
Okay, Ergebnis anzeigen. Ah, ja. Ah, okay. Okay, ja, die meisten denken, es trifft alles zu. Ja, es ist tatsächlich so, dass alles zutrifft. Sie sehen hier, dass natürlich die Sopranistinnen, wenn sie Forte singen, am meisten ausscheiden. Trotzdem, man sieht hier einen Gradient. Man muss allerdings sagen, dass der Bariton etwas weniger ausscheidet, aber man hat schon effektiv den Eindruck, dass der Bariton einfach kein Piano kann. Und insofern natürlich wir auch relativ auf der sicheren Seite sind im Publikum. Und damit gebe ich weiter an Arin. Gut, ich wäre wahrscheinlich alt, aber ich bin nicht sicher. Also es geht, die zweite Variable, die wichtig ist, um Übertragungswahrscheinlichkeiten abzuschätzen, ist die Viruslast, die ein Patient ausscheidet, wenn er erkrankt ist oder positiv testet. Und da komme ich nicht umhin, Ihnen nochmal diese Grafik zu zeigen. Im Dezember letzten Jahres waren wir noch nicht konfrontiert mit Varianten. Alpha hat uns dann im Frühling eingeholt und während einem halben Jahr dominiert, und dann im Sommer 2021 kam die Delta-Variante, die weiterhin aktuell die vorherrschende Variante ist. Und die ist wichtig, weil sich nämlich in den allermeisten Studien, die man liest, die Viruslast abhängig auch ein bisschen ist von der Variante, mit der Patient infiziert ist. Und Sie sehen hier an einer Studie aus Singapur gut 800 Patienten, wobei die meisten hier symptomatisch waren, dass Patienten, die mit einer Delta-Variante infiziert waren, doch signifikant mehr Viren ausschieden als Patienten mit einer Alpha-Beta- oder Wildtyp-Variante. Das war zu Beginn der Erkrankung so und blieb auch so über die Zeit der Erkrankung. Und zum Beispiel die mediane Dauer, bis ein CT-Wert von unter 30 erreicht wurde, war für Patienten mit Delta 18 Tage, wohingegen sie bei Wildtyp-Infizierten bei 13 Tage lag. Und es ist auch relevant, ob jemand geimpft ist oder nicht. Das sind jetzt Daten von Patienten, die an einer Delta-Virus-Variante erkrankt sind. Sie sehen hier, dass am Anfang der Erkrankung sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte eine hohe Viruslast hatten, und zwar unabhängig davon, ob sie geimpft waren oder nicht. Aber dann zeigt sich, dass so ab circa einer Woche oder vielleicht ein bisschen früher nach Erkrankungsbeginn die Viruslast schneller abfällt bei geimpften Erkrankten im Vergleich zu nicht geimpften. Und hier nur ganz kurz, ich gehe aufgrund der Zeit nicht stark darauf ein. Es ist uns allen, war uns schon und ist uns weiterhin bewusst, dass eine CT, also eine PCR-Positivität, nicht gleichzusetzen ist mit einer Ansteckungsfähigkeit oder einer kulturellen Positivität. Und Sie sehen hier, dass es deutlich länger dauert, bis die PCR negativ wird, als bis die Kultur negativ wird. Damit zurück zu Walter. Ja, die nächste Frage ist der infektiösen Dosis. Wie viele Viren braucht es denn überhaupt für eine Infektion? Also wir wissen es wahrscheinlich noch nicht abschließend. Hier eine doch ältere Studie, ist ein Modell von Kollegen der ETH. Die haben das aufgrund der ersten Wuhan-Daten berechnet. Sie sehen hier verschiedene Kurven. Die Kurven, der einzige Unterschied ist, dass zu dieser Zeit, da waren wir noch am Anfang zur Pandemie, da dachte man, dass die Übertragung über Oberflächen eine größere Rolle spielen würde. Und das hat man dann mit einberechnet, dass es heißt, rot ist über Tröpfchen alleine und blau ist praktisch über Oberflächen alleine. Das, was aber wichtig ist, ist hier, dass Sie eigentlich es hier sehen, ab einem gewissen Moment gibt es diesen exponentiellen Anstieg, diesen Knick des Anstieges, eben in der Übertragung, egal ob jetzt die Tröpfchen oder die Oberflächen eine größere Rolle spielen. Das liegt irgendwo bei rund 10.000 Partikeln. Gut, und wenn wir jetzt die Empfänglichkeit des jeweils Exponierten anschauen, dann möchte ich mit einer Frage starten, ohne dass ich weiß, ob ich sie Ihnen ganz sicher beantworten kann. Stellen Sie sich vor, es treffen sich zwei Personen, die trinken eine Stunde Kaffee miteinander. Es stellt sich dann heraus, der eine davon ist an Covid-19 erkrankt. In welcher Situation ist das Risiko am größten, dass der Kontaktpatient ebenfalls positiv testet? Bei einer Infektion mit Alpha, der Index ist ungeimpft, der Kontakt ebenfalls ungeimpft, Antwort A.
B, Infektion mit Delta, Index ungeimpft, Kontakt geimpft. C, Infektion mit Delta, Index geimpft, Kontakt ungeimpft. Dann stoppen wir die Umfrage und schauen uns die Resultate an. Sie schwanken zwischen A und C. Gut, ich zeige Ihnen eine Studie, die im Preprint erschienen ist, aber ich zeige sie trotzdem, weil ich denke, man kann einiges daraus vielleicht doch ableiten. Es ist eine sehr große Studie aus England, wo 140.000 Kontaktpatienten angeschaut wurden, die Kontakt hatten mit einem Covid-erkrankten Indexpatienten. Es waren vor allem Haushaltskontakte, aber auch Besucher von Haushalten, Arbeitsplatzkontakte und Eventkontakte. Und von diesen 140.000 Kontaktpatienten erkrankten 49% aller Kontakte. Und hier ein großes KW. Diese Studie hat nur die Personen eingeschlossen, die mindestens einmal nach Kontakt eine PCR durchgeführt haben. Also die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ist sicher nicht 49% overall. Also da wird die Secondary Attack Rate überschätzt. Aber ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen die Risiken abschätzen. Hier sehen Sie die Wahrscheinlichkeit einer positiven PCR nach Kontakt. Und wenn wir jetzt mal die Alpha- und die Delta-Variante vergleichen, dann sehen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit etwas höher ist, wenn man mit einer Delta-Virus-Variante Kontakt hatte im Vergleich zu Alpha. Man sieht auch, dass die Impfungen hier unten in Rot und in Blau mit AstraZeneca bzw. Pfizer-BioNTech die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung deutlich reduziert, auch in diesem Real-Life-Setting von Haushaltskontakten. Und zwar Pfizer etwas besser als vektorbasierte Impfstoffe AstraZeneca. Wahrscheinlich Moderna hier im Vergleich zu Pfizer vielleicht noch etwas besser. Und man sieht auch, dass der Impfschutz wahrscheinlich nachlässt über die Zeit etwas, sowohl bei BioNTech als auch bei AstraZeneca-Impfstoffen. Der Impfschutz ist etwa vergleichbar für Alpha und Delta hier. Und es spielt auch eine Rolle, ob der Indexpatient geimpft wird, vor allem bei Alpha hier. Wenn man anschaut, geimpfter Indexpatient, ungeimpfter Kontaktpatient, auch dann wird die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung reduziert bei Impfung des Indexpatienten. Dieser Effekt ist bei Delta deutlich weniger ausgeprägt. Man kann also sagen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit vom Impfstatus der Index- und Kontaktpatienten abhängt, auch vom Impfstoff, von der Zeitimpfung und von der Virusvariante. Damit zuletzt zurück zu Walter. Ja, dann stellt sich die Frage, ja, wie schützen wir uns denn? Und da ist die große Maskendiskussion, da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, ich möchte Ihnen auch nur stellvertretend eine Laborstudie zeigen, wo man mit Dummies gespielt hat, also hier die Person, die das Virus ausscheidet, hier die exponierte Person auf der rechten Seite, eine gewisse Distanz, und dann hat man verschiedene, so sieht das dann in der Realität aus, und dann hat man verschiedene Szenarien durchgespielt mit echten SARS-CoV-2-Viren, und das ist dann das, was herausgekommen ist. Also hier quasi der Schutz, also wenn nur die exponierte Person eine Maske trägt, hier wenn nur die Person eine Maske trägt, die Ausscheider oder Ausscheider, und hier wenn beide Masken tragen. Sie sehen hier in Blau und Braun, das muss Sie nicht verwirren, das ist einfach einerseits Viruskulturmessungen, auf der anderen Seite sind das einfach RNA-Messungen, aber Sie sehen eigentlich schön, dass wenn man hier, dass keine Maske oder Stoffmasken eben weniger schützen, und das wird dann eigentlich besser für die chirurgischen Masken und für die FFP2-Masken. Hier dann noch besser, wenn es eben der Source Control ist, also wenn eben derjenige, der infiziert ist, eine Maske trägt. Darum haben wir ja eigentlich auch das universelle Maskentragen, dass eben alle Masken tragen, dass wir genau die erwischen, die jetzt beginnen auszuscheiden. Und natürlich, wenn beide Masken tragen, ist es im Prinzip dann noch viel besser. Nun, Take-Home-Messages. Das Übertragungsrisiko hängt von verschiedenen Parametern ab. Ich denke, das haben Sie gesehen. Persönliche Schutzmaßnahmen schützen, Maske,
Brille nicht vergessen, Distanz- und Händehygiene auch immer noch aktuell. Dann Virus ist nicht gleich Virus, dennoch sind die persönlichen Schutzmaßnahmen effektiv. Vergessen wir das nicht, dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen durch neue Varianten, weil die Schutzmaßnahmen, dass die Barrieren, die mechanischen Barrieren, die sind dann eben immer noch intakt und das Impfen schützt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Walter und Aline. Fragen aus dem Publikum oder aus dem Chat? Es gab eine Frage aus dem Chat. Also vielleicht erklärt ihr nochmals, was ein CT-Wert ist. Und ich hänge noch eine Frage an. Gibt es irgendeinen CT-Wert, den die PCR ausspuckt, wo ihr davon ausgeht, dass die Infektiosität nicht mehr gegeben ist? Gut, also ein CT-Wert, es ist so, dass wir also jetzt wissen, wie die PCR funktioniert, ist einfach ein Zyklus, dann wird dann amplifiziert und bei jedem Zyklus entsteht mehr Material, das man dann detektieren kann und irgendwann wird eine Detektionsschwelle überschritten und das misst dann einfach, wie viele Zyklen das es braucht, bis diese Schwelle überschritten wird. Und je länger das es braucht, desto weniger Virus ist drin. Also das heißt, je höher der CT-Wert, desto weniger Viren. Jetzt, es gibt da für eine Schwelle es gibt mindestens keinen Konsens. Sie haben gesehen, dass ab bei 33 CT-Wert, dass man jetzt in Singapur keine Viren in der Luft kulturell nachgewiesen hat. Es gibt auch andere Studien, die dann im selben Bereich liegen. Das scheint doch relativ zuverlässig zu sein. Und man kann sich schon auf den Standpunkt stellen, dass irgendwo ab 32 oder sicher ab 35 das Risiko einer Übertragung eingeschränkt ist. Und ich muss sagen, wir benutzen das auch in der Bewertung von Situationen hier im Spital. Aber offiziell gibt es keinen Konsens. Okay, und dann nochmals eine Frage zu einer euren Fragen. Also jetzt möchte nochmals jemand wissen, wann ist jetzt das Übertragungsrisiko höher? Wenn der Infizierte geimpft ist oder der Exponierte? Also das Risiko ist tiefer, wenn der Exponierte geimpft ist im Vergleich zum Infizierten. Soweit man das aus diesen Daten sagen kann. Aber ich denke, das würde ich mal so setzen. Ja. Ganz herzlichen Dank an Walter und Aline. Mit dem gehen wir weiter zu Ulrich Günthert, leitender Arzt bei uns in der Klinik. Er wird uns das Wichtigste in Kürze zu Covid-19-Therapie verraten. Vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich werde... Ein Rückblick geben über die Evolution der Covid-Therapien, was ist entscheidend für den Hausarzt, welche Therapien setzen wir im Moment ein und einen kurzen Ausblick geben. Nun, für mich unterscheidet sich diese fast zwei Jahre, diese Phase in eigentlich drei Phasen. Eine Chaosphase am Anfang, Hydroxychloroquin, Lopinavir, Ritonavir, ein bisschen Tocilizumab, ein bisschen Azithromycin. Warum haben wir das gemacht? Wir haben eine neue Krankheit gehabt, die Leute sind gestorben. Wir haben ein bisschen In-vitro-Daten gehabt von SARS-1 im Prinzip, die gezeigt hat, dass diese Substanzen irgendwo eine gewisse Rolle spielen könnten. Und dann hat es viele sehr schlechte Studien gegeben, die suggeriert haben, dass da was dran sein könnte. Bei uns hat diese Phase etwa, ich sage jetzt mal, einen Monat gedauert, 6 Wochen haben wir wieder aufgehört. Also wir haben das nicht lange gemacht. Nachher kam, aber was wir schon früh gemacht haben, Studien. Also wir wussten, wir müssen was lernen und haben immer versucht, Studien mitzumachen oder selber zu machen. Die erste Evidenzphase, wenn man bei SARS-CoV-2 überhaupt von wirklich Evidenz sprechen kann, kam dann so ab Juli. Da hatten wir die ersten Remdesivir-Studien, Dexamethason kam auf, also jetzt nicht im Juli, aber einfach in diesem Jahr dann, das da folgte. Man lernte, dass Clexane doch wahrscheinlich etwas Gutes ist, da viele Lungenembolien machten. Dann haben wir mehr Studien gemacht. Geht es da nicht auf die Details ein. Dann kam die nächste Phase. Sie haben vielleicht gesehen, Tocilizumab haben wir da verlassen. Jetzt kommt es wieder.
Wir haben dann Remdesivir, Dexamethason, Clexane, Tocilizumab, Casivirimab, Imdevimab, Baricitinib und Sotrovimab. Das sind jetzt unsere Substanzen, mit denen wir intelligent umzugehen versuchen. Weil es ist auch hier noch lange nicht alles schlüssig und wir machen weiterhin Studien. Nun, was ist das Problem an SARS-CoV-2? Oder vielleicht ist es auch gut. Es ist eine Krankheit, die hat ein riesen Spektrum, mild bis tot. Und machen Sie mal intelligente Studien bei einer solchen Krankheit. Und das ist der Hauptgrund, dass wir zum Teil keine besseren Daten haben. Weil wenn man Krut und Rüben mixt, dann findet man häufig eben nichts Gutes heraus. Und gewisse Populationen überhaupt sauber zu definieren, ist brutal schwierig. Also das ist wahrscheinlich das optimale Zeitfenster für Therapie. Früh, also so ab Symptombeginn, bis die Leute bei uns auf der Klinik liegen mit Sauerstoff. Auf der IPS ist es dann irgendwo wieder vorbei, weil da antiviral machen wir da nicht mehr wahnsinnig viel. Und dann natürlich muss man Studien machen, aber das ist jetzt nicht die antivirale, in Anführungszeichen, Studienphase. Und dieses Zeitfenster auch hier ist extrem heterogen und muss genau definiert werden. Noch kurz zum Lebenszyklus. Das ist ein Coronavirus, ein RNA-Virus. RNA kommt rein. ACE-Rezeptor wissen wir jetzt auch schon alle. Dann RNA kommt hier, dann kommt die RNA-abhängige RNA-Polymerase. Da werden dann verschiedene RNA-Spezies gemacht. Hier greift Remdesivir an und auch Molnupiravir, da komme ich später drauf. Der Wirkmechanismus von Remdesivir ist im Prinzip einfach Einbau in die Kette, RNA-Kette, und dann wird das geblockt. Dann Molnupiravir verkrüppelt das Virus bzw. die RNA und führt so zu nicht fitten Viren. Dann der andere Angriffspunkt, Antikörper am Spike-1-Protein, komme ich später noch drauf. Und dann die Zukunft, hoffentlich so gut, wie es jetzt im Moment tönt, Proteaseinhibitor von Pfizer. Da haben wir jetzt auch schon etwas, was da wirken könnte. In der Pipeline gibt es noch mehr. Nun noch kurz zum Spike. Da diese berühmte Rezeptor-Binding-Domain, da greifen unsere Antikörper an und das mutiert eben auch jetzt verursacht zum Teil Probleme, wie wir wissen. Nun, was ist jetzt für Sie als Hausärzte wichtig? Ich denke, das Wichtigste ist herauszufinden, wer überhaupt eine Therapie braucht, weil ich sage jetzt das etwas plakativ, Sie in der Praxis haben noch nichts, das wirklich nützt. Also Sie müssten mit uns zusammenarbeiten. Das Einzige, was wir im Moment haben, ist Sotrovimab. Das ist ein Antikörper von Berinzon entwickelt, UMAPs, gegen SARS-CoV-1 übrigens. Hochinteressant. Konservierte Region in der in Receptor-Binding-Motiv, also in der Receptor-Binding-Domain. Und dann die Regeneron-Antikörper, Casirivimab, Imdevimab. Das ist das, was wir jetzt haben. Natürlich auch Emergency-Zulassung und. Also das ist noch alles nicht in Stein gemeißelt, wie das dann weitergeht. Aber eben eigentlich sollten alle Ärzte, die Covid diagnostizieren, bei einem Patienten überlegen, aha, braucht er jetzt vielleicht eine Antikörpertherapie, ja oder nein? Und was sind da die Kriterien? Lange Listen, BAG, müsst ihr selber lesen. Nein, aber im Prinzip kann man es auch einfach machen. Patienten über 12 Jahre, die Antigentest oder PCR haben, PCR bevorzugen wir natürlich, aus verschiedenen Gründen gehe ich jetzt nicht darauf ein, milde Covid-Infektion, also innerhalb von 5 Tagen müssen die sein, nach Symptombeginn, kein Sauerstoff, nicht im Spital und so weiter. Das ist die ambulante Situation. Dann Risikofaktoren, zum Beispiel Herzinsuffizienz, Status nach Transplantation, Chemotherapie und natürlich Autoimmunerkrankungen und, die ganzen Kataloge. Da müssen Sie dann eben diese Listen anschauen. Bisher waren wir das einzige Spital im Kanton Zürich, das machen durfte oder musste, kann man diskutieren. Wir haben es gern gemacht, aber es ist nicht ganz stressfrei. Und wir haben etwa gleich viele stationäre Patienten behandelt, kommen nachher noch kurz drauf, für Sie ist das nicht relevant. Nun, Dr. Braun hat gerade am Freitag ein neues Formular kreiert mit der Gesundheitsdirektion.
das uns hilft, die Patienten besser einteilen zu können. Die müssen jetzt da nicht ins Detail gehen, das Formular werden sie dann kriegen. Es geht einfach darum, oder? Wir haben ja jetzt auch Geimpfte, die ja, Durchbrüche machen, die können auch schwer erkranken und die können auch Antikörper kriegen. Aber eben, die wollen wir bei denen dann eben messen, um zu sehen, irgendwie eine Risikostratifikation machen zu können, weil wir haben nicht genügend, um einfach alle jetzt voll behandeln zu können. Das ist eigentlich die Idee von diesem Formular, das ein bisschen besser aufzugleisen. Nun, glücklicherweise werden noch einige andere Spitäler folgen, die eben auch diese Antikörpertherapien durchführen. Wann sie das genau tun, ist noch nicht ganz sicher, aber wir schätzen es, das geht wahrscheinlich noch etwa eine Woche. Nun, und dann sollten Sie natürlich dann Ihr Spital anrufen, nicht primär nur uns. Wir machen alles gerne und so weiter, aber eben, es ist nicht ganz ohne. Nun, noch kurz zur Zukunft. Sie haben ja alle aus der Presse gelesen, wir haben diese zwei Medikamente, dann vielleicht, also Molnupiravir, das ist schon näher in der, sag ich mal, im Kommen so. Und dann haben wir das Paxlovid, das ist eben der Proteasinhibitor. Da in den ersten Studien, welche beide vom Data Safety Monitoring Board frühzeitig gestoppt wurden, weil die so wunderbar potent waren, diese Medikamente, hat man bei Molnupiravir 50% Effekt gesehen, um Hospitalisation oder Tod zu verhindern, und bei Paxlovid 89%. Nun, neue Daten, bei Molnupiravir haben das Ganze auf 30% abgesenkt. Und also man muss sich vorstellen, oder eine Reduktion der Hospitalisation oder Tod von 9,7% der Studienpopulation auf 6,8%, das ist dann schon nicht mehr wahnsinnig viel. Müssen Sie für sehr viele Patienten behandeln, um einen Effekt zu haben. Und wie sich das weiterentwickeln wird, ist gut. Also ich finde es persönlich, das ist meine persönliche Meinung, diese DSMBs sollten sich mehr auf die Sicherheit konzentrieren und nicht Studien frühzeitig stoppen, die gepowert sind, um eben etwas zu sehen bei einer gewissen Studienanzahl. Oder das sieht man jetzt einfach wieder wirklich. Und dann wissen wir vielleicht nie recht, was das Medikament wirklich tut. Gut, dann noch kurz zu Omikron. Das haben Sie schon gesehen. Das Virus mutiert, da haben wir eben diese Variante mit 26 Mutationen im RBD-Bereich. Das kann natürlich die Antikörperwirkung auch beeinflussen. Und hier habe ich versucht, eine Tabelle zu machen, ob jetzt diese Mutationen in der Omikron-Variante unsere Medikamente irgendwie beeinflussen. Das Einzige, was es wahrscheinlich tun wird, wird auch von der Firma gesagt, dass Casirivimab im Devimab Wirkung verlieren werden. Wie viel, wissen wir nicht. Es sind zwei Antikörper. Die Firmen, die arbeiten natürlich jetzt rund um die Uhr, um Mutanten zu generieren und so weiter und das zu testen in vitro. Und es sieht so aus, dass so Trovimab da Glück hat. Wahrscheinlich eben, weil es konservierter ist und da nur eine Mutation in der Bindungsstelle hat, jetzt neu. Und das wird jetzt auch getestet. Die anderen werden wahrscheinlich nicht beeinflusst, aber 100% wissen wir es auch noch nicht, weil es gibt natürlich auch Mutationen außerhalb vom Spike. Nun, welche Therapien eben setzen wir im Moment ein? Ganz kurz, im Spital. Remdesivir Dexa setzen wir bei Patienten ein, die kommen mit Pneumonie, Sauerstoff brauchen, Clexane kriegen alle, Tocilizumab kriegen diejenigen, die ich zuerst erwähnt habe, welche dann nicht gut gehen und wo die Entzündung zunimmt, so nach 24, 48 Stunden. Das gleiche Baricitinib, da haben wir so gewisse Unterschiede, wie wir das einsetzen, aber sind beide entzündungshemmend. Interessant noch, Tocilizumab alleine hatte keinen Effekt gezeigt, aber mit Dexamethason hat es einen Effekt gezeigt, weshalb es jetzt wieder auferstanden ist und in der dritten Phase. Dann haben wir die Antikörper, Casirivimab, Indevimab, die Regeneron-Antikörper, und das Sotrovimab, Casirivimab, Indevimab setzen wir auch im Spital ein bei Patienten, welche Antikörper negativ getestet werden. Das sind vielleicht etwa 25%. Also wir screenen alle und wenn die dann negative Antikörper haben, geben wir denen noch die Regeneron-Antikörper. Es gibt eben eine Studie aus der Recovery Platform Trial, Studie aus England, die zeigt, dass das einen positiven Effekt hat auf Länge der Krankheit und auf Mortalität. Nun,
Wir machen weiter Studien, habe ich gesagt. Nur eine Studie möchte ich zeigen, das Sotrovimab, weil das ist ja das, was in der ambulanten Therapie jetzt verfügbar ist. Das ist die Phase 3 Studie, die da durchgeführt wurde. Patienten mussten innerhalb von 5 Tagen nach Symptombeginn die Infusion bekommen. Es wurde Placebo kontrolliert, Sotrovimab versus Placebo, und dann wurde geschaut, ob Patienten hospitalisiert wurden und ob sie gestorben sind. Das war der primäre Outcome. Es hat dann noch verschiedene weitere Outcomes gegeben. Das sind die Daten. Reduktion von 21 Hospitalisationen versus 3 im Sotrovimab-Arm und dann Tod 1 versus 0. Also da sind sehr wenig Patienten gestorben. Das ist eigentlich die Studie, worauf sich unsere Therapie beruft. Also das sind sehr kleine Patientenpopulationen, aber die Studie ist gut gemacht und so weiter. Die Regeneron-Studie, wo wir uns auch darauf berufen, ist etwa in der gleichen Größenordnung und eben hier relative Risikoreduktion 85%. Das klingt gut, aber eben die Zahlen sind relativ klein. Nun, wenn man das jetzt umrechnet, wir haben jetzt 60 Patienten behandelt am USZ, oder? Von denen haben wir etwa 4 Hospitalisationen verhindert. Und Numbers needed to treat sind etwa 15. Also wir machen jetzt wirklich einen riesen Aufwand, ein Kaderarzt, fast 100%, Outpatient Care Team, also OPA-Team. Also wirklich, wir sind einfach ein grosses Spital, ist schwierig gut zu organisieren. Aber die Kleinen haben fast noch mehr Mühe, haben wir jetzt gelernt, das aufzubauen. Also es ist ein grosser Aufwand, wir machen es gern. Aber es zeigt einfach, oder? Das sind keine Supertherapien, oder? Ich meine, im Vergleich zu Hepatitis C, antiviraler Therapie und HIV ist das 100-mal, 1000-mal weniger gut, oder? Aber wir werden schon noch besser. Nun, Budenosid, Sie in der Praxis, haben Sie sicher auch schon viel gedacht. Wer gibt Budenosid hier? Niemand, okay. Gut, das war ja auch so, das kam und ging, oder? Es hat eine Studie gegeben letzten Herbst, die war so ein bisschen suggerierend, die Pneumologen haben sie geliebt, wir nicht so. Jetzt, diese Studie neu, Lancet publiziert, zeigt eine kleine Reduktion. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, tönt im ersten Moment gut, aber der effektive Nutzen ist wirklich absolut marginal. Und wenn man dann genau gesehen hat, wie die Studie gemacht wurde, würde ich das nicht empfehlen. Und ich denke, es kam nur ins Lancet, weil das eine englische Studie war, muss ich echt sagen. Nun, zusammenfassend, monoklonale Antikörper haben wir in der Praxis, Sotrovimab, Reduktion 85-74%, je nach Antikörper, die wir brauchen. Budenosid würde ich nicht empfehlen. Molnupiravir scheint grenzwertig aktiv. Wie das hineinpasst in die ganze Geschichte, werden wir sehen. Und das Paxlovid lässt hoffen. Das war's. Ausblick gebe ich jetzt nicht. Jeder Tag ist anders. Ganz herzlichen Dank, Uli, für den Einblick in unser Alltagsleben und eben auch hier wieder das Plädoyer an die Zusammenarbeit für die Zuweisungen und dass Sie auch verstehen, was wir im Alltag machen. Fragen? Okay, ich fange kurz an. Die erste Frage ist, dass eben diese 5-Tage-Regel für die monoklonalen Antikörper, also jetzt namentlich das Sotrovimab, dass das schwierig ist, oder? Und dass ein großer Teil diese Behandlung vielleicht gar nicht brauchen. Also hast du irgendeinen Tipp? Ja, eben, ich meine, man muss halt einfach den Daten folgen, oder? Die Daten heißen früh diagnostizieren und schauen, haben Sie Risikofaktoren. Und da müssen eben Sie als Hausärzte, einfach wirklich beim ersten Moment überlegen, oder? Braucht er jetzt eine oder nicht? Und da muss man halt schnell schauen, hat er Risikofaktoren? Ja, nein. Ist er geimpft? Ja, nein. Muss man überlegen. Und uns rufen ja dann ganz viele an, oder? Ich meine, wir sind ja auch dafür da, dass wir das mit Ihnen diskutieren. Und ich denke, das funktioniert hervorragend. Lieber einmal zu viele anrufen und dann können wir was tun. Wir wollen einfach Hospitalisationen verhindern, oder? Das wollen wir, weil sonst kommen wir nicht dadurch. Und ich glaube, wir tun alles dafür.
Vielleicht noch einfach als Ergänzung, eben dieses Formular werden Sie von der Gesundheitsdirektion nächste Woche erhalten und da ist auch ein Link, da können Sie draufklicken, dann kommen Sie auf diese Kriterienliste, aber diese Kriterienliste ist natürlich auch sonst wo abgelegt und ich habe nächste Woche Antikörperdienst, dann dürfen Sie über den Dienst als Infektiologie uns auch anrufen, oder wenn Sie unsicher sind oder diese Kriterienliste benötigen. Ich habe kurz eine Frage zur ambulanten Therapie zu Hause. Es wurde ja da auch mal diese große Zuhause-Sauerstoffmess, dann Blutverdünnung zu Hause und dann das Ivermectin. Ja, also Ivermectin, sage ich, hat keine Bedeutung. Also es, da gibt es auch ganz viele verschiedene Studien. Teil musste zurückgezogen werden. Ich denke einfach, die Dosierung, in der man es geben müsste, ist einfach nicht tolerabel im Menschen. Und die Clexane, also da haben wir eigentlich die Meinung, oder wenn jemand wirklich einfach nicht mobil ist, unbedingt geben. Wenn man jemanden zu Hause hat, der ist nicht mobil, dann kriegst du auch nicht geben. Aber sonst nicht, jetzt bei jedem. Ulrich, eine letzte Frage. Was sind die Kriterien für eine Hospitalisation, wenn jemand in der Praxis mit Covid infiziert ist? Also ich denke, nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion, entweder mit PCR- oder Antigentest, Sauerstoffbedarf oder hohe Risikofaktoren. Oder es gibt zum Teil Leute, jetzt, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, vielleicht nicht sehr mobil, sind noch gar nicht so krank und man kann jetzt nicht eine ambulante Therapie machen bei denen. Und dann haben wir auch schon Leute so hospitalisiert, damit wir überhaupt natürlich eine Therapie machen können. Aber sonst eigentlich schon, oder? Pneumonie, sauerstoffbedürftig. Und natürlich nicht lange warten über Tage. Das ist auch wichtig. Wir sind wirklich besser geworden mit unseren Therapien, aber wir müssen früh sein. Die Katastrophe war nach der vierten Welle, als die Leute aus dem Balkan zurückkamen jetzt, oder? Im Juli, August. Die waren sowas von krank. Da waren wir einfach zu spät. Und jetzt sind sie wieder früher, jetzt sind wir wieder besser. Ganz herzlichen Dank, Ulrich, für deine Vorlesung zu den Therapien. Und wir gehen zum letzten Vortrag vor der Pause. Kurze Erkrankung, lange Folgen. Silvia Brucker, Oberarzt bei uns in der Klinik, spricht hierzu. Guten Morgen. Ich bin quasi jetzt Ihre Pausenunterhaltung. Leider ist das Thema nicht ganz unterhaltsam. Das kennen Sie. Ich versuche in den nächsten 10 Minuten etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Wir haben es gehört, Covid ist eine sehr heterogene Erkrankung, der Verlauf kann sehr mild sein, sehr kurz oder sehr schwer. Und leider kommen wir da auch bei den Folgen nicht darum herum, das anzuschauen. Ich hoffe, dass Sie am Schluss etwas Hilfe haben für die Praxis oder wissen, wo Sie die Hilfe kriegen. Gut, der Definitionssalat, dazu möchte ich Ihnen die Patienten zeigen, die wir am meisten fürchten, die das primäre Ziel der Impfstrategie sind, wie wir gehört haben. Das sind aber nur etwa 5-15% der Fälle. Das sind die Patienten auf der Intensivstation bei uns, hier gerade unter Intubation. Sie sehen, das ist sehr personalintensiv und der klassische Phänotyp ist in der Mitte abgebildet. Sie können sich vorstellen, dass das sowohl für die Pflegenden als auch für das ganze IPS-Team sehr belastend ist. Die Mobilisationen sind sehr aufwendig. Das heißt, es braucht sehr viele Leute, um diese Proning-Therapie zu machen. Und am Schluss sehen wir den Patienten, der 2 Wochen auf der Intensivstation war, tracheotomiert ist und sehr schwere Folgeerkrankungen hat, der lange Symptome haben wird. Und wir sehen das auch bei den Patienten. Sie sehen hier eine Folgeuntersuchung, die CT-Bilder initial. Sie sehen diese typischen Ground-Glass-Veränderungen gemischt mit dichteren Konsolidationen, wie das beim schweren Verlauf sehen. Nach etwa 2-3 Wochen sieht das schon deutlich besser aus. Aber wir sehen bei diesen Patienten bis 6 Monate später noch Veränderungen in den Computertomografien. Da können Sie sagen, ja, das ist ja egal, aber leider sehen wir auch, dass bei diesen Patienten, die schwer krank sind, die viel Sauerstoff brauchen, die auch ventiliert werden müssen, in über 50% noch Einschränkungen der Diffusionskapazität vorhanden sind, was natürlich ein relevantes organisches Korrelat sein kann. Ich muss Ihnen eine Klammer machen. Wir sehen das teilweise auch bei jungen, gesunden Patienten. Mit kurzem Verlauf haben wir einige gesehen mit diesem sogenannten Long-Covid, die auch Veränderungen der Diffusionskapazität gehabt haben, aber man kann sagen, je schwerer die Erkrankung, desto größer in der Regel auch das organische Korrelat.
Gut, es ist ein schwieriges Thema. Jetzt diese Patienten, die schwer krank sind und wieder kommen, ist das jetzt einfach ein Post-ICU-Syndrom? Sie kennen das, die Myopathien, die Critical Illness Polyneuropathie. Ist das jetzt Long-Covid? Den Begriff, den wir am längsten kennen und auch am meisten brauchen. Es gibt neue Begriffe von der NIH und kürzlich auch von der WHO, die versucht haben, das Ganze ein bisschen zu ordnen. Und da sagen sie, ich kann es langsam nicht mehr hören. Hauptsache, wir können diesen Patienten etwas bieten. Gut, ich glaube, ich würge das ab, sonst ist die Umfrage länger als mein Vortrag. Wenn wir das Ergebnis anschauen, ich war auch bei E, wir sehen hier ein sehr gemischtes Bild, das eben diese ganze Unsicherheit und leider auch die Datenlage widerspiegelt. Es gibt viele Definitionen, das sind einige jetzt aufgeführt, die älteste und sicher die, die am meisten gebraucht wird, auch von den betroffenen Verbänden, sind die NICE Guidelines, das sind UK Guidelines, die eigentlich sehr pragmatisch sind, das sind Symptome, aber auch klinische Zeichen, die im Rahmen der Erkrankung oder später neu aufgetreten sind, nicht durch eine alternative Diagnose erklärbar sind und über 4 bis 12 Wochen anhalten. Das ist auch das, was wir für uns jetzt in der Sprechstunde als Richtwert gebraucht haben. Wir haben gesagt, akut ist 0 bis 4 Wochen. Sie sehen, das stimmt natürlich nicht für diese schwer kranken Patienten, aber als Richtwert ist das durchaus brauchbar. Dann eine verlängerte, postakute oder andauernde Covid bis 12 Wochen und dann das chronische oder Post-Covid über 12 Wochen. Wir generell bei uns machen das wie die NICE Guidelines und andere, viele Patientenverbände, wir summieren eigentlich das Postakute und das Chronische oder Post-Covid als Long-Covid. Nun, Sie können sich vorstellen, in der Praxis werden das sehr viele erfüllen. Es ist ein bisschen schwierig, es gibt viele Rückfragen der Versicherer, sei es die Krankenkassen oder Taggeldversicherungen, weswegen wir uns entschieden haben, den Schweregrad der Beeinträchtigung mit einzubeziehen. Da gibt es viele validierte Methoden. Wir haben uns für den Bell Score entschieden, den finden Sie online, ich kann Ihnen den auch zusenden. Unter 70 heißt, dass eigentlich im generellen Ruhebefinden nur wenige Symptome vorhanden sind, aber die Patienten sind nur mit größter Schwierigkeit in der Lage, einer 100% Arbeit nachzugeben und auch teilweise körperliche oder intellektuelle anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen. Das ist ein Richtwert, den wir verwenden. Das ist kein rechtlicher Begriff, der für die Versicherer eine Rolle spielt, aber für uns jetzt intern, dies als Konsensus, hat es sehr stark geholfen, dass wir eine Entität generieren, die wir auch reproduzieren können. Das hilft Ihnen, das hilft auch den Patienten. Gut, gehen wir zum eigentlichen Long-Covid. Wie gesagt, das ist der Begriff, den wir verwenden. Es gibt viele andere. Es ist leider so, Christoph Berger hat das angedeutet, die Daten sind sehr schwierig. Sie sind teilweise auch sehr schlecht, weil es keine einheitlichen Diagnosekriterien gibt, oft in den Studien. Die Studien sind sehr heterogen. Das werden wir gleich sehen. Und leider haben die allerwenigsten Studien eine Kontrollgruppe, weil wir sehen werden, häufige Symptome sind auch in der nicht infizierten Allgemeinbevölkerung häufig. Es gibt zusätzlich auch Schwierigkeiten, eine große Überlappung mit Symptomen oder Syndromen, die Sie auch bestens kennen, insbesondere das Chronic Fatigue Syndrom bei den Patienten in der Regel mit milden Verläufen. Und wir wissen von vielen anderen viralen Erkrankungen, dass die Rekonvaleszenzphasen halt wie alles normal verteilt sind und mal kürzer und mal länger sind. Es gibt gewisse Daten, das habe ich Ihnen gezeigt am Anfang. Die Symptomatik kann einen Einfluss haben, insbesondere auf die organischen Folgen. Die Diffusionskapazitätseinschränkung ist ziemlich sicher abhängig vom Schweregrad. All die anderen Symptome sind es nach heutigem Wissensstand eher nicht, wobei eben hier das große Caveat kommt. Die Prävalenzen in den Studien, um die ganze Unsicherheit zu illustrieren, gehen von etwa 2,3% nach Covid bis über 86%. Sie können sich vorstellen, dass die Wahrheit wahrscheinlich eher unter der Mitte ist. Es ist aber wirklich schwierig für Ihre Population of Interest gute Daten zu haben. Wir haben es gesehen bei Huldrych Günthert. Die Krankheit ist heterogen und so wird auch der Verlauf heterogen sein.
Wo kommen die Daten her? Natürlich kommen die meisten Daten und größten Daten aus China, weil halt die gegenüber uns einen Vorsprung haben. Sie haben auch viele Patienten, sie haben große Kohorten. Was die chinesischen Studien, die groß sind, prominent publiziert sind, leider nie haben oder fast nie, sind Kontrollgruppen, was es wiederum schwierig macht, die Validität der Symptome als wirklich eigene Krankheitsentität zu definieren. Es ist aber leider so, ich kann das nicht ändern, Sie können es nicht ändern, aber wir müssen im Alltag was tun. Nun, was sind die Symptome? Das sind nicht hospitalisierte Patienten, es sind sehr generelle Symptome, Müdigkeit, Schwäche, Fatigue, Malaise, Konzentrationsstörungen, Kurzatmigkeit, das ist schwierig zu objektivieren, wie Sie wissen, und dann auch Geruchs- und Geschmacksveränderungen, die aber selten länger als 12 Wochen persistieren. Dann etwas seltener, aber auch vorhanden Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Angstzustände und der berühmte postakut infektiöse Husten. Schaut man sich das Gleiche an bei den Patienten, die schwer krank waren, die hospitalisiert waren, sieht man genau das gleiche Bild. Es scheint dort gewisse Symptome zu geben, die häufiger sind, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Krankheitsbild das gleiche, egal wie schwer krank sie sind. Aber hier eben, wie gesagt, passen Sie auf, das liegt zu einem großen Teil auch im Design dieser Studien. Nun, wichtig für Sie, hier möchte ich etwas zeigen, wie wir das machen. Sie müssen das nicht so machen. Bei uns hat sich das sehr bewährt. Wir haben dort ein kleines Team in der Sprechstunde, das sich mit großem Engagement darum kümmert. Das Wichtigste ist immer, dass Sie den Patienten sagen, es gibt keine genaue Krankheitsursache, die wir kennen, und darum gibt es auch keine kausale Therapie. Generell bei Covid und sicher bei Long-Covid spielt die Wahrnehmung in den Medien eine große Rolle. Sie haben das sicher ausgesehen, dieses BC007, ein DNA-Adaptomer, das an bestimmte Autoantikörper bindet, hat bei 4 Patienten eine Wunderheilung gezeigt. Sie können sich denken, dass die Datenqualität einer Case-Series mit 4 Patienten ohne Kontrolle relativ bescheiden ist. Die Patienten sind häufig unter großem Leidensdruck. Die wollen Lösungen, sie wollen eine rasche Lösung. Und das suggerieren jeweils diese Medienmitteilungen teilweise auch, aber die gibt es leider nicht. Was man den Patienten sagen kann, dass schwere Verläufe oder schwere Komplikationen glücklicherweise selten sind. Die Symptome können lang sein, sie können fluktuieren, aber die Mehrheit der Patienten wird keine langdauernden Folgeerkrankungen davontragen. Schwierig für die Patienten sind diese 2 Sachen, wie ich gesagt habe, vor allem die Sozialversicherung, die natürlich, wie Sie sie kennen, relativ genaue Diagnosen möchten und sichere Voraussagen. Das gibt es leider im Moment nicht. Das kann schwierig sein. Wir haben jetzt in der Regel relativ gute Erfahrungen gemacht mit unserer einheitlichen Diagnosestellung. Wie machen wir das bei uns? Das können Sie aber auch gut bei sich machen. Wir bekommen viele Zuweisungen von Ihnen mit Patienten, die bereits sehr gut, sehr ähnlich abgeklärt sind, wie wir das machen. Wir machen das so, dass wir eine Covid-orientierte Patientenanamnese machen. Wann hat das begonnen? Was waren die Symptome? Wie war der Schweregrad? Und was ist jetzt das Hauptproblem? Was wir immer suchen, sind Red Flags, Hinweise für kardiovaskuläre Komplikationen, Hinweise für pulmonale Komplikationen und auch ganz selten neurologische Probleme, insbesondere fokalneurologische Defizite. Diese Patienten sollen alle weiter abgeklärt werden. Es ist so, bei den milden Verläufen, die sich mit Long-Covid-Symptomen präsentieren, haben wir extrem selten schwere Komplikationen gefunden. Auch bei den Hospitalisierten waren es wenige. Wir hatten ein paar kardiopulmonale, aber das war es eigentlich schon. Es ist wirklich selten dramatisch. Machen Sie eine pragmatische Untersuchung, da gehört sicher das Herz und die Lunge dazu, die Vitalzeichen, grobkursorischer neurologischer Status. Wenn Sie dort was finden, können Sie guten Basislabor machen, inklusive CRP. Viele Leute machen das Ferritin, um eine Begleitanämie und den Entzündungszustand abzuschätzen. Und funktionell ab 12 Wochen können Sie sicher ein Röntgen machen. Was wir häufig auch machen, ist ein EKG. Die Dedimere, das Troponin und das BNP sowie andere Marker im kardiovaskulären Bereich sind gut. Sie müssen aber wissen, wenn die Patienten schwer krank waren, haben die alle ein Dedimer, die haben alle ein Troponin. Das heißt, das müssen Sie dann im Kontext mit den Vorwerten vergleichen. Wir machen das eigentlich nur, wenn die Patienten Symptome haben, wo wir denken, es könnte zu einem akuten Koronarsyndrom geben oder eine manifeste
Herzinsuffizienz sein oder eine Lungenembolie. Also Sie sehen, das ist ein sehr pragmatischer, allgemein internistischer Approach, weil die Daten fehlen, aber auch weil wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Was machen Sie nun mit den Patienten? Nun, das ist leider ein bisschen schwieriger. Sie können versuchen, die Patienten so gut wie möglich zu begleiten, Komorbiditäten einzustellen. Wenn die Patienten im Spital waren und Dexamethason bekommen haben, haben sie häufig eine völlig entgleiste Blutzuckerkontrolle. Das kann man optimieren. Sie können die Herzinsuffizienzmedikamente optimieren, was häufig den Patienten eine Besserung der Symptome bringt. Sie können niederschwellig, auch wenn die Patienten über Schmerzen klagen, diese behandeln. Es ist leider so, dass, wie gesagt, keine Goldlösung vorhanden ist. Sie werden nicht darum herumkommen, diese Patienten engmaschig zu begleiten. Es gibt eine große Überlagerung auch mit psychosomatischen Beschwerden. Man muss die Patienten anhören, ernst nehmen und ihnen die Hilfe anbieten. Wir haben die Patienten sehr engmaschig gesehen. Die Patienten kamen alle 1 bis 2 Wochen. Wir haben versucht, in diesen 1 bis 2 Wochen jeweils kurzfristige Ziele zu setzen, was die Patienten erreichen können. Das kann schon sein, dass sie aus dem Bett kommen und den Briefkasten leeren. Es ist aufwendig, aber es zahlt sich in den meisten Fällen aus. Sie können die Patienten auch, wenn es sehr aufwendig ist oder sie denken, die würden jetzt profitieren, zum Beispiel von einer psychologischen oder psychosomatischen Begleitung, gerne zuweisen. Wir haben das hier organisiert, dass wir relativ niederschwellig diese Angebote nutzen können. Und auch, weil die neurologischen Symptome so häufig sind, haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Neuroimmunologen, die uns dann auch dort sehr viele Hilfestellung leisten können. Bewährt für uns bei Symptomen, zum Beispiel mit Einschränkung der Gehstrecke, hat sich die ambulante Rehabilitation. Die Krankenkassen bei uns waren da sehr großzügig. Wir haben nie eine Abschlage oder eine fehlende Kostenübernahme gehabt und die Patienten haben sehr stark profitiert mit einem signifikanten Anstieg der Gehstrecke, aber auch einer Verbesserung der Symptomatik. Wo können Sie das alles nachlesen? Ich kann Ihnen das gerne auch schicken. Für mich am besten sind diese BMJ-Guidelines, die speziell für die Grundversorgung gemacht sind. Die sind pragmatisch, die geben eine gewisse Leitplanke, woran man sich halten kann. Es gibt viele Guidelines mittlerweile. Die deutsche AWMF hat sehr gute gemacht, die sind aber extrem ausführlich. Es gibt lokale, die Medics finde ich sehr pragmatisch und gut. Das Unispital Genf hat, es ist leider ein bisschen ein Chaos. Es gibt Bestrebungen vom BAG, das zu harmonisieren. Da sind die ersten Konferenzen gewesen, zusammen auch mit Hausarztvertretern und Patientenvertretern. Aber bis dort was steht, das dann wirklich für die Praxis brauchbar ist, wird es sicher Mitte nächsten Jahres sein und ich hoffe, dass Sie damit einen Überblick bekommen haben und wie gesagt, Sie können uns die Patienten zuweisen. Wir werden uns auch um die weiteren Abklärungen kümmern. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Silvia Rufer. Bevor wir in die Pause gehen, eine kurze Frage zu diesem sehr wichtigen Thema. Also es gibt eine Frage, die zweimal gestellt wurde. Was sind die Daten für einen Nutzen einer Impfung nach Long-Covid? Also gibt es da Daten, dass es diese Long-Covid-Symptomatik verbessert, wenn man die impft? Ich glaube, Christoph hat schon angedeutet, es gibt keine kontrollierten Daten. Es gibt ein Preprint immer noch, wenn es mir recht ist, eine retrospektive Analyse, die einen gewissen, wenn auch schwachen Benefit suggeriert. Wir halten uns an die Empfehlung, die momentan gilt. Das werden diese innerhalb 3 Monate nach Erkrankung. Die Patienten in der Regel wollen sich sowieso impfen lassen. Also wir empfehlen das analog den geltenden ECIF-Vorgaben. Gut. Noch eine Frage hier oben. Es ist keine Frage, sondern eine Bemerkung. Ich habe einen Case Report und von einer Long-Covid-Patientin, die ich mit Misteltherapie behandelt habe. Und sie hat dann selbstständig, also ist eigentlich ein Off-Label-Use, und dann hat sie irgendwann mal die Mistel abgesetzt. Dann fiel sie wieder zurück auf 75% Arbeitsunfähigkeit, hat sie Mistel wieder gespritzt und war dann nachher oder ist jetzt noch immer unter Misteltherapie 75% arbeitsfähig.
Vielen Dank für diese Bemerkung. Das ist ein Case Report. Ich glaube, es ist wichtig, wir sammeln eben die Daten. Und ich glaube, darum sind auch diese sehr pragmatischen Ansätze wichtig. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit. Wir machen einen kurzen Bio-Break bis 19:15. An dieser Stelle möchte ich auch unsere Sponsoren noch ganz herzlich nochmals verdanken, AbbVie, Gilead, MSD, Pfizer, Roche und Viv. Es hat ein paar Stände draußen. Wie gesagt, leider keine Verpflegung, darum nur ein Bio-Break und Besuch der Stände bis nach 19:15. Vielen Dank.
ganz herzlichen Dank für das zeitgerechte Rückkehren. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Hier geht es mehr um den Alltag. Ich wurde in der Pause auch gefragt, ob man fotografieren darf. Klar dürfen Sie fotografieren, aber viel einfacher. Sie können die ganzen Folien runterladen. Die sind spätestens Mitte nächster Woche bei uns auf der Homepage und Sie können sie unter diesem Link runterladen. Dann herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Und mit dem starten wir den zweiten Teil. Hier geht es mehr um den Alltag. Ich habe es schon genannt, die stille Pandemie als erstes. Und mit dem möchte ich gerne Miriam Vasquez begrüßen. Vielen Dank. Auch von meiner Seite guten Tag. Mein Thema sind multiresistente Erreger als Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Ein schwieriger Titel. Wir gehen zusammen durch. Gern möchte ich auf die Situation in der Schweiz zurückkommen und ein Update geben. Die Strategie für Antibiotikaresistenzen veröffentlicht alle zwei Jahre den Swiss Antibiotic Resistance Report. Letztmals 2020. Und wir haben in der Schweiz eine erfreuliche Situation, eine stabile bezüglich ambulanter und stationärer Antibiotika-Verschreibungen. 90% werden bei uns in der Schweiz ambulant verschrieben und wir haben im Vergleich zu Europa, wie bereits erwähnt, sehr tiefe Verschreibungsraten. Und wir sehen da regionale Unterschiede. In der Deutschschweiz verschreiben wir unterdurchschnittlich weniger als in der Westschweiz und in der italienischen Schweiz. Man muss aber die Antibiotikaresistenz nicht nur als einzelnes Problem sehen, sondern als One-Health-Ansatz. Und daher wurden seit 2016 auch die Kläranlagen schrittweise modernisiert und so gelangen auch deutlich weniger Antibiotika in die Abwasser. Und so sind die Flora in der Umwelt weniger unter Druck. Auch in der Veterinärmedizin wurden Ansteckungen unternommen und so konnte in den letzten 10 Jahren dort der Antibiotikaverbrauch halbiert werden. Aber man muss sich vor Augen führen, 2019 wurden 30 Tonnen Antibiotika in der Tierzucht verwendet, also eine immens hohe Anzahl. Nun komme ich zu den einzelnen Keimen. Warte vielleicht kurz, bis Sie sich setzen konnten. Ich komme zu den einzelnen Keimen und anfangen möchte ich mit der gelben Kurve, mit den methicillinresistenten Staphylokokken. Dort sehen wir erfreulicherweise eine Abnahme der Anzahl Fälle in den letzten Jahren. Dies führt man vor allem auf die stationären invasiven Fälle zurück. Durch spitalhygienische Maßnahmen konnten die Fälle besser detektiert werden und mit Patienten abgestrichen werden. Und so denkt man, dass man eine Abnahme verzeichnen konnte. Was man aber sieht, und das sieht man europaweit, dass die im ambulanten Setting, vielleicht sehen Sie das auch in Ihrer Hausarztpraxis, dort nehmen die MRSA-Abstiche bei Mundinfekten zu. Bei E. coli, bei Escherichia coli, sehen wir eine Fluorchinolonresistenzzunahme in den letzten 10 Jahren und auch eine Zunahme bei Dritt- und Viertgenerations-Cephalosporinen. Aber erfreulicherweise hat sich das in den letzten 2 bis 4 Jahren stabilisiert. Die vancomycinresistenten Enterokokken, dort sehen wir seit 2008 einen Anstieg, aber da können wir sagen, das ist mehrheitlich darauf zurückzuführen auf Ausbrüche an großen Spitälern, an tertiären Spitälern oder Unispitälern in der Schweiz. Es waren auch umliegende Abflussspitäler betroffen, aber viele kleine andere Spitäler nicht und in der Community zirkuliert auch teilweise vancomycinresistente Enterokokken, aber das sind dann andere Morphotypen. Nun möchte ich zu Europa kommen und die aktuellsten Zahlen, die ich zeigen kann, sind aus dem Jahr 2020. Dort sehen wir ein ähnliches Bild mit einer Abnahme von MRSA-Anteilen in den Isolaten. Aber was man schon beachten muss, allgemein gilt bei der Residenzentwicklung, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle und ein West-Ost-Gefälle. Und beim MRSA ist es auch so, dass Südosteuropa stärker betroffen ist, zusätzlich aber auch die Iberische Halbinsel. Und man muss sich schon vor Augen halten, dass dort bis fast 50% der Isolate eine MRSA
also eine Medizinresistenz aufweisen, also doch sehr hohe Zahlen. Beim VRE ist es auch so, dass wir dieses Nord-Süd-Gefälle und West-Ost-Gefälle sehen und dort ist vor allem Osteuropa betroffen. Und dort sehen wir eine Zunahme insgesamt in den letzten Jahren. Bei den gramnegativen Bakterien ebenfalls eine Zunahme der Multiresistenz, eine Zunahme der Carbapenemasen, also das sind Enzyme, die Carbapeneme aufsplitten können. Erfreulicherweise in Europa für E. coli noch nicht der Fall. Dort sehen wir grün, wir haben selten Carbapenemasen bei E. coli, aber bei Klebsiella pneumonia ist dort eine Zunahme zu verzeichnen. Und wir sehen Osteuropa sogar Anteile von über 75% Resistenzen in den Isolaten, also einen hohen Anteil. Dasselbe Bild für Pseudomonaden und bei Acinetobacter baumani, das ist wirklich eigentlich ein Spitalkern, das sieht man ambulant sehr selten, aber dort gibt es in Italien und in Osteuropa für über 75% der Isolate sind resistent gegen Carbapeneme. Das ist wirklich erschreckend. Nun kann man sich überlegen, was es für eine Last für das Gesundheitswesen, aber auch für die einzelnen Patienten bedeutet. Und diese Studie, die 2019 publiziert wurde, hat in verschiedenen europäischen Ländern die Isolate untersucht und konnte zeigen, und zwar ist es hier die Bubbles, also diese Kreise, das sind DALIs, das sind Disability Adjusted Life Years, das bedeutet verlorene Lebensjahre durch eine Erkrankung und Lebensjahre mit Behinderung. Und die größte Last verursachen die MRSA-Infektionen und die Drittgenerationsresistenten bei Enterobacteriaceae. Das ist eine sehr komplizierte Folie. Ich möchte nur kurz hindurchführen. Das ist eine Studie, die 2019 publiziert wurde, hat verschiedene Länder untersucht und im 2015 gebeten, Erstisolate von Carbapenemasen beim Klebsiella pneumonia zuzuschicken. Und sie haben das analysiert und gesehen, dass eigentlich diese Resistenzentwicklung auf große Spitäler fokussiert ist und dass meist, wenn dort ein Auftreten vorgekommen ist, schon eine Übertragung passiert ist. Und das kann man analysieren, das sind so phylogenetische Analysen und eine Übertragung ist passiert, wenn diese beiden Stämme sehr nahe beieinander sind. Was man sagen kann, die Carbapenemasen sind auf große Spitäler reduziert. Man sieht lokale Übertragungen, aber selten über Landesgrenzen hinweg. Diese Studie ist eine australische Studie, die sich auf Länder in Europa fokussiert hat. Sie haben untersucht, was führt zu Antibiotikaresistenzen. Und klar, natürlich, wir denken erhöhter Antibiotikagebrauch. Und sie haben noch einen sehr spannenden zusätzlichen sozioökonomischen Faktor rauskristallisiert. Und das hat mich erstaunt. Und zwar ist es die Korruption. Also wenn je instabiler ein Land ist, desto höher sind dort die Antibiotikaresistenzen. Und das ist auch so, dass sich so 63% der Gesamtvariation erklären lassen. Und wenn sich ein Land politisch stabilisiert, postulieren sie, könnte man auch dort die Antibiotikaresistenzen senken. Das finde ich mal einen spannenden Ansatz. Nun möchte ich noch etwas zeigen, das viele von euch schon gelesen haben. Das wird oft in der Presse diskutiert. Reisen ist auch mit einer möglichen Kolonisation mit multiresistenten Keimen assoziiert. Hier in dieser Studie konnte gezeigt werden, dass nach Reiserückkehr aus Ländern mit einer hohen Inzidenz für eine Extended Beta-Beta-Lactamase, ESBL, dass man nach der Reise 30% kolonisiert ist. Und man denkt aber, dass man das in den Monaten darauf verlieren kann. Bei gesunden jungen Reisenden, ob man das wirklich verliert oder ob nur die normale Darmflora wieder überwächst und wir es nicht mehr im rektalen Abstrich finden, das ist nicht ganz sicher. Aber das muss nicht zu unnötigen Ängsten führen. Man muss sich bewusst sein, das Essen ist grundsätzlich kolonisiert mit multiresistenten Keimen. Wenn man in Asia-Shop einkaufen geht und dort Salat zum Znacht macht und den nicht genügend wischt, kann man sich ebenfalls kolonisieren. Und auch sehr viele Fleischsorten sind mit wirklich multiresistenten Keimen besiedelt, auch in der Schweiz. Problematisch ist vor allem das Schweinefleisch.
Die meisten Keime, die ich jetzt euch gezeigt habe, sind für uns von der Spitalhygiene relevant. Wir isolieren die, machen eine Kontaktisolation. Wir werden oft gefragt, wie handhaben wir das in einer Hausarztpraxis? Und das ist wirklich ein schwieriges Thema. Sie haben wenig Platz, wenig Zeit und sehr viele Patienten. Das Einfachste ist eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass jeder Patient grundsätzlich kolonisiert sein kann mit Gramm, also mit multiresistenten Keimen. Und das Wichtigste ist eine sehr gute Standardhygiene, eine gute Händehygiene und dass man Material oder auch medizinisches Untersuchungsmaterial, das mit dem Patienten in Kontakt gekommen ist, desinfiziert, zum Beispiel das Stethoskop. Wenn man jetzt das schon weiß von einem Austrittsbericht, dass jemand vielleicht eine solche Carbapenemase hat, die wir wirklich nicht gerne übertragen möchten, könnte man den Patienten idealerweise bereits im Untersuchungszimmer warten lassen. Aber das benötigt natürlich Platz oder ein zweites Untersuchungszimmer. Oder man könnte den Patienten in Randzeiten planen, dass er möglichst wenig Kontakt hat mit anderen Patienten. Neu haben wir jetzt am USZ eine Isolationssprechstunde, genau ab Dezember von diesem Jahr. Und Sie können uns Patienten, die solche multiresistenten Keime aufweisen, zuweisen, weil das ist oft mit Ängsten verbunden, mit Unsicherheiten. Wir können die Patienten aufklären und wir können auch diese Verlaufsabstriche entnehmen und so möglicherweise die Isolationszeit verkürzen, weil Isolation ist mit Mehraufwand verbunden und auch mit hohen Kosten, sowohl ambulant wie stationär. Nun möchte ich mit euch noch ein kurzes Quiz machen, und zwar, das ist auch eine häufige Frage, die ich im Dienst gestellt bekomme. Wenn eine junge Frau, sie ist gesund, hat einen Harnwegsinfekt mit einem E. coli ESBL, darf ich sie ganz normal behandeln oder ist dieser biologisch böser? Wenn zum Beispiel, ich habe hier ein Antibiogramm, wie es bei uns in der Mikrobiologie aussieht, diese Plättchentestung gezeigt, ist sozusagen, wir haben viele Peros-Varianten, das Phosphomycin ist sensibel, das Nitrofurantoin ist sensibel und auch das Bactrin. Was nicht geht, ist das Norfloxacin, also die Chinolone, die gehen nicht. Genau. Vielleicht hier noch eine Detailbemerkung, es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich finde es sehr schön. Bei uns in der Mikrobiologie machen Sie die ESBL-Diagnostik genau so. Sie legen die Plättchen von Coamoxicillin, von Ceftriaxon und Cefepime nebeneinander. Und eigentlich geht Coamoxicillin nicht gegen ein, oder meistens nicht gegen ein E. coli ESBL, aber das Clavulanat, das diffundiert im Agar, kann so dann diese Beta-Lactamase inhibieren und dann kann Ceftriaxon und Cefepime wieder wirken und dann sehen wir diese Aufhellung. Nun zu meiner Frage, wie würdet ihr diese junge Frau mit einem E. coli ESBL Harnwegsinfekt behandeln? A. Nitrofurantoin, B. Phosphomycin, C. Bactrim, D. Ciprofloxacin, Achtung, das war resistent, oder vielleicht sogar keine antibiotische Therapie. Jetzt habe ich wahrscheinlich zu früh unterbrochen. Ich zeige das Resultat in Anbetracht der Zeit. Die meisten von euch würden Nitrofurantoin geben. Das ist eigentlich auch das, was wir in unserem Antibiotika-Büchlein oder in unseren Guidelines als erste Wahl haben und als zweite Wahl Phosphomycin und Bactrim. Das sind alles gute Therapieoptionen. Man muss es auf die Patientin abstimmen. Ciprofloxacin, auch wenn es sensibel wäre, würden wir eher sparen. Und keine antibiotische Therapie, das wäre wieder ein ganze Vorlesung füllendes Thema. Aber hier würden wir das eher skeptisch sehen. Und wenn, dann bei jungen, gesunden Patientinnen, die man gut verlaufskontrollieren kann und gut begleiten kann, dann ist es eine valable Alternative. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank, Jan. Fragen aus dem Publikum? Wir haben gedacht, wir bringen diesen Punkt, weil wir immer wieder Anfragen haben von Niedergelassenen aus, auch Altersheimen, aber auch aus der Praxis. Wie geht man mit diesen Patienten um? Wie kontrolliert man die Patienten nach? Wir haben diese Frage
häufig auch aus den Ambulatorien hier im Urstedt. Und das war eigentlich der Grund, warum wir auch diese Sprechstunde eingeführt haben. Auch hier, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich doch bitte im Team, weil die Patienten sind häufig sehr verunsichert. Somit gehen wir weiter zur nächsten Vorstellung durch Nadia Eberhardt. Sie hat auch noch Dienst heute, darum ist sie in Weiß. Sie wird zu den Impfungen bei den Immunsupprimierten sprechen. Auch hier haben wir eine Sprechstunde, die vor allem von den Kollegen verwendet wird, die eben uns die Patienten schicken, bevor sie sie immunsupprimieren. Und auch hier stehen wir gerne für Fragen dann zur Verfügung. Nadia, vielen Dank. Ja, guten Morgen. Also ich bin fit, mein Adrenalin ist hoch und ich nehme Sie auf eine schnelle, temporeiche Reise mit diesem kleinen, großen Tempo in den nächsten 10 Minuten. Ich spreche über Impfen bei Immunsuppression. Die erste Folie überspringe ich schon, damit wir schneller zum interessanteren Teil kommen. In der Schweiz sind wir nicht schlecht mit dem Impfen. Wenn Sie an die Kinder denken, an das Gesundheitspersonal, an die Rekruten, an die Reisenden, alle kommen irgendwann am Thema des Impfens vorbei. Aber die spezielle Population der Immunsupprimierten, die wird manchmal nicht absichtlich ein wenig stiefmütterlicher behandelt, weil wir uns auf die Grundkrankheit und vor allem auf die Therapie konzentrieren müssen. Und darum versuchen wir gerade bei dieser Population die Impflücken zu schließen. Da brauchen wir Ihre Hilfe. Es braucht uns, es braucht alle und es braucht vielleicht bei ganz gewissen, diffizilen Fragen auch spezielle Impfsprechstunden, die wir anbieten hier am USZ. Wir müssen schauen, dass die Patienten klar grundimmunisiert sind und wir müssen entscheiden, wann sie zu welchem Zeitpunkt eine Auffrisch- oder eine Zusatzimpfung brauchen. Ich beginne einfach. Wünschenswert ist, dass wir impfen, bevor die Immunsuppression startet, vor allem die Lebendimpfstoffe. Häufig kommen die Patienten schon immunsupprimiert zu uns und dann müssen wir bestimmen, wann impfen wir was, zu welchem Zeitpunkt, wo ist die Immunsuppression am niedrigsten in Anführungs- und Schlusszeichen, damit wir überhaupt eine Wirksamkeit bekommen. Und wenn wir das alles nicht mehr können, weil der Patient nicht mehr Antikörper bilden kann auf den Impfstoff, dann müssen wir den Blick rundherum werfen und versuchen, das Umfeld gut zu durchimpfen. Es stellt sich einige Herausforderungen. Wir könnten ja nur schon den ganzen Morgen über Immunsuppression sprechen und die verschiedenen Begriffe, Defizienz, Modulation, was beinhaltet das? Es gibt die angeborene Immundefizienz und es gibt die erworbene. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die iatrogene Immunsuppression, also die, die wir den Patienten zufügen mit unseren komplexen Medikamenten. Es gibt hier so 4 Hauptgruppen. Ich werde nicht über die Organtransplantierten, nicht über die Stammzelltransplantierten sprechen. Die sind häufig gut vorbereitet, wenn die Transplantation geplant ist mit Impfungen. Gibt aber auch dort, wie wir wissen, Schwierigkeiten. Ich beziehe mich mehr auf die Autoimmunerkrankten. Das ist ein riesiges Gebiet, gastroenterologisch, rheumatologisch, neurologisch, dermatologisch. Eben, könnte einen Morgen füllen. Wir haben die Grundkrankheit, die braucht eine Fülle von Medikamenten, bei denen wir wahrscheinlich nicht jedes Detail des Pathomechanismus kennen. Ich habe, das ist nur ein Auszug, es gibt viele, viele mehr. Sie alle kennen die Gruppe der monoklonalen Antikörper, TNF-Alpha-Blocker. Wir haben heute schon was gehört über Januskinase-Inhibitoren. Wir Infektiologen mussten uns vertraut machen mit zum Beispiel Baricitinib und Sie werden im Anschluss auch noch über spezielle Apps separat hören. Dann haben wir die Krankheit, wir haben die Immunsuppressiva und wir haben die Impfungen. Es sind rund 5 bis 27, aber die Hälfte davon sind sicher wichtig für uns, für die Grundimmunisierung hier in unserem Setting in Europa. Wie gehen wir vor? Ich glaube, es ist schwierig, in verschiedenen Settings zu sagen, was wir wann impfen. Wir müssen uns einfach diese 3 Fragen stellen und dann kommen wir häufig zum Ziel. Wir müssen uns fragen, was ist notwendig, was ist sicher für den Patienten und wirkt es auch notwendig? Was wollen wir denn verhindern? Wir wollen ganz klar die infektiösen oder hochansteckenden Infektionen und deren schweren Verläufe verhindern beim immunsupprimierten Patienten. Zu oberst aufgelistet sind Masern und Varizellen. Aber auch Pneumokokken gibt es schwere, invasive, teils letale Verläufe. Und natürlich stimmt das jetzt nicht mehr, wenn Covid zu unterst steht. Das ist bei den Immunsupprimierten auch
schlimm. Dann haben Sie wahrscheinlich alle in Ihrer Praxis schon Patienten gehabt. Ich nehme ein Beispiel, ein Patient mit einer multiplen Sklerose kommt oder sollte kommen zur Influenza-Impfung. Dieses Jahr nicht ganz aktuell, aber auch wichtig. Und er sagt, nein, ich möchte diese Impfung nicht, das löst einen Schub aus. Das ist nur ein Paradebeispiel. Wir wissen von verschiedenen Krankheiten, dass die Impfung ein deutlich geringeres Risiko hat, einen Schub auszulösen als die Infektion selbst. Ich kann hier gleich die Myokarditis aufnehmen. Bei Covid, da sind Sie alle vertraut. Die Infektion macht 4-mal häufiger eine Myokarditis, wie wenn das auftritt nach einer Impfung. Es ist immer ein Abwägen, es ist ein Aufklären der Patienten, damit sie mit uns am gleichen Strick ziehen. Auch wollen wir verhindern, dass es zu Infektionen kommt, wenn wir einen Lebendimpfstoff unter Immunsuppression verabreichen. Das können wir in ganz bestimmten Fällen machen, aber meistens nicht. Und dann die Frage der Wirksamkeit. Wir können die Wirksamkeit nicht in jedem Fall messen. Wir können Anti-HBs-Titer nach einer Hepatitis B-Impfung vor Immunsuppression messen und wissen damit das Schutzkorrelat. Bei Masern ist es anders. Da möchte ich auch sagen, das sollte man generell nicht bestimmen, eine Masernserologie. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Da wissen wir nicht, hatte nur eine oder zwei Impfungen gehabt und die Schutzdauer sagt uns auch nichts. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Was haben wir für Hilfsmittel? Wir haben einfache Grundregeln, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Dokumentierte Impfung steht klar über die Serologie. Die Serologie hat einen Stellenwert, aber einen geringen Stellenwert. Die Totimpfstoffe verabreichen wir im Idealfall 2 bis 4 Wochen vor Immunsuppression und die Lebendimpfstoffe noch ein bisschen früher. Und da kommen wir schon häufig in Probleme. Lebendimpfstoff, Masern sind 2 Impfungen, da hätten wir schon 8 Wochen, bis wir überhaupt die Immunsuppression starten dürften. Und das geht aufgrund der Grundkrankheit halt nicht immer. Und da muss man auch diese individuellen Situationen sorgfältig anschauen. Zeitabstände sind auch immer wieder Fragen. Tod und Leben kann man gleichzeitig verabreichen. Man weiß, dass die Impfantwort verstärkt ist, wenn man das kombiniert impfen kann. Und wir haben zum Glück eine Fülle von Hilfsmitteln, die ich auch immer wieder konsultiere. Es gibt vom BAG ECIF mindestens 4 verschiedene hilfreiche Dokumente, je nach Patientenpopulation. Wir haben hier 2014, mag schon älter klingen, die autoimmunentzündliche rheumatischen Erkrankungen mit den Impfempfehlungen. Da hat sich aber nicht so viel geändert, außer dass viel, viel mehr Medikamente natürlich auf den Markt gekommen sind. Wir haben eine Empfehlung für die entzündlichen Darmerkrankungen. Da gab es, glaube ich, ein Update. Christoph, du korrigierst mich im 20, dass das Prevenar zusätzlich empfohlen wird. Das ist auch nachzulesen. Und es fehlt aber noch für uns einiges. Zum Beispiel die dermatologischen Erkrankungen mit all diesen PD-1-Blockern oder die neoplastischen Erkrankungen, das machen wir unter Chemotherapie oder neuroimmunologischen, eben all die MS-Kranken. Jetzt möchte ich zum Beispiel gehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 42-jährigen Peruaner, der hat Diagnose einer Psoriasis-Arthritis, ist im Moment nicht immunsupprimiert, ist unter einer COX-2-Hämmertherapie, aber geplant ist eine JAK-Inhibitoren-Therapie. JAK-Inhibitoren binden an JAK-Kinasen, blockieren diese so, dass die Zytokine nicht gebildet werden können und so die Entzündungskaskade durchbrechen. Das ist geplant. Was wissen wir sonst über den Patienten? Er lebt in der Schweiz, arbeitet im Finanzsektor, ist verheiratet, sagt, er hat keine Kinder und er plant keine Kinder. Keinen Impfausweis, auch das ist ein bekanntes Phänomen, das Sie sich in der Praxis kennen. Und er sagt, aber ich habe meine Kinderimpfungen erhalten. Gehen wir der Reihe nach durch. Wir beginnen einfach mit der Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis Frage. Er weiß nicht, wann er das letzte Mal die Starrkrampfimpfung hatte. Er sagt, er hat auch keinen Kontakt zu kleinen Kindern und er reist vor Covid immer wieder mal nach Peru. Wir machen das ohne Abstimmung. In diesem Fall bekommt er ganz klar einen Booster mit DT Polio sicher, wahrscheinlich auch Pertussis, er ist 42, vielleicht hat er in einem Jahr Kinder oder was weiß ich. Und dann kann man einen Monat später die Serologie bestimmen und basierend auf dem Resultat weiter aufbauen, braucht es weitere Impfungen. Masern, Mumps, Röteln, er sagt, er sei immun, er hätte es durchgemacht. Wer würde eine Serologie machen, um das zu beweisen? Okay.
keine Serologie machen, er ist nicht immunsupprimiert. Wenn wir die Zeit haben für die Krankheit, bevor wir die Immunsuppression beginnen, dann impfen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Hepatitis A, B, B ist er nicht immun, er ist 42, würden wir impfen, ist er einverstanden. Hepatitis A gehört schon zu den Reiseimpfungen. In seinem Fall müsste er selbst berappen, muss man den Patienten aufklären, aber würden ihn doppelt impfen. Wir kommen zu den ergänzenden Impfungen. Und das habe ich in Rot gehalten, Herpes Zoster, er sagt, er hat wilde Blattung gehabt. Wir planen eine Immunsuppression, wer würde eine Serologie machen? Ich frage jetzt nur ins Publikum, ich bin heute nicht modern unterwegs. Niemand, das finde ich super, weil da können wir uns auf die Anamnese verlassen, dass er das durchgemacht hat. 42, Zoster, Impfung eigentlich nicht empfohlen, komme darauf zurück. Pneumokokken, wird immunsupprimiert, ist empfohlen, muss den Patienten informieren, dass er die Kosten im schlimmsten Fall selbst tragen muss oder im häufigeren Fall selbst tragen muss. Wir stellen Kostengutsprachen, auch wenn es empfohlen ist, das wird nicht automatisch übernommen. Noch nicht. Influenza Covid verliert keine Wort, muss geimpft werden. FSME am Mund in Zürich muss geimpft werden. Und die Reiseimpfungen, die lasse ich jetzt hier weg. Komme ich zurück auf den Herpes Zoster und die Frage. Wenn man mir das Alter anschauen, er ist 42, hat er kein hohes Risiko, ein Herpes Zoster in seinem jetzigen Zustand zu entwickeln. Wir wissen aber, dass ab 50, 60 das Risiko, einen Herpes Zoster zu entwickeln, steigt. Und darauf basiert auch unsere aktuelle Impfempfehlung oder bis vor kurzem aktuelle Impfempfehlung. Wir können aber das Alter nicht nur nehmen. Wir haben ja einen Patienten mit einem Immunsuppressiva geplant. Und wenn Sie sehen und erinnern, er bekommt einen JAK-Inhibitor, der steht ziemlich weit oben. Der hat fast ein 8-mal höheres Risiko, ein Herpes Zoster zu entwickeln mit diesem Medikament im Vergleich zu den Kontrollgruppen, die nicht immunsupprimiert sind. Das müssen wir berücksichtigen. Also haben wir hier schon eine andere Ausgangslage. Jetzt, was können wir ihm anbieten? Zostervax oder Shingrix? Zostervax bekannt, Lebendimpfstoff, aber eigentlich nicht so gut wirksam. Sie sehen hier unten auf der X-Achse die Jahre. Nach 4 Jahren haben wir schon einen ziemlich reduzierten Schutz, der halbiert sich innerhalb der Jahre und hat auch nicht sehr hoch gestartet mit 70%. Könnten wir ihn impfen, aber er ist 42, ist eigentlich nicht empfohlen. Shingrix, kennen Sie auch alle aus der Praxis, denke ich, ist das der Totimpfstoff, ist potenter und wirksamer, hat eine gute Wirksamkeit schon nach einem Jahr und aber auch bleibt hoch über 80%, nicht nur über die 4 Jahre, sondern auch die 10-Jahres-Daten sind gut. Bis anhin mussten wir das importieren aus Deutschland und Kanada. Es war teuer, der Patient muss es häufig selbst bezahlen. Aber die ECIF hat uns geholfen, auch die Swissmedic, weil der Impfstoff ist offiziell seit dem 8.10. in der Schweiz zugelassen. Die ECIF hat schnell reagiert und eine Empfehlung einen Monat später rausgegeben, mit eigentlich den gleichen Empfehlungen wie bei Zostervax, nämlich, dass wir die Personen über 65 impfen sollen. Diejenigen, die über 50 sind und Immunschwäche haben, sollen wir auch impfen mit Shingrix jetzt. Und neu ist, dass man auch schon die junge Generation impfen kann mit spezieller Immunschwäche. Und unser Patient, um den Bogen zu schließen, der ist 42, bekommt einen JAK-Inhibitor, dem empfehlen wir, Shingrix zu impfen. Und jetzt komme ich schon zum Ausblick. Genau das, was ich gesagt habe, es kommt im ersten Quartal, sollte Shingrix in der Schweiz erhältlich sein. Die Preisverhandlungen sind am Laufen, da wird man sich wahrscheinlich anpassen an die umliegenden Länder, wo das schon länger zur Verfügung steht. Wir müssen immer noch eine Kostengutsprache schreiben und den Patienten informieren, dass er das selbst tragen muss, wenn er das möchte. Und ganz, ganz glücklich macht mich auch die Ankündigung, dass im nächsten Jahr neue Empfehlungen kommen für die Population mit den onkologischen Erkrankungen. Da ist vor allem Prevena und Influenza zu erwähnen und aber auch für die neuroimmunologischen Erkrankungen soll speziell abgestimmt auf die verschiedenen Immunsuppressiva eine Empfehlung kommen. Genau, und hier unten immer, immer hilfreiche Referenzen, vor allem infovac.ch. Dann schließe ich hier mit. Rasant. Ganz herzlichen Dank, Nadja, zu diesem wichtigen Thema Impfung bei Immunsupprimierten. Fragen aus dem Publikum.
habe eine Frage im Chat, Nadja. Also du hast ja erwähnt, dass bei jemandem, der Masern, Mumps, Röteln, anamnestisch sagt, er hätte es durchgemacht, machen wir keine Serologien, sondern wir impfen. Weshalb keine Serologien, fragt jemand. Genau, also wenn man eine Impfung hat, wo muss ich anstehen, dass man mich sieht? Nein. Also genau, nach einer Impfung haben wir schon eine gute Wirksamkeit bis 80-90% und eine positive Serologie. Das heißt aber nichts über die Schutzdauer. Wir brauchen diese zwei Impfungen generell. Und das Durchgemachte, die Anamnese, ist einfach nicht verlässlich bei Masern, Mumps, Röteln. Und darum, wenn wir irgendwie können, einfach impfen. Die Masern-Serologie, aber Christoph, du korrigierst mich, ist dann wichtig, wenn wir keine Chance haben, zum einen Lebendimpfstoff zu verabreichen und irgendwie ein Gefühl haben, hat er schon mal Kontakt gehabt, und sonst eben Umgebungsimpfung. Gut, ganz herzlichen Dank an Nadja für diesen schönen Vortrag. Wir gehen weiter mit Johannes Nemeth, Oberarzt bei uns in der Klinik. Er wird zu Thema Infektion oder Inflammation sprechen zwischen Skylla und Colptis. Vielen Dank, Johannes. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, Ihnen heute ein kleines Referat bringen zu können. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema, deshalb habe ich entschieden, das an drei konkreten klinischen Fällen aufzuhängen, damit Sie verstehen, warum wir uns jetzt dafür interessieren. Der erste Fall ist eine 78-jährige Frau mit ihrem Leitsymptom trockenem Husten. Die Frau hat sich sehr gut von Ärzten ferngehalten. Sie hat keine andere, mit 78 Jahren keine andere Vorerkrankung, außer vor einem Jahr im 2020 periphere Lungenembolien, die unter Xarelto sind. Danach, die Leistungsfähigkeit ist aber danach nicht wieder gleich gut gewesen. Im Sommer diesen Jahres entwickelt die Patientin eine akute Hustenattacke nach dem Wandern, hat danach immer persistierend trockenen Husten, ist da zusätzlich müde, stellt sich in der hausärztlichen Praxis vor, dort wird ein Labor durchgeführt. Sie sehen, es hat einen deutlichen Entzündungszustand mit einem CRP von um die 100, eine Leukozytose und eine Thrombozytose. Nun, es wird bei Verdacht auf Pneumonie eine antibiotische Therapie mit Coamoxi und Clarithromycin begonnen, leider ohne relevante Besserung. Daraufhin wird dann noch immer in der hausärztlichen Praxis ein CT-Thorax durchgeführt, das ohne Infiltrat keine Lymphadenopathie und keine interstitiellen Auffälligkeiten zeigt, also ein mehr oder weniger unauffälliges CT-Thorax. Die Kollegen in der Praxis haben uns dann die Patientin zugewiesen. Wir haben eine weiterführende Anamnese gemacht. Sie hat über immer wiederkehrende Kopf- und vor allem Nackenschmerzen beklagt. Sie hat einen Gewichtsverlust von 3 Kilo in den letzten 3 Wochen und auch in den letzten 3 bis 4 Wochen Nachtschweiß. Nun, im Status war die Patientin eigentlich auffällig unauffällig, bis auf diesen Klopfschmerz in der Wirbelsäule, der, wie sie gesagt hat, ist aber chronisch vorbestehend, sonst hat es keine wegweisenden Befunde gegeben. Bei uns wiederum deutlich 74, ein CRP von 74, also ein erhöhter Entzündungszustand, eine leichte Anämie, und die Neutrophilie ist besser geworden, dafür hat sie jetzt eine Lymphopenie. Gut, jetzt möchte ich gerne meine Umfrage starten. Was glauben Sie, ist eine Tuberkulose am ersten abdominal beim unauffälligen CT-Thorax? Ist es eine Riesenzellarthritis? Kann natürlich immer sein. Ist es eine Sarkoidose? Das könnte auch sein. Oder ist es eine exogen allergische Alveolitis nach dem Wandern? Vielleicht hat sie was eingeatmet und dadurch den Husten und den Entzündungszustand gekriegt. Oh, ich bin überhaupt, vielleicht mit den 20 Sekunden war ich ein bisschen zu aggressiv wahrscheinlich. Es tut mir leid. Das nächste Mal mache ich das ein bisschen länger. Und es ist ein klarer Trend, es ist zwar ein bisschen ein gemischtes Bild, aber ein klarer Trend. Die Riesenzellarteritis ist sehr weit vorne. Sie sind sehr gute Differentialdiagnostiker. Ich war hoch erstaunt, wie ich das gesehen habe. Wir haben dann ein PET-CT gemacht. Man sieht aber schon im PET, auch ohne den PET-Anteil, hier ein deutlich Kontrastmittel aufnehmen, der Arteriothoracica interna. Und im PET-Teil dann
die Arterie vertebralis auch die anreichern und damit war für uns dann die Diagnose und natürlich die Senkung, die haben wir am Anfang auch schon gemacht, die war über 90, ist dann hochsuggestiv für eine Riesenzellarteritis gewesen. Wir haben dann noch die oberflächlichen Arterie temporalis subficialis, wo sie keine, auch im Retrospekt, keine Klinik angegeben hat, keine Kauklaudikatio, hat sie dann einen typischen Befund von einer Riesenzellarteritis gehabt. Und also aber diese, und jetzt im Moment, also unsere Working-Hypothese war, dass sie jetzt im Prinzip hatte sie primär wahrscheinlich die Riesenzellarteritis in der Arteria thoracica interna, was wiederum die Pleura gereizt hat und damit zu den Symptomen geführt hat. Hat mich sehr fasziniert, habe ich noch nie so gesehen. Gut. Also, die Differentialdiagnose, dass jemand mit chronischem Husten kommt und es dann eine Riesenzellarteritis ist, ist sehr schwierig und kann also, und das Einspuren des Patienten ist zentral wichtig. Das ist die Take-Home-Message vom ersten Fall. Der zweite Fall ist eine 58-jährige Frau mit einer bekannten seronegativen Polyarthritis. Die Patientin ist seit dem Jahr 2014, hat sie diese seronegative Polyarthritis. Sie ist relativ schwer. Sie ist immunsupprimiert mit Rituximab und Leflunomid. Im September 2020 fängt sie an, Beschwerden zu entwickeln. Und zwar fängt es an mit einer fokalen Epilepsie, die man nicht genau abklären konnte. Zwei Monate später wird sie hospitalisiert mit einer Hepatitis und Verdacht auf Leflunomid-Nebenwirkung. Dann kommt sie zu uns ins USZ im März 2021 und hat eine Exazerbation der Polyarthritis mit Beschwerden in den Händen, in den Ellbogen, der Schulter, auch neu im ISG. Zusätzlich seit November diese Leflunomid-assoziierte Hepatitis. Seither geht es ihr nicht gut. Sie hat weiterhin Diarrhoe, hat Appetitverlust, fühlt sich fiebrig und fühlt sich insgesamt einfach schlecht. Im Status fällt ein diffuses Exanthem auf dem überall an der oberen Extremität und dann ist vereinbar mit ihrer Polyarthritis sind die Grundgelenke druckdolent und offensichtlich etwas entzündet. Im Knie rechts hat einen möglichen Erguss und auch an den Füßen sind die Grundgelenke alle entzündet. Im Labor sehen wir ein CRP von ungefähr 80. Eine Leukozytose. Sie sehen, es hat noch immer ein bisschen was von dieser vermeintlichen Leflunomid-induzierten Hepatitis. Und genau, das ist ungefähr das, was wir sehen. Also es ist deutlich entzündet wiederum, aber nichts Wegweisendes. Wir haben das Knie punktiert. Es hat 38 Zellen drinnen, irgendwie so grenzwertig reaktiv, hellgelb, keine Kristalle. Und dann im Rahmen auch von dieser Epilepsieabklärung, obwohl sie eigentlich primär keine neurologischen Beschwerden hatte, wurde noch eine Liquorpunktion durchgeführt. Da haben wir 26 Zellen drin gefunden, Lymphozytär mit erhöhtem Protein. Das hat uns etwas nervöser gemacht als dieser grenzwertige Befund im Knie. Dann haben wir Serologien abgenommen, Serologien auf Coxiella, Francisella, Herpes simplex 1, 2 und VZV, die waren alle negativ. Dann haben wir PCRs abgenommen, auf Wippel, Herpes simplex, CMV, VZV, Gonokokken, Chlamydien, negativ. Und dann haben wir auch noch, und das wurde eine Borrelien-Serologie abgenommen. Das bringt uns immer völlig durcheinander, wenn wir so eine Klinik haben, die nicht typisch ist für eine Borreliose. Und dann nehmen uns die Leute eine Borrelien-Serologie ab, die war hochpositiv im Blut, aber negativ im Liquor oder grenzwertig positiv im Liquor. Das ist dann auch so interpretiert worden vom Labor. Gesamtbeurteilung ist es positiv. Der Befund ist vereinbar mit einer aktiven oder durchgemachten Infektion. Allerdings gibt es keine intratikale Antikörperbildung gegen Borrelia burgdorferi. Gut, jetzt möchte ich gern wissen, ich gebe Ihnen heute jetzt ein bisschen mehr Zeit. Was könnte das sein? Ist es ein Morbus Whipple? Die PCM-Liquor ist jetzt nicht die Untersuchung der Wahl. Ist es eine Infektion mit Francisella tularensis? Hat er einfach noch keine Zeit,
zu Sero konvertieren? Ist es eine Neuroborreliose, weil diese Serologien, die sind immer sehr schwierig zu beurteilen? Oder ist es doch einfach nur ein Lupus? Ist eigentlich die typische, ist eigentlich das typische Bild. So. Gut. Besten Dank fürs Mitmachen. Dann schauen wir mal, wie Sie da gewählt haben. Okay. Sie gehen davon aus, dass es eine Neuroborreliose ist. Das ist wiederum wichtig. Ja, Sie haben die Neuroborreliose richtig erkannt. Die PCR war im Liquor und im Gelenk positiv. Für mich war das extrem erstaunlich, es war für uns alle von der Infektiologie extrem erstaunlich, weil die Klinik in keine unserer Kategorien passt. Es passt nicht zur Arthritis, da passt die Zellzahl nicht, es passt nicht zur frühen Neuroborreliose, die Absenz von der Klinik, späte Neuroborreliose sowieso nicht mit der negativen Serologie. Und Erythema migrans und allergische lokale Reaktion hat sie ja auch nicht. Und warum hat diese Frau jetzt diese klinische Präsentation? Und ich glaube, das ist gerade im ersten Satz, den ich Ihnen erzählt habe über diese Patientin, enthüllt sich da das Geheimnis, das ist die Therapie mit Rituximab und Leflunomid. Und Sie wissen alle, Rituximab depletiert B-Zellen. B-Zellen und Leflunomid ist ein Antimetabolit, ein starker Antimetabolit. Und das Rituximab, meine Interpretation ist jetzt so, dass wir die B-Zellen so gehindert haben, ihren Job zu machen, dass sie natürlich dadurch nicht im Liquor Antikörper produzieren konnte. Wahrscheinlich hatte sie noch ein paar B-Zellen in der Peripherie, die diese positive Serologie hervorrufen konnten. Und insgesamt ist wahrscheinlich die gesamte Klinik, die extrem atypisch ist und eigentlich in keine von unseren Kategorien reinpasst, erklärbar mit einer Patientin, die eben so eine Immunsuppression hat. Gut. Der dritte Fall, also die Take-Home-Message aus von dem Fall ist, dass die Immunsuppression sowohl die klinische Präsentation als auch natürlich, wenn wir Serologien machen, unsere diagnostischen Tests massiv verändern können. Gut. Der dritte Fall ist unser kurzer Fall. So ein kurzes, kleines Telefon von einer Notfallstation aus einem umliegenden Spital. Und da fragt mich ein Kollege, ich habe da einen Patienten, der hat ein bisschen Fieber und ein bisschen Bauchschmerzen und er hat Guselkumab. Wegen Psoriasis, muss ich jetzt an was Bestimmtes denken. Und wir haben jetzt gerade gehört, dass die B-Zell-Depletion massive Effekt hat auf die klinische Präsentation. Wie ist denn das jetzt mit dem Guselkumab? Und natürlich tue ich so, als wüsste ich das, aber ich habe dann doch trotzdem keine Zeit und rufe lieber zurück, weil ich habe natürlich keine Ahnung, was Guselkumab jetzt denn genau macht. Oder? Ich habe das Einzige, woran ich gedacht habe, waren die Gundel-Gaukelei. Und dann habe ich nachgelesen dass Guselkumab Interleukin 23 blockiert und Interleukin 23 scheint jetzt wichtig zu sein für die Entwicklung von einer TH17-Antwort und eine TH17-Antwort ist wichtig wiederum im Rekrutieren von Effektorzellen an die Membranen um Infekte abzuwehren. Gut, es ist offensichtlich blockiert offensichtlich einen wichtigen Effektormechanismus. Welche Infektionen sind nun, oder ist es überhaupt erhöht mit Guselkumab, sind Infektionen mit Guselkumab erhöht? Und dann habe ich das erste Paper ausgegraben, das ist hier, es ist alles sehr neu natürlich, in den Frontiers in Immunology, da haben sie, die wurden als erstes Mal Studien untersucht, die Zulassungsstudien vom Guselkumab. Und hier sehen Sie das in der zweiten Reihe, da Infektionen sind doch deutlich erhöht. Und wenn man das dann noch genau nachschaut, sind es Infektionen im oberen Nasenrachenbereich, also ORL-Infektionen sind erhöht mit Guselkumab. Aber das ist wiederum die Zulassungsstudien, wo Safety in Phase 1 und 2 Studien getestet wurde gegen Placebo. Wenn man das jetzt aber noch mal ein bisschen genauer anschaut, wir testen ja nicht gegen Placebo, wir wollen ja wissen, wie ist es gegenüber anderen Immunsuppressoren. Sehen Sie, dass wenn man es zum Beispiel gegen Etanercept, einem sehr häufig verwendeten Immunsuppressivum, vergleicht, es dann plötzlich nicht mehr erhöhte Infektionsraten hat. Und nebenbei auch noch als kleine Nebenbemerkung ist, dass die nicht-steroidalen und vor allem Prednison
deutlich assoziiert war mit assoziierten Infektionsgefahr. Das wiederum heißt, im Moment wenigstens, das Guselkumab scheint bisher nicht so wahnsinnig gruselig zu sein, wie ich mir das initial gedacht habe. Aber es gibt ein Kabel, es ist sehr neu, nur weil wir bis heute kein spezifisches großes Signal mit Guselkumab sehen, heißt das nicht, dass es für immer so bleiben wird. Das mit dem Prednison, dass wir so leicht Prednison aus der Hand geben, ist eben, wir haben immer das Gefühl, das ist nicht so schlimm, weil es uns vertraut ist. Es ist, nur weil etwas alt und vertraut ist, ist es nicht unbedenklich. Und die Risikoeinschätzung bei dieser der explodierenden Anzahl von Immunmodulatoren ist extrem schwierig. Sie können B-Zellen depletieren, sind sie extrem immunsupprimiert. Da scheint es jetzt nicht wahnsinnig viel mehr zu machen, als eine Standard-immunmodulatorische Therapie bei Psoriasis. Aber eben, wenn Sie PD-1-Blockade machen, haben Sie eher Autoimmunphänomene. Und noch ein kleines PS. Der Patient mit Guselkumab, der hatte dann eine Cholezystitis mit bekanntem Steinleiden und das war mit 99%iger Wahrscheinlichkeit hat das nichts zu tun mit dem Guselkumab. So, was machen wir jetzt daraus? Also, wir haben jetzt versucht, dass wir das ein bisschen strukturieren. Wir haben eine ambulante Rheumatologie, Infektiologie, Co-Sprechstunde im Circle etabliert. Da haben wir die erste Patientin dann auch drinnen betreut und wie dann die Diagnose klar war, sie dann auch geimpft, zusammen mit der Hilfe von der Nadia. Dann machen wir rheumatologisch-infektiologische Falldiskussionen einmal in der Woche, wo sie uns theoretisch auch Patienten ohne sie zuzuweisen mal bitten können, dass wir sie diskutieren. Wir können natürlich diese zweite Patientin, an der wir sehr lange herumdiagnostiziert haben, können wir natürlich stationär auch abklären. Und wenn Sie sich unsicher sind oder Sie brauchen irgendwo Hilfe zwischen in diesem Bereich, können Sie die auch direkt zuweisen auf die zur infektiologisch-rheumatologischen Co-Sprechstunde an infektiologie@ust.ch. Oder wenn Sie nicht so sicher sind oder nur mal einen Patienten diskutieren wollen oder es nicht so klar ist, dann jederzeit bitte gerne ein E-Mail an mich, die Telefone läuten so oft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Johannes, für die schöne Übersicht. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich denke, die Fragen werden noch kommen. Wir haben immer mehr immunmodulierende Substanzen, immer mehr Immunsuppression. Wir sehen mehr Patienten und daher werden diese Fragen kommen und wir arbeiten hier sehr gerne mit Ihnen zusammen. Ganz herzlichen Dank. Nun kommt das nächste Thema, das wird von Dominik Braun, Oberarzt MFH bei uns in der Klinik vorgestellt werden. Let's talk about Sex, sexuelle Gesundheit als Eckpfeiler der Prävention. Vielen Dank, Dominik. Genau, also herzlich willkommen von mir. Ich darf jetzt die nächsten 15 Minuten über ein Thema sprechen, das die meisten interessiert. Und der Aufhänger ist, dass ich Ihnen hier ein weiteres Angebot unserer ambulanten Sprechstunde vertraut machen möchte. Und zwar haben wir jetzt eine sogenannte Sexual Health Sprechstunde. Und Sie sehen hier unten auch den Link, wie Sie auf diese Zuweisungsplattform kommen. Ich möchte das relativ praxisorientiert machen. Also das könnte jetzt auch eine Anfrage in Ihrer Praxis sein. Und hier geht es um einen 26-jährigen Mann, der sich bei Ihnen meldet, weil er ein Screening möchte auf sexuell übertragbare Infektionskrankheiten. Das kürze ich jetzt nachfolgend immer als STI ab. Und dieser Mann ist seit 3 Monaten in einer neuen Partnerschaft, gleichgeschlechtlich mit einem Mann. Er hat relativ oft sexuelle Kontakte, zum Teil auch ungeschützter analrezeptiver Geschlechtsverkehr. Und er sagt, vor 14 Tagen gab es da das letzte Mal so einen ungeschützten Kontakt, aber er fühlt sich aktuell völlig beschwerdefrei. Und dann erzählt er noch, dass er vor 4 Jahren mal eine Syphilis-Infektion hat und die wurde aber behandelt. Und dann hat er noch eine Penicillinallergie, allerdings keine schwere, sondern einfach ein Exanthem. Und ich möchte jetzt hier zur ersten Frage kommen. Ich lese Ihnen das vor. Also die Frage ist, welche Screening-Untersuchungen bieten Sie jetzt hier an? Ist es erstens der HIV-Suchtest? Und jetzt, eben weil es ein MSM, ein Mann, der Sex mit Männern hat, der Hepatitis C-Antikörper-Suchtest, eine Lewis-Serologie und dann die PCR, gepoolt, Abstriche, pharyngeal, rektal und urethral und CT, sich denen steht für Chlamydia trachomatis und NG für Neisseria gonorrhoe. Oder sagen Sie, hier braucht es zusätzlich zu den Neisserien und den Chlamydien, die Sie suchen, auch noch Mycoplasma genitalium. Das ist das B. Oder sagen Sie, Hepatitis C-Antikörper braucht es nicht,
Mycoplasma genitalium braucht es nicht. Sie machen einfach HIV, Lues und sie suchen die Chlamydien und die Neisserien. Oder sagen Sie, also der hat ja gar keine Symptome, weshalb ein Screening auf sexuell übertragbare Infektionskrankheiten, aber HIV, das mache ich, weil er da repetitiv diese Risikosituationen hat. Ich gebe Ihnen jetzt 20 Sekunden Zeit, sich für eine Lösung zu entscheiden. Okay, ich stoppe das. Und die meisten würden hier quasi das volle Paket machen und dann aber doch viele, die auch Mycoplasma genitalium hier screenen würden. Da bin ich eigentlich froh, weil dann lernen Sie vielleicht gleich etwas jetzt von diesem Vortrag. Die Wahlantwort aus meiner Sicht wäre A, dass Sie eben einmal pro Jahr noch Hepatitis C suchen. Also ein paar generelle Überlegungen, also STI-Screening bei Männern, die Sex mit Männern haben, mit multiplen Partner oder Partnerinnen, wie jetzt dieser Herr hier, da sollten Sie alle 3 oder 6 Monate das Screening anbieten. Wenn jetzt er nicht ein MSM wäre, aber heterosexuell, dann würde das einmal pro Jahr reichen. Und weil eben bei den MSM Hepatitis C akute Infektionen auch bei den HIV-Negativen vorkommen kann, empfehlen die Guidelines einmal pro Jahr diese Serologie zu machen. Und wenn Sie Verdacht auf eine akute Hepatitis C-Infektion haben, die sind ja in den meisten Fällen zwar asymptomatisch, aber wenn jemand jetzt wirklich dunkle Urin, heller Stuhl, erhöhte Transaminasen, dann eher Hepatitis C, PCR als Antikörper. Dann Mycoplasma genitalium, viele von Ihnen hätten das jetzt gescreent. Die Guidelines sagen klar, kein Screening auf Mycoplasma genitalium bei asymptomatischen Personen. Und er war ja asymptomatisch. Also bitte nicht screenen. Bei der HIV-Infektion, das wissen Sie mit dem Viertgenerationstest, ist das diagnostische Fenster 6 Wochen. Er hatte vor 2 Wochen einen ungeschützten Kontakt. Also die HIV-Infektion ist hier noch nicht draußen. Bei der Inkubationszeit, bei der Syphilis, die Inkubationszeit ist hier lang oder kann lang sein, bis zu 90 Tagen. Somit haben wir die formal mit der Serologie auch noch nicht ausgeschlossen. Ich denke, diese Inkubationszeiten, das ist etwas, was Sie sich merken können oder hier dann nachlesen können, weil bei Neisseria gonorrhoe ist sie kürzer und bei Chlamydia trachomatis ist sie 2 bis 6 Wochen und bei Neisseria gonorrhoe in der Regel nur wenige Tage. Nun, gute News. Das BAG hat vor einigen Tagen publiziert, dass die HIV-Infektion und Neudiagnosen zum ersten Mal unter 300 gefallen sind in den letzten Jahrzehnten fast schon. Und das ist sicher ein erfreulicher Trend. Und Sie sehen, wenn man da Männer und Frauen anschaut und MSM blau gestrichelt und grün heterosexuell, es geht überall runter. Das ist für 2020. Ich wäre mir noch nicht so sicher, wie es in 2021 ausschaut, weil hier ist bestimmt auch noch die Covid-Pandemie mit drin. Und da sehen wir, dass eben die Covid-Pandemie auch dazu geführt hat, dass wir weniger getestet haben und auch weniger Infektionen gefunden haben, als wir erwartet hätten. Sie sehen hier diese 4 Infektionskrankheiten aufgeführt. Dieses graue Band, das ist diese beobachtete wöchentliche Fallzahl in der Schweiz im Covid-Pandemie. Entschuldigung, das ist die Linie, die da so rauf und runter geht. Das ist das, was man gefunden hat. Und das graue Band, das ist das 95% Konfidenzintervall der zu erwarteten Fallzahlen ohne Pandemie. Und Sie sehen, wir sind einfach unter diesen zu erwarteten Fallzahlen, was auch damit zu tun hat, dass wir weniger getestet haben. Und wir sehen jetzt in den letzten Wochen wieder relativ viele auch akute HIV-Infektionen. Also vielleicht sieht das dann für 2021 wieder anders aus, aber jetzt zumindest für 2020 deutlicher Rückgang. Nun, was haben wir jetzt hier bei diesem Herrn gefunden? Und hier haben wir ein Multiplex-PCR genommen als Screening und vielleicht bieten das auch viele Labors an, die Sie auch nutzen, eben Multiplex, viele Erreger in einer PCR. Wir haben diese PCR selber entwickelt, zusammen mit dem Institut für medizinische Mikrobiologie und haben da bewusst Mycoplasma genitalium reingenommen, auch aus Sicht einer Studie, die wir durchgeführt haben. Und Sie sehen hier, ist es jetzt überraschend, er war asymptomatisch, man findet hier Gonokokken. Nein, ist es nicht. 80% bis 70% mit einer Gonorrhoe sind eben asymptomatisch. Und wir finden hier noch Mycoplasma genitalium, also eigentlich das, was wir gar nicht gesucht hätten, wäre es das nicht in dieser Multiplex
PCR drin gewesen und wir bekommen hier noch die genotypische Resistenztestung und die sagt, dass die Makrolide, eigentlich unsere First-Line-Therapie, sogar resistent sind. Bitte keine systematischen Suchen nach Ureaplasmen. Als wir diese Multiplex-PCR entwickelt haben, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, Ureaplasma Parvum, Urealyticum hier reinzunehmen. Das sollten Sie bis auf ganz, ganz wenige Situationen nicht suchen, weil das ist sehr häufig Kolonisation. Sie finden es sehr oft. Es entstehen Ängste. Sie werden Partnertherapien einsetzen müssen. Und am Schluss haben Sie mehr Schaden als Nutzen. Also bitte kein Screening auf Ureaplasmen. Jetzt haben Sie hier also die Gonokokken nachgewiesen und Mycoplasma genitalium nachgewiesen. Jetzt meine zweite Frage an Sie. Welche Therapie würden Sie jetzt hier in dieser Situation empfehlen? Keine Behandlung, da der Patient ja wie gesagt asymptomatisch ist. Geben Sie Ceftriaxon 1 Gramm IM, um die Gonorrhoe zu behandeln. Geben Sie, um die Gonorrhoe zu behandeln, eine doppelte Dose, also eine Doppeltherapie noch mit dem Azithromycin 2 Gramm. Oder behandeln Sie jetzt diese Mycoplasma genitalium Infektion, die ja makrolidresistent ist, mit der in dem Fall empfohlenen Therapie mit Lidendoxycyclin für 7 Tage, gefolgt dann von Moxifloxacin für 10 Tage. Ich gebe Ihnen wieder 30 oder 20 Sekunden Zeit, sich hier zu entscheiden, A, B, C oder D. Okay, das freut mich. Die meisten würden Ceftriaxon geben, aber eine ziemlich große Menge würde hier auch Azithromycin geben oder sogar noch die Mycoplasma genitalium mitbehandeln. Bin ich froh, weil da haben Sie wieder was gelernt, weil aus meiner Sicht hier nur die Gonorrhoe behandelt werden sollte. Ich habe Ihnen hier aufgeführt die verschiedenen therapeutischen Alternativen oder First-Line-Therapien bei den verschiedenen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten. Chlamydien, das habe ich Ihnen vor 2 Jahren, glaube ich, mal erzählt, da geben wir primär Doxycyclin und das Azithromycin, das geben wir wirklich nur, wenn das Doxycyclin nicht geht. Zum Beispiel, er geht auf Mallorca an die Sonne und hat zufälligerweise sofort noch eine Urethritis. Das Doxycyclin, das kann dann die Sonnenbarriere runtersetzen, dass die schneller einen Sonnenbrand bekommen. Bei der Gonorrhoe, das habe ich Ihnen, glaube ich, auch vor 2 Jahren erzählt, da sind wir eben dazu übergegangen, nur noch Ceftriaxon einzusetzen und diese duale Therapie mit Azithromycin wegzulassen. Das werde ich Ihnen gleich noch zeigen, weshalb. Also einerseits haben wir Resistenzproblematik, andererseits haben wir eben den Kollateralschaden auf Mycoplasma genitalium, welches dann häufig makrolidresistent ist, wenn wir es dann behandeln wollen, weil jemand symptomatisch ist, was jetzt bei diesem Patienten nicht der Fall ist, weil er nicht symptomatisch ist. Und dann haben wir eben Mycoplasma genitalium. Da haben wir bei einer fehlenden Makrolidresistenz das Doxycyclin-Lead-In von Azithromycin in einer höheren Dosierung über mehrere Tage. Und bei Makrolidresistenz geben wir eben die Therapie, die hier oben aufgeführt ist. Und hier in diesem schlauen Büchlein von uns steht auch nochmals geschrieben, bitte keine Screening auf Mycoplasma genitalium bei asymptomatischen Patienten. Wenn jemand eine Cervicitis oder eine Proktitis hat und Gonorrhoe und Chlamydien ist draußen, dann sollten Sie Mycoplasma genitalium suchen, weil das mal selten eines dieser Krankheitsbilder machen kann. Ich habe Ihnen von dieser Studie erzählt, wo wir über 1,5 Jahre Patienten aus der HIV-Sprechstunde mit einem hohen Risiko für STIs regelmäßig alle 3 Monate gescreent haben, mit diesem Multiplex-Panel, welches ich es Ihnen jetzt schon vorgestellt habe. Und für uns etwas überraschend, Sie sehen es ganz rechts bei der Periodeprävalenz über 1,5 Jahre, Mycoplasma genitalium haben wir am häufigsten gefunden von allen STIs, die hier aufgeführt sind. Und auch eine sehr hohe Inzidenzrate. Also sie sind in dieser Population jetzt von mehrheitlich MSM, HIV-positiv auf dem Vormarsch. Das ist auch für HIV-negative MSM der Fall. Bei den Heterosexuellen ist die Epidemiologie ein wenig anders. Und dann haben wir eben systematisch diese Resistenz angeschaut, genotypisch, und haben gesehen, dass in 78% die Makrolide resistent waren. Also sicher auch hier eine
Überraschung. Das heißt, wenn Sie keine genotypische Resistenztestung machen können und einen symptomatischen Patienten haben, wo Sie Mycoplasma genitalium behandeln wollen, dann sollten Sie in jedem Fall eigentlich Moxifloxacin einsetzen oder noch besser diese genotypische Resistenztestung machen, weil eben 80% makrolidresistent sind. Nochmals, Mycoplasma genitalium nicht behandeln, falls asymptomatisch. Wir haben in dieser Studie gesehen, dass 30% der MSM, die Mycoplasma genitalium hatten, dieses bei der nachfolgenden Suche wieder nach diesen STIs spontan verloren haben. Das ist häufig auch eine transiente Kolonisation und unterstützt eben die Aussage, dass wir die nicht behandeln sollen, wenn jemand nicht symptomatisch ist. Die genotypische Resistenztestung würde ich Ihnen empfehlen, bieten wir an am IMM. Eine Behandlung asymptomatischer Personen kann man diskutieren bei einer festen Partnerschaft, wo das quasi von außen reingekommen ist, wo man natürlich dann die Situation hat, dass der asymptomatische Patient das auf den Partner überträgt und es dort wieder symptomatisch ist. Dann noch die Empfehlung in den Guidelines, dass man bei Neisseria gonorrhoeae eine Kultur anlegen soll. Das steht so in den Schweizer Infektiologie-Guidelines geschrieben. Wir haben das auch hier für eine andere Studie prospektiv gemacht. Ceftriaxon, Sie sehen sehr gute MHKs. Sie sehen für Cefixim, dieses perorale Cephalosporin, was mittlerweile in der Schweiz nicht mehr auf dem Markt ist, sehr gute MHKs. Und Sie sehen für Azithromycin, das ist nämlich die Second-Line-Therapie bei Ceftriaxon, Unverträglichkeit oder Allergie, da sehen wir jetzt hier in diesem Fall eine Resistenz. Und das deckt sich hier mit einer Datensammlung, wo wir von, glaube ich, 34 Isolaten ziemlich viele Kulturen angelegt haben mit verschiedensten Reserveantibiotika im Rahmen einer Dissertation. Sie sehen hier, Ceftriaxon geht eigentlich immer, dieser eine Stamm, wo es nicht geht, der war importiert aus dem Ausland. Azithromycin sehen Sie ein gemischtes Bild, gibt es auch resistente Stämme darunter. Dann sehen Sie Cefixim, durchgängig sensibel, ist in der Schweiz nicht mehr auf dem Markt. Deshalb haben wir Cefprodoxim ausgetestet, das ist in der Schweiz auf dem Markt. Da sehen Sie, das funktioniert eigentlich auch durchgängig in vitro. Dann haben wir Gentamicin, das ist das Reserveantibiotikum, ausgetestet, funktioniert auch fast immer. Auch Ertapenem habe ich in der Literatur gelesen, dass es zum Teil funktionieren kann. Sieht hier auch sehr gut aus. Und dann hat Silvia Brucco und Thomas Schei haben uns noch Reserveantibiotika ausgetestet, die noch nicht auf dem Markt sind. Und da ist es vor allem ein neueres Quinolon, wo Sie sehen, im Gegenteil zum Ciprofloxacin, durchgängig S, das könnte für die Zukunft eine Option sein und hier ein neueres Makrolid, welches auch nicht allzu schlecht ausschaut. Also bei diesem Patienten, er wollte keine Behandlung von Mycoplasma genitalium, auch der Partner nicht. Wir haben einmal Ceftriaxon gegeben, wir haben einen HIV-Generations-, Viertgenerationstest und die Lewis-Serologie nach 4 Wochen nochmals wiederholt. Wir haben ihm HPV-Impfung Gardasil 9 im Rahmen des kantonalen Impfprogrammes angeboten. Bitte Partnernotifikation nicht vergessen, das können Sie nachlesen, Sie bekommen die Slides. Wichtig ist, dass diese Leute ihre Partnerinnen und Partner informieren und da sehen Sie genau in Abhängigkeit der Inkubationszeit, in welchem Zeitraum das gemacht werden soll. Da gehe ich jetzt nicht aus Zeitgründen auf jede Konstellation einzeln durch. Und natürlich noch, haben Sie etwas vergessen, der hat ein recht ausgeprägtes Risikoverhalten außerhalb einer Partnerschaft. Könnte der ein Kandidat sein für die HIV-Präexpositionsprophylaxe? Das habe ich Ihnen auch schon vorgestellt. Auch hier bieten wir eine Sprechstunde an und da können Sie uns auch diese Person zuweisen. Also zusammenfassend, keine Testung auf Mycoplasma genitalium bei asymptomatischen Personen, keine Behandlung bei asymptomatischen Personen, keine routinemäßige Testung auf Uraplasma-Spezies, keine routinemäßige Kultur, obwohl es so empfohlen ist im Raum Zürich, weil einfach momentan die Resistenzlage, wie wir gesehen haben, eigentlich sehr gut ausschaut. Ceftriaxon 1 Gramm IM als Standardtherapie. Wir haben aktuell keine klinischen Wirksamkeitsdaten zu diesen neueren peroralen Antibiotika oder auch Ceftriaxon. Also das können Sie jetzt nicht einfach übernehmen, weil wir das in dieser Dissertation so gesehen haben. Da müssten wir zuerst vielleicht eine gescheite Studie machen, um zu zeigen, dass Ceftriaxon auch funktioniert oder Ertapenem. Und eben, Sie haben die Möglichkeit, wenn das alles zu kompliziert ist, uns diese Patienten in die Sexual Health Sprechstunde oder auch dann eben für die HIV-Präexpositionsprophylaxe Sprechstunde zuzuweisen. Das wäre es von meiner Seite gewesen.
Gibt es noch Fragen? Ganz herzlichen Dank, Dominik. Vielen Dank für die schöne Zusammenstellung. Es gibt Fragen im Online-Chat. Genau, bezahlt die Krankenkasse das Screening alle 3 Monate, Dominik? Also, es ist so, bei asymptomatischen Personen muss sie das nicht zahlen. Bei symptomatischen Personen muss sie es bezahlen. Bei der HIV-PrEP screenen wir ja alle 3 Monate, ob die Leute symptomatisch sind oder asymptomatisch sind, weil ich Ihnen ja gesagt habe, dass 70% dieser STIs asymptomatisch sind. Und wir hatten in den letzten 3 Jahren, glaube ich, schweizweit 4 oder 5 Fälle, wo die Krankenkasse dieses Screening abgelehnt hat. Also die Antwort ist, in den meisten Fällen wird es bezahlt, aber wir machen unsere Klientinnen und Klienten darauf aufmerksam, dass sie, solange sie nicht symptomatisch sind, die Krankenkasse das im dümmsten Fall ablehnen kann. Gut, dann gibt es noch, kann ich statt Chlamydien- und Gonokokkenabstrich auch die PCR-Bestimmung im Morgenurin machen? Genau, das können Sie. Weshalb wir das jetzt bei uns bevorzugt aus dem Uretralabstrich machen, ist, dass wir eben ein sogenanntes gepooltes Testing machen. Wenn Sie nur urogenital suchen, dann verpassen Sie in der Regel 75% der Infektionen, weil die pharyngeal sind oder jetzt bei den MSM rektal. Das heißt, wir suchen immer an allen 3 Orten, bei Leuten, die kein Nahverkehr praktizieren, immer pharyngeal und dann können Sie quasi aus dem Abstrich vom Pharynx und dem Abstrich der Uretra ein gepooltes Testing machen und Sie zahlen nur einmal eine PCR, weil es ist Ihnen am Schluss wurscht, ob die wo jetzt die Infektion stattgefunden hat, weil Sie behandeln es genau gleich. Und beim Urin haben Sie dann wie 2 separate Analysen, Rachen und Urin oder allenfalls noch rektal und dann wird es teurer. Deshalb machen wir das mit diesen Stäbchen. Ist nicht immer ganz angenehm, aber die meisten tolerieren das recht gut. Dann im Chat noch eine Frage. Metronidazol bei Chlamydien, so jetzt bei der Urethritis, oder gibst du das nur bei Pelvic Inflammatory Disease? Also Metronidazol und Chlamydien, da klingelt es bei mir gar nicht, wird auch nicht empfohlen in den Guidelines. Also von dem her ist es wirklich Doxycyclin oder dann das Azithromycin. Vielen Dank. Noch eine letzte Frage aus dem Saal. Bei Frauen gilt das Gleiche mit den Mykoplasmen und Ureaplasmen? Ja, genau. Oder? Also es ist bei schwangeren Frauen nochmals ein bisschen eine andere Diskussion. Aber grundsätzlich gilt das auch so und die meisten Guidelines oder eben auch Experten empfehlen kein Screening auf diese Erreger. Das Problem ist ja, dass das eben häufig in diesen Multiplex-PCRs drin ist. Und dann haben Sie das und dann müssen Sie dieser Frau oder diesem Mann erklären, weshalb Sie jetzt das nicht behandeln. Da geht er ins Internet und findet natürlich irgendwelche Assoziationen und dann wird es sehr kompliziert. Aber man könnte auch schon sagen, das bietet die Firma so an. Wenn es gefunden wird, behandeln wir es nicht. Und dann wissen die das schon ein bisschen, dass es vielleicht halt detektiert wird, aber Sie haben ihm schon gesagt, dass Sie es nicht behandeln würden, wenn man es findet. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank nochmals an Dominik. Die nächste Rednerin ist Professor Barbara Hasse. Sie wird aus unserem Alltag im Rämi-Dienst der ambulanten Sprechstunde berichten, 24/7. Vielen Dank, Barbara. Danke. Also, jetzt geht es im Moment gerade nicht. Genau, gut. Also wir haben eine Vielzahl an Themen. Und ich hatte wirklich die Qual der Wahl, was ich jetzt auslesen soll, ja oder nein. Und fast das Schwierigste in der Vorbereitung dieses Vortrags war, ein Nicht-SARS-CoV-Thema herauszufinden. Netterweise hat Nadja Eberhardt und ich hatten die letzten 2 Wochen Dienst, ich noch zusammen mit den Antikörpern. Und entsprechend haben wir ein Potpourri versucht zu sammeln, welches für Sie interessant sein könnte. Sie sehen, was da alles kommt. Blau ist alles Covid. Und erst da kommen dann einzelne scheue Themen, die nicht mit Covid zu tun haben. Und die zeige ich Ihnen hier jetzt. Genau. Jetzt habe ich für mich beschlossen, dass Sie wahrscheinlich die Helicobacter-Resistenz und Therapie interessieren könnte. Tollwut hat Roberto Speck, glaube ich, letztes Jahr gebracht. Genau. Gut. Also, die konkrete Fallvignette, die mich vor etwa 2 Monaten beschäftigt hat, ein 58-jähriger Patient,
Er hat eine Aerophagie und ein saures Aufstoßen und kürzlich hat er mit Pantoprazol begonnen. In der Vergangenheit, sagt er seinem Hausarzt, hatte er bereits mehrmals einen Nachweis von Helicobacter pylori und verschiedene Therapieversuche. Er ist bei einem niedergelassenen HIV-Pakt in der Betreuung, ist dort sehr gut eingestellt mit einem nicht nachweisbaren Viruslast. Das Telefon klingelt und wir werden kontaktiert. Genau. Helicobacter pylori, wissen Sie alle, ist ein gramnegatives spiralförmiges Bakterium. Es produziert Urease, womit er einen Überlebensvorteil im sauren Magenmilieu hat. Man schätzt, dass etwa 10% der Weltbevölkerung damit infiziert sind, mit verschiedenen Reservoirs, unter anderem mit Menschen in den Abwässern, zum Teil auch in den Katzen. Die Übertragung variiert, es geht von Mensch zu Mensch, fäko-oral, oro-oral oder gastro-oral und häufig geschieht die Infektion bereits im Kindesalter. Grundsatz, wann sucht man einen Helicobacter pylori? Immer, wenn auch bei einem positiven Resultat dann auch tatsächlich eine Therapie in Erwägung gezogen wird. Und Indikationen für Testungen, wo es eigentlich klar ist, ist, wenn man einen Ulkus hat, bei einem Mantellymphom des Magens oder bei einem Adenokarzinom. Weniger Evidenz gibt es eigentlich für das Setting, wo dieser Patient jetzt getestet wurde mit chronischer Dyspepsie oder dieser Aerophagie, also dass er wie ein ständiges Rülpsen hat. Aber wir haben jetzt die Tatsache, dass dieser Keim nachgewiesen worden ist. Gut, jetzt Sie veranlassen eine Gastroskopie. Auf was für eine Diagnostik würden Sie setzen? Machen Sie eine Histologie? Suchen Sie Helicobacter mit einer PCR? Machen Sie eine PNA-Fisch-Analyse? Setzen Sie auf den Urease-Test oder machen Sie eine Kultur? Jetzt muss ich das da starten. Ja. Genau. Keine Ahnung. Entschuldigung, ausgerechnet bei mir funktioniert es jetzt nicht. Gut, also. Geht nicht. Okay, gut, machen wir weiter. Also, wie suchen wir den Helicobacter? Grundsatz, wir setzen die Protonenpumpen-Inhibitoren ab. 4 Wochen vor der Diagnostik idealerweise auch Antibiotika und Bismut. Die Histologie ist eigentlich der Goldstandard. Die anderen Testungen, die vorhanden sind, die haben unterschiedliche Sensitivitäten. Aber eigentlich ist die Histologie unser Goldstandard. Die RT-PCR erfordert eigentlich ein sehr gutes Equipment im Labor, könnte aber gleichzeitig auch noch eine Auskunft geben über die Resistenzmutationen. Was sind unsere nicht-invasiven Diagnostikmethoden? Wir haben den C-Urea-Atemtest, wir haben das Stuhlantigen oder die Serologie, wobei eigentlich der C-Urea-Atemtest eher geeignet ist für die Bestätigung der Eradikation und die Serologie und die Stuhlantigene sind von unterschiedlicher Sensitivität und Spezifität, wobei das Stuhlantigen ist gar nicht so schlecht. Jetzt zurück zu unserem Patient. Er hatte die Gastroskopie, dabei sieht man eine diffusfleckförmige Rötung der Magenschleimhaut, keine klaren Hinweise für eine erosive Refluxerkrankung und er hatte eine Biopsie. Dabei findet man tatsächlich den Helicobacter pylori und es wird eine Kultur angelegt in Rücksprache mit uns. Und tatsächlich, Sie sehen das Antibiogramm, wobei der Patient eine Clarithromycin-Resistenz hat, eine Levofloxacin-Resistenz und eine Metronidazol-Resistenz, was ja auch gut dazu passt, dass er vorgängig immer mal wieder behandelt worden ist. Multiresistente Keime sind auf dem Vormarsch. Wir haben es von Miriam Vasquez vorher gehört. Eine der größten Herausforderungen der modernen Medizin. Und Sie sehen hier eine schöne Zusammenstellung von Adrian Egli im Swiss Medical Forum. Und hier finden wir unter anderem auch den Clarithromycin-resistenten Helicobacter, der eine neue therapeutische Herausforderung werden wird.
Was tun wir oder wie überwachen wir die Sachen in der Schweiz? Wir haben einerseits die Koordination via Anresis und dann gibt es das Nationale Referenzzentrum für Antibiotikaresistenzen, NARA. Wie sieht es dann dort eigentlich aus? Hier sehen Sie verschiedene Daten für die Clarithromycin-Resistenz und eine Kultur wird eigentlich empfohlen an den Orten, wo man eine Clarithromycin-Resistenz von über 15% erwartet. Ich habe das hier rot hinterlegt und Sie sehen, es gibt auch einzelne Länder, wo das tatsächlich der Fall ist. Was sind die Risikofaktoren oder was könnte jetzt bei diesem Patient konkret dazu geführt haben? Vorgängige makrolidbasierte Therapien, dann eben die Gegend oder das Land, wo der Patient herkommt. Genau. Oder ein Versagen auf die vorherige Therapie. Jetzt, wie behandeln wir jetzt diesen Patienten? Das heißt, wir müssen einerseits wissen, wie sind unsere Antibiotikaresistenzdaten basierend auf dem Ganzen. Und dann natürlich auch hervorragend das Infect-Tool, wo wir nachschauen können. Ich habe nachgeschaut und was im Moment im Tool ist, da findet man schrecklicherweise bei etwa 400 Isolaten, findet man eine Clarithromycin-Resistenz von 44%. Das Erste, was ich gemacht habe, sofort Silvio Brucker anrufen und fragen, wie er sich denkt, dass das kommen könnte. Er argumentiert in Rücksprache auch mit verschiedenen Experten in der Schweiz, dass es sich um eine Selection Bias handeln könnte, weil eigentlich nur selten Isolate eingeschickt werden, wo es zu einem Therapieversagen gekommen ist. Und wahrscheinlich ist die tatsächliche Clarithromycin-Resistenz in der Schweiz deutlich kleiner. Ob sie jetzt bei 15% oder höher liegt, sei jetzt mal dahingestellt. Gut, also. Jetzt, wie behandeln wir, und ich hoffe, diese Umfrage klappt jetzt nun, behandeln wir den Patienten mit einer bismuthaltigen Therapie, geben wir eine hochdosierte Dualtherapie, eine Tripletherapie mit Metronidazol, geben wir rifaputinhaltige Therapie oder Levofloxacin. Genau, gerne abstimmen. Eine schwierige Frage und ehrlicherweise, ich muss das auch nachschauen. Im Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne schauen, Sie geben eine bismuthaltige Vierertherapie. Das sieht sehr gut aus. Hier sind die Behandlungsguidelines für einen Helicobacter pylori. Sie sehen das hier. Das wäre ja die klassische Triple-Therapie, kommt im Moment für diesen Patienten eher nicht in Frage. Das wäre die Vierer-Therapie, wie wir sie gängigerweise geben. Und wenn wir jetzt die verschiedenen Regime hier anschauen, die wir noch zur Verfügung haben, dann gibt es eine schöne Guideline, wie man vorgehen kann im Falle eines einzigen Therapieversagens, wo die Therapieregime aufgeführt sind. Oder sogar eine Spezialsituation nach mehreren Therapieversagen. Wenn wir jetzt die Situation dieses Patienten anschauen, dann sagen wir, dass eine gängige Clarithromycin-Resistenz vorhanden ist und er hat hier diese Therapie mit dem Clarithromycin gehabt. Geht man dann weiter, das Bismut hat er auch schon hinter sich, das hat der Hausarzt dann noch herausgefunden und entsprechend ist man dann zuerst auf die Levofloxacin-basierte Therapie und man könnte sogar noch auf die hochdosierte Dualtherapie mit dem Amoxicillin. Das ist dann am Schluss mit dem speziellen Protonenpumpeninhibitor Abebaxol, wo wir uns mit dem Hausarzt dann auf ein solches Therapieregime geeinigt haben. Jetzt, was sollte man noch tun? Die Eradikationsdiagnostik für den Helicobacter würde man 4 Wochen später machen, kann gemacht werden mit dem C-Urea-Atemtest, welches ich vorher gesagt habe. Die Serologie ist nicht geeignet zudem und die Endoskopie wäre eigentlich empfohlen bei Patienten mit persistierender Helicobacter-Infektion. Ja, damit danke ich. Ganz herzlichen Dank an Barbara. Wir schätzen diese Interaktionen sehr
und diese Anfragen, immer wieder spannende Fälle. Darum vielen Dank für diese Interaktion, auch dass Sie uns Patienten regelmäßig zuweisen, wie auch diesen Patienten. Es bleibt spannend. Nun, wir gehen von dem ambulanten Setting als Finale noch in das stationäre Setting. Es werden Roberto Speck, Oberarzt MFV, und Peter Schreiber, Oberarzt bei uns in der Infektiologie und Spitalhygiene, berichten über eine nicht alltägliche Manifestation einer häufigen Erkrankung. Vielen Dank. Guten Morgen. Also ich habe eine relativ belegte Stimme, aber ich kann Sie versichern, ich bin 5G. Ich wurde dreimal geimpft und gestern getestet. Und ich trage eine Maske. Nun, das Ziel dieser Präsentation ist, Ihnen uns wieder mal aufzuzeigen, was häufig ist, ist häufig. Wir lernen das im Studium und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Das Zweite, im Rahmen des Häufigen ist häufig, müssen wir alert sein für das Nicht-Alltägliche. Und schließlich möchte ich Ihnen die Vorzüge eines USZ mit all seinen Expertenabteilungen aufzuzeigen, manchmal als Moloch bezeichnet. Pardon? Nun, bei meinem Fall handelt es sich um eine 23-jährige Frau. Die kam vor ungefähr 4 Jahren aus Saudi-Arabien in die Schweiz, lebt hier. Und sie präsentierte sich am 12.11. auf den Notfall wegen Übelkeit und Erbrechen. In der persönlichen Amnese gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel. Es gibt eine Chlamydieninfektion 2017. Aber im Sommer des gleichen Jahres, wie sie auf den Notfall ging, wurde sie im Rahmen eines Grippeinfektes, stellte man fest, dass sie eine persistierende Mikrohämaturie hat. Das Kreatin war erhöht. Man hat gedacht, im Rahmen einer Dehydratation. Also, wir haben den 12.11.2020. Ich greife voraus, die Patientin wurde hospitalisiert. Man diagnostiziert eine relevante Niereninsuffizienz im Rahmen einer IgA-Nephropathie, die am Schluss hämodialysepflichtig ist. Wir hatten eine suspekte Verschattung des CT-Thorax und eine Covid-Infektion 2.11. 12.11., 2.11. Bei Eintritt auf Notfall, die Patienten, Vitalparameter waren alle gut. Das CT-Thorax wurde nicht gemacht mit der Suche nach Verschattung oder irgendetwas. Das CT-Thorax wurde veranlasst wegen dieser Übelkeit und dem Erbrechen. Man wollte wissen, ob das eine pathologische Ursache am Niveau Speiseröhre hatte. Links sehen Sie die typischen Covid-Veränderungen. Aber 2.11. Diagnose, 12.11. Notfall, und das sind die Bilder vom 23.11. Wahrscheinlich von keiner größeren Bedeutung mehr. Die Radiologen haben jedoch festgestellt, dass es hier nekrotische Lymphknoten hat. Ganz unerwarteter Nebenbefund. Und die Radiologen haben gesagt, das ist keine Thebe. Sehr wenig wahrscheinlich. Oder ausgeschlossen. Nun, als Infektiologe, Personen aus Saudi-Arabien mit Lymphknoten, erste Differentialdiagnose, Thebe. Zweite Thebe und nochmals Thebe. Und entsprechend haben wir die Patienten auf das hin untersucht. Wir hatten das Sputum forciert und 3-mal war es negativ. Aber wir haben ein Mycobacterium, warten Sie, Paracordona gefunden. Ist nicht aus dem Tuberkulosebereich und gemäß Lehrbücher, Publikations, PubMed und Mikrobiologen von keiner größeren Relevanz. Nun, Patientin, ich würde nicht sagen beschwerdefrei, sie hat ihre IgA-Nephropathie und Dialyse, aber von Seiten der Lymphknoten beschwerdefrei, keine B-Symptomatik. Was machen wir? Wir fragen den Pneumologen für eine Bronchoskopie. Aber der Pneumologe sagt, nein, machen wir nicht. Nein. Weil die Patientin hat eine Covid-19-Infektion. Nun, was stimmen Sie ab? Ja, sie ist immer noch infektiös. Ja, sie ist infektiös. Eine Bronchoskopie sollte nicht gemacht werden. Wir glauben, der Infektiologe ist eine Thebe. Sie ist infektiös mit Covid, aber wir behandeln gleich mit einer Therapie gegen Thebe. Oder sie ist nicht infektiös. Und eine Bronchoskopie ist ein Muss. Oder ich weiß nicht.
So, ich versuche es besser zu machen. Ja, jetzt läuft. Was stimmen Sie ab? Also ich höre erst auf, wenn 100 Stimmen da sind. Ja? Noch 5 Stimmen, dann sind wir bei 50, 6, 4. Okay. Gut, das Ergebnis. Ja, ich hätte auch so abgestimmt im Sinne von, nein, sie ist nicht mehr infektiös. Und eine Bronchoskopie ist ein Muss. Nun, wir gehen kurz die CT-Values durch, die wir so eben heute Morgen schon gehört haben. Erstdiagnose 2.11.20. Am 13.11. auf Notfall hat man dann den ersten CT-Value festgestellt, der war bei 28. So mittelhoch, mitteltief. Ja. Am 19.11. ging es schon auf 32 rauf und am 25.11. dann, als man das CT gemacht hat, hatte die 2,4 mal 10 noch 4 Kopien. Und das ist nicht gut, weil die Umrechnung ist immer extrem schwierig. Dann haben wir das Privileg, wir haben die Frau Dr. Irena Bela, Spezialistin für Covid. Ich kann sie anrufen und fragen, was das übersetzt heißt. Oder ich gehe in die Literatur und schaue es mir an, was natürlich ein bisschen mühsamer ist. Da können Sie dann umrechnen, auf der Y-Achse haben Sie CT-Values und hier haben Sie die Kopien. Und die Kopien sind bei ungefähr 20.000, dann sind wir ungefähr hier. Und dann sind wir bei einem CT-Wert von ungefähr 33, 35. Und das bestätigt sich dann in der Folge. Und wie Sie vorher schon gehört haben, nach 10 Tagen, die Patientin war diagnostiziert am 2.11., am 25.11. trotz dieser residueller Nachweis von SARS-CoV ist sie nicht mehr infektiös. Wir hatten aber größte Diskussion mit dem Pneumologen, bis wir sie gehabt haben, diese Bronchoskopie. Und die war ein Muss. Und hier zeigt sich ein durchgebrochener Lymphknoten in das Bronchialsystem und die Kultur oder die Analysen aus diesem Probe ergab dann in der PCR doch die Tuberkulose. Häufig ist häufig. Aber das war der Eingang 16.12., also wir hatten eine Latenz von ungefähr 6 bis 7 Wochen bis zur Diagnose TB und die definitive Kultur hatten wir am 16.03. Wir hatten schon vorher Teile dieser Ergebnisse, aber nicht alle. Sie sehen auf diesem Antibiogramm, dass der Tuberkulose-Stand plus minus empfindlich ist auf Isoniazid, eine Low-Level-Resistance bei 0,1, Ethambutol vollempfindlich, Rifampicin vollempfindlich, Quinolone vollempfindlich, Ethinamide brauchen wir sowieso nie und das Moxi geht auch und das Piracinamid geht auch. Nun, an Sie eine Frage. Ist das jetzt eine Standardpatientin, bei der man eine Standard-Tuberkulostatische Therapie geben kann? Oder handelt es sich eher um eine komplexe Situation? Und die Umfrage läuft. Nun, die einen sagen Standard, die anderen sagen komplex und ich weiß nicht. Ich bezeichne dies als eine komplexe Situation. Aus zwei Gründen. Erstens, eine Low-Level Resistance ist ein Risikofaktor für ein Therapieversagen. Sie sehen hier, bei einer Low-Level Resistance haben wir eine Therapieversagen von 11% im Gegensatz zu einer Infektion mit einem vollempfindlichen Stamm. Ein Rückfall der Erkrankung ist auch doppelt so hoch mit 10% im Vergleich zu einem vollempfindlichen Stamm und die Resistenz ist achtfach erhöht, dass sich eine Resistenz herausbildet gegenüber Rifampicin. Das ist ja eine Sache. Auf der anderen Seite, sie ist ein Hämodialysepatient und Ethambutol und Nierenfunktionseinschränkungen vertragen sich nicht gut.
Die bei Patienten, die eine TB haben, unter Hämodialyse ist die irreversible Optikusneuropathie gehäuft. Das Kompendium gibt uns schöne Angaben, wie wir es dosieren müssen, aber unter 30 werde ich zurückhaltend Ethambutol verschreiben, respektive würde ich das nur in Zusammenarbeit mit dem Experten machen. Nun, die Diagnosen der jungen Patienten waren eine Terminalniereninsuffizienz bei IgA-Nephropathie, eine mediastinale Lymphknotentuberkulose, die dann mit Rifampicin, INH in der Standarddosierung, Pyrazinamid und Levofloxacin therapiert wurde und ein Status nach Covid anfangs November 2020. Leider ging die Leidensgeschichte der Patienten weiter. Sie sehen hier den CRP-Verlauf. Hier war die Diagnose der Tuberkulose und kurz darauf, an Weihnachten, kam die Patienten wieder mit hohem Fieber, schlechtem Allgemeinzustand und einem CRP über 200. Initial hat man einen Harnwegsinfekt gedacht. Das wurde dann relativ rasch auf die Seite geschoben und im Vordergrund stand ein Immunrekonstitution Inflammatory Syndrom. Was heißt das genau? Das heißt, es ist irgendwie eine paradoxe Entzündung aufgrund der TB und der Therapie stattgefunden hat. Man hat mit Prednison gestartet und dieses Entzündungssyndrom ging schneller weg. Es gab ein Rezidiv im Februar und dann hat man über Monate mit Prednison behandelt bis ungefähr April. Die Patientin hat getreulich ihre Medikamente eingenommen. Die Therapie wurde im Sommer 2021 gestoppt. Aber die Patientin kam im Herbst schon wieder bei uns vorbei und klagt über atemabhängige Thoraxschmerzen seit 2 Wochen. Hier die Bilder. Wir haben sofort ein CT veranlasst. Sie sehen das CT vom 27.09. Es fällt ganz klar auf, der Aortendurchmesser ist viel zu groß im Vergleich zum Bild im Dezember. Und im Retrospektroskop sagte der Radiologe sogar, dass auch hier die Aortendurchmesser zu groß war. Das PCT zeigt eine metabolische Aktivität im Rahmen dieser Aortenwand, wie auch der Lymphknoten. Und nun fing die große Diskussion an, was hat die Patientin? Es ist ein Ortitis per Definitionem. Ist es eine infektiöse syphilitische Ortitis? Sie hatte 2017 schon einen Chlamydieninfekt. Ist es eine infektiöse, nicht syphilitische Genese? Oder ist es ein nicht infektiöser Ortitis? Wir haben alles abgeklärt. Und wir denken, diese Aortitis war im Rahmen der TB. Wir haben keine Hinweise, was anderes gehabt. Nun stellte sich im Kader die Frage, und da hatten wir große Diskussionen, handelt es sich um einen Rückfall der TB? Gab es eine Resistenzbildung der TB? Oder ist es eine Manifestation im Rahmen dieser paradoxen Inflammation? Oder völlig was anderes? Oder ich weiß es nicht. Sie dürfen abstimmen. Nun, das Bild ist sehr gemischt und das entspricht auch den Diskussionen, die wir im Kader hatten und wir wissen schließlich nicht definitiv. Ich persönlich denke, es ist entweder ein Rückfall der TB oder eine paradoxe Reaktion im Rahmen der TB-Behandlung. Ganz kurz zur TB-Iris. Die Voraussetzung für die Diagnose ist anfängliches Ansprechen auf die Therapie, hat die Patientin marginal gezeigt, weil sie war nicht symptomatisch. Eine paradoxe Verschlechterung der TB-Beschwerden und neue radiologische Zeichen, entweder in der gleichen oder neuen Lokalisation während oder nach der Behandlung. Das hat sie. Perfekte Adherence mit den TB-Medikamenten, das hat sie auch gehabt, und fehlende andere Erklärung. Mit anderen Worten, das TB-Iris wäre möglich. Auf jeden Fall, angesichts der großen Durchmesser der Aorta, dem Risiko der Ruptur, wurde die Patientin operiert, das Aneurysma wurde resiziert und eine Bovine-Prothese implantiert. Das erlaubt uns auch, dass die Pathologie genau anzuschauen. Hier haben Sie Intima des Gefäßes, hier die Adventitia. Sie sehen, der Pathologe war erstaunt
Überall hat es diese Granulome gehabt, hier, hier, überall. Und das Granulom zeigt das klassische Pattern, das wir kennen, zentrale Nekrose mit den Riesenzellen hier, den Mucklenite, die Giant Cells und Epithelialzellen rundherum. Aber ich habe soeben noch mit dem Mikrobiologen gesprochen, die Kultur nach mehr als 6 Wochen blieb steril. Unabhängig, ob die Kultur steril oder nicht steril ist, haben wir sofort mit einer Therapie wieder mit der gleichen gestartet, mit Rifampicin, Isoniazid, Pyrazinamid und Levofloxacin für mindestens 6 Monate. Wir werden angesichts der negativen Kultur nach 6 Monaten darüber diskutieren müssen, ob wir die Therapie noch auf 12 Monate verlängern wollen oder stoppen. Ich möchte schließen mit dem Moloch USZ. Die Betreuung dieser Patienten verlangte die interdisziplinäre Zusammenarbeit von sehr vielen Disziplinen, Biologie, Mikrobiologie, Pathologie, Radiologie, wie auch den klinischen Fächern, Pneumologie, Gefäßchirurgie und Infektiologie. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auch ein Willkommen von meiner Seite. Der Fall, den ich Ihnen vorstellen werde, geht um eine Infektionskrankheit, die weniger häufig ist als die Tuberkulose, die der Professor Speck Ihnen mit einer außergewöhnlichen Manifestation gezeigt hat. Ich versuche, mich an die 10 Minuten zu halten, dass wir nicht allzu fest überziehen. Ich beginne mit der Geschichte des Patienten. Ein 1959 geborener Herr, der extern hospitalisiert wird. Er wird zugewiesen wegen einer prokardienten Leukozytose, hat eine bekannte chronisch-lymphatische Leukämie, wo er schon multiple Chemotherapien und zuletzt eine Therapie mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor, Acala Brutinib, erhalten hat, die jedoch pausiert werden musste im September aufgrund rezidivierender Pneumonien. Im externen Spital, das war der Spitalzug, beginnt man eine Rücksprache mit dem sonst betreuenden Hämatologen, sagt, ja, man beginnt wieder eine Therapie, kriegt wieder Acalabrutinib, die Leukozyten sind regredient, man hat keinen Hinweis auf ein Tumorlyse-Syndrom. 6 Tage nach Eintritt schildert der Patient eine akut aufgetretene homonyme Hämianopsie nach rechts, hat sonst keine neurologischen Ausfälle und man führt ein MRI durch. Nun die Frage an Sie, das wissen Sie wahrscheinlich besser wie die Infektiologen. Wie sieht eine homonyme Hämianopsie aus? Sie haben ja die Wahl zwischen A, B, C und D. Die grauen Felder sollen jeweils das darstellen, was man nicht sieht. Ich gebe Ihnen einen Moment Zeit. Bisher noch eher zurückhaltende Beteiligung. Probieren wir es zumindest auf 25 Stimmen zu kommen. Schauen wir, jawohl, ich sehe, das Wissen ist noch gut vorhanden aus der Neurologie. Ich habe das erstmal mir anschauen müssen in einem Textbuch. Und wenn man weiß, wie das aussieht, kann man auch Rückschlüsse ziehen, wo potenziell Läsionen vorliegen müssen. Wie Sie in dieser Übersicht sehen, entweder im Bereich des Tractus opticus oder weiter occipital. Wie sieht das MRI aus? Exemplarisch habe ich Ihnen einige Schnitte abgebildet. Man sieht rundliche Läsionen mit Kontrastmittelaufnahme, viel Ödem drumherum. Das ist ein Schnitt, wenn wir weiter nach Kaudal gehen, noch eine weitere Läsion und hier ein Koronarschnitt, wo mehrere Läsionen zur Darstellung kommen. Der Befund liest sich wie folgt. Hat insgesamt 5 von diesen peripher Kontrastmittel aufnehmenden Läsionen, das deutliche perifokale Ödem, diskutiert das noch mit den Neuroradiologen, die sagen, das Bild lässt bei diesem immunsupprimierten Patienten am ehesten an ein infektiöses Geschehen denken. Differentialdiagnostisch kann sich aber auch mal ein Lymphom so manifestieren. Man beginnt im Spital eine empirische Therapie für eine Toxoplasmose, die differentialdiagnostisch erwogen wird und verlegt den Patienten zu uns auf die Infektiologie. Wir machen zur weiteren Abklärung als nächsten Schritt eine Lumbalpunktion. Sie sehen, es hat nur eine Zelle darin.
Das Einzige, was auffällig war, wir haben eine Proteinerhöhung. Betrachten wir den Quotienten von der Glucose-Liqua zur Plasma, ist das leicht erniedrigt und ein leicht erhöhtes Laktat. Es wird eine breite Diagnostik gemacht. Material geht an die Mikrobiologie, wo wir kein Wachstum haben von Bakterien und Pilzen. Eine Eubakterie und panfungale PCR sind negativ. Ein Kryptokokkenantigen wird durchgeführt und eine PCR, wie auch Direktfärbung für Thebe wird durchgeführt. Alles jeweils negativ. Man denkt differenzialdiagnostisch an das Lymphom, deswegen eine IBV-PCR und wegen der Differentialdiagnose eine PML. Auch noch wird JC-Virus gesucht. All das ist negativ. Nachdem das nicht weiterführt, entscheidet man sich recht rasch zu einer offenen Hirnbiopsie. Das ist der Operationsbericht bzw. ein Ausschnitt davon. Und ich finde das recht eindrücklich zu lesen, vor allem wenn man mit dem Operateur auch gesprochen hat, wie schwierig das war. Die Läsion hat eine sehr harte Kapsel aufgewiesen. Man hat die oberflächlichste dieser Läsionen dann entfernt und hat dann Mühe gehabt, das Ganze wieder zu verschließen. Man hat ihn hyperventiliert, um den Hirndruck zu reduzieren, hat Mannitol gegeben, intraoperativ mit Dexamethason begonnen. Letzten Endes konnte das jedoch dann wieder verschlossen werden. Und dies hat uns zur Diagnose gebracht. Das ist ein Bild, was mir der Pathologe netterweise zur Verfügung gestellt hat, schon eine relativ stark vergrößerte Aufnahme. Hier findet man ein reaktiv verändertes, aufgelockertes ZNS und die Hauptbefunde sehen Sie hier in schwarz dargestellt. Oder? Das sind Pilzhyphen, umgeben von Infiltraten, von Granulozyten, Makrophagen und Lymphozyten, also hat Anteile einer akuten und chronischen Entzündung. Man sieht Gefäß- und Kollageneinsprossungen, was eine Abszesskapselbildung, was wahrscheinlich diese harte Kapsel war, die im Operationsbefund beschrieben wird. Und aufgrund der Morphologie dieser Pilzhyphen denkt der Pathologe auch schon in erster Linie an Aspergillen. Dies konnte dann auch in den Proben der Mikrobiologie bestätigt werden. Sie sehen, wurde nochmal breite Diagnostik darüber hinaus gemacht. Das Einzige, was am Ende positiv war, war eben die Pilzkultur mit Nachweis von Aspergillus fumigatus. Hier sehen Sie eine tabellarische Darstellung der Resistenzprüfung noch. Das ist ein sogenannter Sensitizer. Den haben wir durchgeführt, weil wir Bedenken hatten, dass es potenziell eine Resistenz gegenüber antifungalen Substanzen haben kann, da im kurzfristigen Verlauf, den ich Ihnen jetzt nicht geschildert habe, man eher den Eindruck hatte, dass die Läsionen unter Voriconazol, was empirisch begonnen wurde, progredient waren. Initial hat der Patient da bis zum Vorliegen der Resistenzprüfung eine duale Therapie erhalten mit liposomalen Amphotericin B und Isavuconazol. Anschließend haben wir auf Isavuconazol alleine gewechselt. Ja, wenn man sich nun die Frage stellt, gibt es denn überhaupt Resistenzen bei Aspergillen, dann erinnert das Ganze ein bisschen an die Diskussion, die wir mit Antibiotika haben. Hier kommt auch der One Health Approach zum Tragen. Das ist jetzt eine Grafik vom CDC und da geht es jetzt weniger um Tiere, sondern da geht es um Pflanzen. Und zwar Fungizide werden in der Umwelt eingesetzt, um zum Beispiel bei Getreide Schimmelbildung zu verhindern. Dadurch kann es zu einer Selektion kommen, die dann Aspergillen hervorkommen lässt, die Azolresistenzen aufweisen, die dann eben empfängliche, schwer erkrankte, also immungeschwächte, typischerweise transplantierte Patienten mit Leukämien betreffen kann. Es kann aber auch in Patienten auftreten, so wie wir das zum Beispiel auch von Antibiotika kennen. Ein Patient ist auf Azoltherapie, hat aber beispielsweise eine hohe Keimlast und dadurch kann auch ein Selektionsphänomen auftreten. Das hat jemand 2018 schon in der Schweiz ein Stück weit untersucht. Und zwar hat man hier Aspergillenisolate aus der Umwelt genommen und hat das Resistenzmuster verglichen und auch die Mutationen, die diese Umweltisolate aufweisen im Vergleich zu den wenigen klinischen Isolaten, die wir beobachten. Wie ging es für den Patienten weiter? Der Patient hat klar gesagt, er möchte schnellstmöglich nach Hause, möchte keine intravenöse Therapie. Das war noch vor dem Zeitpunkt, wo wir gewusst haben, dass Isavuconazol als perorale Therapieoption geht.
Er möchte so lange wie möglich zu Hause sein, möchte Unterstützungsangebote erläutert bekommen, wie Palliativ Care Support, Spitex, die Frau und die Töchter. Die Töchter waren selber im Gesundheitswesen tätig, haben sich da auch sehr viele Gedanken gemacht. Wir haben daher dann auch noch Rücksprache gehalten mit den Kollegen der Palliativ Care, die eben auch der Familie all die Optionen dargelegt haben, die es wohnortnahe gibt. Man hat einen Notfallplan für ihn erstellt, dass er für gewisse Situationen auch gerüstet ist, hat eine psycho-onkologische Betreuung für Patienten und Angehörige eingerichtet. Er wurde dann nochmal gesehen bei uns in der Sprechstunde, nachdem wir ihn nach Hause gelassen haben. Hier eigentlich ein erfreulicher, kurzzeitiger Verlauf, nahezu beschwerdefrei. Sehstörungen sind rekredient. Das weitere Management erfolgt primär durch den Hausarzt und den Hämatologen. Isavuconazol kriegt er weiter. Falls es weiter klinisch stabil verläuft, wird er in der Größenordnung von etwa 2 Monaten nach Therapie nochmal ein Schädel-MRI erhalten. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, die wahrscheinlich für alle schwierig zu beantworten ist, gebe ich zu, für mich auch. Und zwar möchte ich Sie fragen, sind invasive Aspergillosen unter Acalabrutinib häufig? Ja, etwa 10% wäre A, B gibt es nie, zu hinterfragen, wenn ich Ihnen das jetzt schon zeige. Oder C, man weiß es nicht, so wie es der Redner vielleicht selber auch nicht weiß. Zeigt mal das Ergebnis an. Ja, ganz viel C. Schauen wir kurz. In PubMed haben wir unter dem Suchbegriff Aspergillose und Acalabrutinib genau 2 Treffer. Schaut man die Vorläufersubstanz an, den Erstgenerations-Tyrosinkinase-Inhibitor, sind das doch schon deutlich mehr Treffer. Und auch hier möchte ich nochmal aufzeigen, was wir unseren Patienten anbieten konnten. Einerseits im stationären und im ambulanten Setting. Wir haben viele Disziplinen, die hier mitspielen mussten. Die Mikrobiologie mit der Resistenzprüfung, die Virologie für die initiale differenzialdiagnostisch erwogene Viruserregerdiagnostik, Neurochirurgie, Radiologie, die Pathologen auch dann, um den Patienten und der Familie quasi das Paket für zu Hause zu schnüren, die Palliativmedizin mit dem Advanced Care Planning und die Hämatologen, die auch noch involviert waren. Im Hinblick darauf kann man überhaupt noch eine weitere Therapie für die CLL anbieten oder nicht. Und dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Bei Fragen können Sie mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ganz herzlichen Dank. Praktisch eine Punktlandung. Ja, vielen Dank. Jemand fragt, wo sich dieser Herr den Aspergillen aufgelesen hat. Im Spital bei Renovationsarbeiten oder Umbauten zu Hause. Also wo kommt dieser Aspergillus vor? Und dann, wie groß ist das Risiko für Immunsupprimierte im Allgemeinen, sich mit Aspergillen zu infizieren? Also wo dieser Herr genau den Aspergillus hat, wissen wir nicht. Hat potenzielle berufliche Exposition, er ist als Maler tätig, da werden oft auch Aspergillen, also Schimmel an den Wänden entfernt, wenn neu gestrichen wird. Das war die eine Frage, oder? Und die andere Frage war hinsichtlich des Risikos bei Immunsupprimierten generell. Ja, da unterscheidet man natürlich gewisse Risikokonstellationen. Beispielsweise bei lungentransplantierten Patienten, die haben im Regelfall eine Itraconazol-Prophylaxe, weil die sonst traditionell hohe Raten an invasiven Aspergillosen hatten. Bei den akuten myeloischen Leukämien werden zum Beispiel am Unispital Zürich auch alle mit einer Prophylaxe versehen. Andere Zentren machen das anders. Risiko stratifiziert gibt es Studien auf genetischen Polymorphismen, die zum Beispiel eine Rolle spielen, oder halt auch andere Vorgehensweisen, wie zum Beispiel andere große Zentren machen sehr häufig CTs in kurzen Abständen bei beispielsweise derartiger Population, wenn Fieber unklaren Ursprungs vorhanden ist. Gut, ganz herzlichen Dank, Peter Schreiber und Roberto Speck, für das Darstellen, wie wir hier am USZ arbeiten, in der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene. Wirklich das Interdisziplinäre
interdisziplinäre und interprofessionelle extrem wichtig, auch dass wir das mit Ihnen als Hausärzte machen dürfen und mit den anderen Spitälern. Wir freuen uns auf weitere Zuweisungen und weisen Sie sie bitte direkt zu uns zu, wenn Sie unsere Expertise möchten. Wir freuen uns darauf. Ich möchte den Rednern allen ganz herzlich danken. Es war wirklich ein Potpourri, wirklich eine schöne Darstellung der verschiedenen Aspekte der Infektiologie von Covid-19, Prävention, Therapie und die Langzeitfolgen, wie auch die Aspekte der stillen Pandemie und Alltagsgeschäft in der Infektiologie. Ganz vielen Dank, ganz herzlichen Dank auch dem Publikum für das aktive Mitmachen und zuhören. Wir hatten sehr viele Zugeschaltete und auch ganz herzlichen Dank den Sponsoren für die Unterstützung. Ich habe hier schon ein Outlook für das nächste Symposium in einem Jahr. Bitte merken Sie sich das Datum vor. Und wie schon gesagt, Sie werden die Folien aufgeschaltet sehen. Bitte geben Sie uns auch ein Feedback. Wir machen das Symposium für Sie. Darum sind wir angewiesen auf Ihre Rückmeldungen. Die Credits für die virtuell teilnehmen, werden zugesandt. Die im Saal, die Sie noch nicht erhalten haben, können die Credits hier holen. Und mit dem wünschen wir Ihnen allen frohe Weihnachten dann und eine erholsame Weihnachtsferien und alles Gute. Danke vielmals.